Lass uns über die Schutzrechte gleich quatschen, was wir eben schon auch hatten. Den Kram hier mit dem Erschöpfungsgebot und so weiter. Ja, genau. Da bräuchte ich dann mal meinen tollen Zettel. 5, 4, 3, 2, 1. Drauf. Ja. Ja, super. Wir sind drauf und keiner ist da. Wir sind total drauf. Niemand ist da. Ich bin hochgradig begeistert. Ja. Mir scheint die Sonne aus dem Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wer sollte eigentlich noch alles kommen? Es sollte, ja, warte mal, wir haben hier noch Daniel Domscheit-Berg sollte eigentlich schon längst da sein. Ich sehe ihn aber nicht, okay. Sven Korte sollte da sein und Pavel Meyer, der heute eigentlich ja Fraktionssitzung hat oder so, oder Funktionsgedönstreffen und wundert mich sowieso, dass er hier zugesagt hat. Ja. Und der Kram gar nicht? Der Bruno? Bisher. Bruno? Ja. Der Bruno ist heute in München und auf der Akta-Kundgebung. Ach so, ja, Akta, stimmt. Das ich mir vielleicht auch alle gar nicht. Ja, ich wollte heute auch zur Akta, aber man hat das ja, wie gesagt, unendlich geschickt auf heute alles gelegt. Weshalb ich jetzt auch hier sitze, nicht gerade draußen in der Sonne durch die Gegend spaziere und meine Meinung postuliere. Ja. Nee, ich bin sowieso leicht demonstriert zu wissen, weg. Genau. Und ich war schon bei den letzten beiden in Hamburg. Genau, Demonstrationen sind so 80s, ne? Ja, das ist total 80s, ja, genau. Ja, wollen wir noch mal anfangen, Lukas? Dann fangen wir mal ohne die an. Dann machen wir halt ein nettes Zwiegespräch. Ja, genau. Zum Thema Urheberrecht und Software. Ja. Genau. Ja, Urheberrecht. Urheberrecht. Software. Software, ja. Das Stiefkind des Urheberrechts. Das Stiefkind. Ja. In der öffentlichen Wahrnehmung immer nur Film, Musik, ab und zu mal ein paar Drehbuchautoren, die lustige offene Briefe schreiben. Ja, das kommt vor. Aber also prinzipiell ist ja Software quasi das Neueste, wenn du so willst. Und deswegen, da man gesetzgeberisch immer sowieso 20 Jahre hinterherhängt oder so. Mittlerweile ist schon länger, ne? Also ja. Software gibt es ja schon deutlich länger als 20 Jahre. Ja, also so quasi jetzt große, kommerziell erfolgreich ist ja erst so, wenn du willst, so 80er. Also in der öffentlichen Wahrnehmung. In der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich gerade sagen, weil im Hintergrund gab es natürlich schon öfter. Und das ist ja auch da, wo eigentlich das Urheberrecht bisher leider Gottes keine große Rolle spielt, zumindest für Angestellte. Ja. Für Werksvertragspartner, sprich für Selbstständige natürlich schon, dass es da gang und gäbe. Naja, so ist es auch so, dass du ja dass du als Mitarbeiter einer großen Firma irgendwie kriegst ja auch vertraglich verdonnert, wenn du irgendwie tolle Sachen irgendwie für dich innerhalb der Firma erfindest, mit dem, was du da so machst. Und eben dann gehört das ja auch der Firma. Also das ist dann ja. Das ist genau das Problem, weil das wird einfach so festgelegt halt im Urheberrecht, ne? Dass halt. Wenn du fest angestellt bist als normaler Angestellter in einer Firma, dass du dort die Werke, die du dort schaffst, automatisch die Rechte übergehen an den Arbeitgeber. Zumindest also das in deiner Arbeitszeit, wahrscheinlich in der Freizeit. Genau, ja genau, nur in der Arbeitszeit natürlich. Aber das ist natürlich, man kann jetzt darüber diskutieren, das ist natürlich eine sehr starke Diskrepanz zu einem Freischaffenden, weil der kriegt natürlich für die gleiche Leistung einen deutlich höheren Erlös. Und gibt dann auch quasi das exklusive Nutzungsrecht über. Das Urheberrecht kann er ja gar nicht übertragen. Das zumindest nicht in Deutschland. Nee, nur in den USA gibt er das Copyright, das auch auf die Firma übergeht. Ja, das ist Copyright und Urheberrecht sind ja sowieso zwei unterschiedliche Dinge. Genau, völlig verschiedene Verschuhe. Würde ich gerne, ja. Genau. Ja. Und das ist genau der Punkt halt bei den Angestellten, die haben halt in der Regel gar nicht die Möglichkeit, das zum Beispiel zu verhandeln. Also dass sie zum Beispiel gar nicht sagen können, ich arbeite für euch und ich nehme auch gerne irgendwie arbeitsrechtliche Sicherheit ein bisschen mit, also so Kündigungsschutz und solche Geschichten. Allerdings ist natürlich trotzdem noch ein riesiges Ungleichgewicht. Wenn du guckst, was sind da so Tagessätze üblich, zum Beispiel für erfahrene Entwickler. Mhm. Und das, was ich schon gehört habe, so, ich habe ja eigentlich mal kurz Informatik studiert, inzwischen Media Systems, was Medieninformatik ist. Also so sage ich jetzt mal, wenn du so als Studentenjob, also was du da quasi bei einer ein bisschen HTML und PHP zusammenpacken, was du da halt kriegen kannst, ist auf jeden Fall deutlich besser als bei Burger umdrehen. So sonst so als Studentenjob. Ja, aber es ist schon so, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Wertvertrag hast als normaler Freischaffender, da wird ganz klipp und klar geregelt, irgendwie welche Nutzungsrechte der Auftraggeber erhält. Ne? Das hängt damals zusammen natürlich auch, dass auch deutlich höhere Haftungsrisiken zum Beispiel für den Entwickler im Moment auch bestehen, weil es halt ein Werkvertrag ist. Das heißt, er haftet ja im Zweifelsfall vollumfänglich. Ja. Wäre natürlich auch schon bei einfacher Fahrlässigkeit.
Ein Angestellter irgendwie, der kriegt ein, nennen wir es mal jetzt vorsichtig, 0815 Gehalt. Ja, ja. Zahlen redet man nicht, zumindest Borscht anscheinend. Ja. Der hat aber keine Teilmöglichkeiten, wenn er mal an der Firma nicht mehr arbeitet. Ja. Irgendwann dieses Werk, sein Source, sein Programm in irgendeiner Form nochmal weiterzuverwenden. Also das heißt, er kann im Prinzip nicht mehr davon partizipieren, wenn er zum Beispiel noch weiter veräußert wird von der Firma zum Beispiel. Ja. Na, also da gibt es quasi eine Leistungsschutzfrist von unendlich und ja, im Prinzip schon, weil halt das Recht ja, wie gesagt, laut Urheberrechte komplett auf den Arbeitgeber übergeht, ja, und infolgedessen er ja keine Chance hat, nochmal da irgendwas zu drehen. Er könnte theoretisch noch nicht mal sein eigenes Werk verwenden, weil er auch ja auch da kein Nutzungsrecht mehr hätte. Ja, und das Problem, also gerade in der, ich bin ja für den VDVC, das ist für die Leute, die es nicht wissen, der Verband für Deutschlands Visier- und Computerspiele. Das ist so ein Verbraucherverband, und im Bereich der Computerspiele ist es ja so, dass der Urheber, also die Firma, die das Software, also das Spiel herstellt, oft auch, also nicht immer, aber oft auch gleichzeitig der Verwerter ist. Also so EA und Ubisoft haben ja quasi eigene Studios schon. Nein. Also die großen, ich rede jetzt von den großen, also so, es gibt ja so Ubisoft Montreal und so weiter, die programmieren. Das stimmt schon, okay. Ja, also es gibt also aber immer mehr. Aber man muss aber sagen, das ist die Ausnahme. Ja, es ist aber quasi schon insofern bedeutend, weil zum Beispiel in der Musikbranche hast du es nicht, dass sich der Musiklabel-Mensch noch vors Mikro stellt und selber ein paar Leinchen drin hat. Nee, das nicht, aber auch die haben natürlich auch ihre eigenen Studios, ja, ihre eigenen Produzenten, also das haben die natürlich auch, ja, aber das ist halt nicht die Regel, ne? Das ist in der Regel, auch für die Industrie, das ist nicht die Regel. Es nimmt aber zu, finde ich zumindest, also zumindest in den Großen, dass sich halt Studios werden sich direkt gekauft, oder man macht das halt eigene auf, und so ist es ja irgendwie auch gekommen, dass Microsoft halt Halo exklusiv zuerst für die Xbox rausbringt, weil sie Bungie, glaube ich, gekauft haben. So. Also es ist da halt quasi das, was, sagen wir, der eigene Verwerter sein, was ja auch die Musikbranche oder jetzt sich selbst verwerten oder vermarkten, was sie gesagt haben, was man da halt machen soll, hast du da ja in der Regel nicht, und in der Computerspielbranche hast du es teilweise halt schon. Und es kommt, wird dann halt so, wenn du halt einen großen Spieler hast und wenn du dich als ja, Kunde oder Verbraucher oder wie auch immer dagegen was machen sollst, weil du hast, wirst halt auf so vereigene Tatsachen gestellt. So halt, wie gesagt, 12 mit seinem Steam und Online-Vertriebsding und halt jetzt neu EA mit Origin. So. Das sind so Dinge, das wird auch so irgendwie jetzt alles so im Namen des Urheberrechts, kann man sagen, so irgendwo gemacht. Ja, wir wollen hier Raubkopien verhindern, wir wollen auch andere tolle Dinge machen, was weiß ich, böse Cheaterbanden und ähnliches. Und das konnte sich vorher aber auch schon. Ja, aber quasi, wenn du es in einem geschlossenen System nochmal die Leute drin hast mit Kontenbindung und so weiter, dann ist es nochmal. Die aber auch wieder extra vergütet werden muss, muss man dazu sagen. Also, das ist, also Microsoft mit seinem Xbox Live ist ein Paradebeispiel dafür, ja, wie man eine Dienstleistung verkaufen kann, die man eigentlich gar nicht anbietet. Ja. Ne? Also, nach dem Motto. Das ist gerade hier Deutschland, Fußball. Menschen, die trüben. Ja, das ist der Grund, warum ich den Fußball mache, übrigens. Ja, wegen trüben. Noch andere. Wo sehen das, ja. Ja, also, weil Xbox Live, würde ich sagen, ist ja, das glaube ich, der einzige Bezahldienst in dem Bereich, also PlayStation, die wir haben kostenlos. Steam ist auch kostenlos, soweit ich weiß, und Origin sollte auch kostenlos sein, aber das ist. Origin ist das Einzige, was da nicht kostenlos ist, ist halt irgendwie, weil halt deine Rechte massiv. Ja, das werden. Da kann man ja noch später zu kommen. Aber also zumindest bei Sachen halt bei Kontenbindung ist es halt so, dann hast du das halt alles mit deinen Konten gebunden, das ist dann. So kannst du das halt, kann man das halt toll überprüfen, ob dann, was ich, CD-Keys doppelt benutzt werden oder weiß nicht, geil was. Und das ist dann halt natürlich sehr komfortabel für die Verwerter bzw. Urheber, weil dann halt jeder auch nur wirklich ein Programm hat. Ja, obwohl, wie gesagt, das muss man sagen, das hat ID-Software schon in den 90ern hinbekommen, dass man einen Master Key nur einmal verwenden kann. Das hat nur mit Master Server, die selber betrieben haben.
Und da gab es zum Beispiel keinen, sagen wir mal, sondern Vertriebskleinzwang, der einen da in ein Korsett gezwängt hat. Ja. Das wurde ja auch am Anfang, als Steam eingeführt wurde, ja. Also jetzt bleiben wir mal, um als Beispiel beim Steam mal zu bleiben, weil das ist ja auch der älteste Player am Markt. Ja, der größte auf jeden Fall. Der größte sowieso eben, aber auch, glaube ich, dafür auch, wenn ich mich völlig täusche, auch der erste. Ja. Die anderen, EA und weiter, die jetzt durch. Kam dann später und das andere ist dann nicht so umfassend, dass es so ein die Game Store oder genau. So, das war, die anderen haben es auch sehr, sehr konfus und widersprüchlich gemacht und waren geprägt von massenhaften Relaunches in Jahrestakt, kann man so sagen. Also, wenn du mal die Zeit nicht eingeloggt warst, hast du dich gefreut, dass sich alles verändert hat. Ja. Und den Account sich wiedergefunden. Ihr habt übrigens Zuschauer, vielleicht erklärst du mal kurz, wer ihr seid. Ja, habe ich schon mal gemacht. Kann man sich erkennen? Und wenn ich mich erkennen kann, okay. Ich bin Simon Lange. Genau, ich bin Simon Lange. Ich soll das eigentlich moderieren. Unsere Gäste sind heute alle zum Großteil unsichtbar. Ja, genau. Wir nehmen die auf einer esoterischen und mentalen Ebene wahr. Was? Du siehst wir versuchen das nicht irgendwie zu übersetzen. Ja. Man könnte auch sagen, es sind Vampire, vielleicht sind deshalb auch unsichtbar, man weiß es nicht. Und sehr still sind sie. Dann haben wir den Sascha Morlock von VDVC. Ein sehr wichtiger Verband, weil er nämlich eine sehr großen Lobby, nämlich den, ich sag mal jetzt, Online-Zockern, nämlich eine Stimme verpasst hat. Den Computerspielern. Den Computerspielern. Computer-Videospielern muss es ja sagen. Computer-Videospielern, genau. Das sind ja ungefähr 40% der Deutschen. Genau, und die halt bis zu der Gründung des VDVC, das war 2009, quasi ja kein Gesicht, geschweige denn eine Stimme hatten. Ja. Und deshalb ganz gerne von so merkwürdigen Instituten wie aus Hannover ganz gerne mal in Generalverdacht genommen wurden. Ja. Ja. So viel dazu. Wo waren wir schon? Wir waren das Team. Genau. Ja, wir waren das Team. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja. Hilfe. Nein, wir waren bei Steam, wir waren bei der Client-Geschichte, bei den Client-Zwang, wegen die bösen Raubmord-Kopierer. Ja, ja, ja. Und genau, und das ging aber auch schon vorher, also auch ohne Steam. Deshalb wurde ja Steam am Anfang, wie gesagt, sehr, sehr stark angegriffen, von den Computer- und Videospielern. Ja, es gab ja auch eine Abmahnung vom Verbraucherschutz. Die Verbraucher-Dingsies aus NRW, so dieses, ne, du weißt, was ich meine. Mhm. Weil ja zum Beispiel, das ging ja erst so richtig los mit Steam, so eigentlich mit Half-Life 2, von was halt Valve rausgebracht hat, und die haben ja ihren, wie gesagt, das eigene Ding. Und da war dann, glaube ich, Steam Pflicht. Das gab es, glaube ich, schon vorher, aber das war dann eher so, oh. Und da wurden die ja abgemahnt, weil dann ja nicht auf der Verpackung stand, dass man online, also einen Internetzugang zwangsläufig brauchte, weil man halt sich ins Steam einloggen musste. Beziehungsweise, dass man es erst akzeptieren konnte oder auch sehen konnte, erst wenn man es ausgepackt hat. Das war nämlich auch das Problem. Ja, also es stand, wie gesagt, nicht auf der Verpackung direkt drauf, dass man einen Internetzugang braucht und, wie gesagt, sich mit Steam einmal verbinden muss, damit das halt authentifiziert werden kann, weil nur dann kann man spielen. Dann gab es auch am Anfang halt sehr viele Probleme, wenn man halt Offline-Modus wechseln muss, dass es auch so wirklich ging. Und ja, es ist jetzt natürlich, jetzt wo man quasi immer mehr Leute auf Flatrates haben und sowieso das Internet nicht mehr ausmachen, ist das jetzt quasi nicht mehr so das Problem, weil Steam halt im Gegensatz zu anderen wiederum keinen Online-Zwang hat. Es ist halt nur, glaube ich, bei der Installation in Steam musst du das, weil man sich... Ja, die Aktivierung halt. Ja, genau, weil oft auch sind, wie gesagt, auf den CDs nur Clients drauf und da lädt man sich halt das Spiel in der Regel runter. Und deswegen braucht man das als Steam und zur Aktivierung halt. Genau. Da gibt es dann halt auch ganz andere Spieler in diesem Markt. Wie gesagt, also Ubisoft ist so meines Wissens nach der restriktivste in dem Bereich, wo die halt gesagt haben, wir machen mit den neuesten Spielen jetzt einen Online-Zwang. Genau. Das ist, also muss man jetzt, man hat da jetzt nicht so ein Verwaltungsding wie bei Steam, sondern das ist, weiß ich nicht, ich habe lange schon kein Ubisoft mehr Spiel gekauft. Aber man muss während des Spiels auf jeden Fall mit online sein und mit dem Authentifizierungsserver verbunden sein. Wenn eins von beiden weg ist, ist man auch im Spiel, auch wenn man es alleine spielt und nicht online spielt. Also wie das Singleplayer muss man auch online sein. Das ist dann, das Spiel schaltet dann auf Pause oder ist dann gleich ganz weg. Es wird dann einfach komplett Fehlermeldung und also zumindest bei, wie hieß das komische Spiel, diesen Mann, diesen Assassin. Assassin? Ja, genau. Dieses Spiel mit der Assassin, ja. Ja, das ist dann natürlich unschön.
prinzipiell auf der Konsole, wenn es da sowas gibt, dann merkt das nicht, weil dann ist ja überhaupt. Aber da sind wir schon wieder beim Lizenzrecht vor auch gleich, ne? Ja. Weil das Ding ist halt, das sind ja Sachen, die sich ja quasi selbst zubilligen im Zuge dessen, dass du der Lizenz, wenn du dir natürlich zustimmst, ja, das ist, kennt man ja, das ist dieses, wo man ganz schnell runterscrollt und genau, dann die Stimme zu und weiter. Und das ist ja eigentlich auch eine Sache, die eigentlich juristisch betrachtet, wenn ich mich völlig täusche, in Deutschland zumindest sehr auf wackeligen Beinen steht. Ja, eigentlich müssen Lizenzen nämlich immer in gedruckter Form vorliegen. Ja. Und dann steht das oft heißt, auch in der Anleitung teilweise mal drin. Ja, aber das zum Beispiel, da geht es schon wieder los, wenn die nämlich in einer geschlossenen, verschweißten Packung ist, ist sie eben schon wieder nichtig, weil ich sie nicht vorher einsehen konnte. Ja. Das heißt, ich kann sie gar nicht quasi unterschreiben, die wird ja eh nicht unterschrieben. Nee. Wird einfach angenommen, er hat es gekauft, also hat er ihr zugestimmt, aber da ich sie nicht vorher einsehen konnte, kann ich ihr gar nicht zustimmen, ja, also ist sie nichtig. Jein, ja, also es reicht. Oh, da kommen Menschen. Ist unglaublich. Oh, Zomk. Ja, also es ist prinzipiell. Die Geister materialisieren sich gerade. die ersten Vampire sind da. Ja, nee, ich habe mal irgendwie gehört, da gab es so ein. Ja, erstmal so. Grüßen. Ah, ja, klar. Mein Gott. Grüß seid ihr schon on air? Ja, wir sind auch schon on air. Ist ja schon nach zwei. Ich war ja pünktlich. Nee, er ist auch gleich einer von den Gästen angegangen. Ich würde es gerade zuwerfen. Ach so. Ich würde endlich zuhören. Und dann zuhören. Hi, wer seid ihr denn? Hallo, ich bin Flo. Hallo, Flo. Irgendwo hier war ich zu Hause. Ja, das hast du hierher. Christian. Christian, Datenbank-Experte. Ja, Flo, passt auch dazu. Flo, Blockisch. Datenbank passt ganz gut. Wenn du bist mit Urheberrecht auskämpfen, kannst du gerne noch gleich dazu sitzen. Ja. So. Mit K und E. Na, so hat es die GEMA geschrieben. Aber, mit K und was? K und E. Genau, statt C, K und I. Ja, das ist ja. Und du bist? Ja, ich. Das passiert halt, wenn man keine Kontaktdaten bekommt. Ja, Du bist gar nicht begeistert. Wir haben die anderen Teilnehmer, die ja auch nicht abgesagt haben, schon als Geister bezeichnet, ja, die ja quasi imaginär mitsitzen und sehr halt transparent durch. Nicht mal abgesagt? Die da oben. Das da sind ist wahrscheinlich ja irgendwie. Pavel Meyer, weiß ich nicht, wo der gerade steckt. Also die Stadt ist auch voll, man kommt extrem schlecht voran. Naja, man versteht gar nicht, wie mit der U-Bahn ging das. Ich hab ja gehört, S-Bahn soll man nicht nehmen, ich komme ja aus Hamburg, das kann man vielleicht. Ja, unser Einheitsklasse, wenn man fährt. Du bist Hamburger? Ich bin Hamburger. Echter Hamburger Jung oder bist du echter Hamburger Jung auch. Ja, da sag ich mal Prost, ne? Prost. Und habt ja gehört, S-Bahn soll man in Berlin nicht nehmen und dann habe ich gleich U-Bahn genommen und das hat eigentlich geflutscht. Ja, das würde ich mal sagen. Der Hamburger Jungs kommen überall hin. Ja. da gibt es ja dieses, wie gesagt, dieses Gefühl. Ihr seid so cool. Ja, ja. Ja, wir müssen das nicht erwerben, das ist vom Geburtsrecht, ne? Weißt du, das geht gleich automatisch los. Ja, ja, in Hamburg ist ja automatisch cooler als du. Nee. Wo waren wir? Ja, wir waren eigentlich jetzt bei den Lizenzrechten, bei den Eulerrechten. Ja, ja, bei den Nicht-Eulerrechten, besser gesagt. Ja, also da habe ich auch gehört, ja, nee, also es gab mal so ein tolles, also auch in diesem Origin, das kommen wir bestimmt nochmal gleich zu. In dieser Debatte so, gibt es, glaube ich, so einen Anwalt, ich glaube aus Schleswig-Holstein, das haben wir, so ein tolles Video, der halt mal die Eule auseinandergenommen hat. Das gab es auch als Video, ich glaube auch auf der VDVC-Seite, etwas weiter oben, muss man sich durchsuchen. Das geht wohl auch so, wenn man denen zustimmt bei der Installation, aber auch irgendwie nicht. Also ja, also prinzipiell habe ich auch irgendwie gelesen, wie gesagt, dass beim, wenn du halt das Spiel kaufst, gilt eigentlich auch nur der Kaufvertrag und die Euler ist Bonus und die gilt dann nur, wenn dann in abgeschwächter Form. Also was das angeht, ist ja hauptsächlich sind wir jetzt auch schon stark im Bereich wieder Verbraucherschutz. Mhm. Schon was nicht mehr Urheld. Da ist der VDVC gerade so eine Seite am Machen. Das steht hier natürlich nicht dabei. Das ist, glaube ich, spiel-gekauft.de oder so. Ist auf jeden Fall im Forum, kann man das bestimmt irgendwie finden. Da sind wir gerade dabei, sowas zusammenzustellen, weil zum Beispiel über Steam ist es ja auch so, du kaufst ein Spiel ja nicht, sondern du kaufst dir nur ein Nutzungsrecht. Das ist ja generell so. Also ja, schon, aber da ist es so, bei Steam steht ja, kaufen das Spiel, ich kaufe es, aber du kaufst es nicht in den Euler von Steam drin, du mietest es nur. Nee, Mieten geht eigentlich nach dem deutschen Urheberrecht geht gar nicht. Du kannst ja, in Deutschland.
Ja, das ist so ähnlich wahrscheinlich, die machen das wahrscheinlich so ähnlich, wie mit wie es auch Bibliotheken machen, wo du auch Spiele leihen kannst. Ja. Das sind ja dann eigentlich zeitlich begrenzt, das sind quasi zeitlich begrenzte Kaufverträge, ja, die aber mit einem, wo aber schon ein Vertrag mit dabei ist, womit quasi ein Rückkauf quasi impliziert ist. Und wenn du dann halt diese Frist, bis du den quasi verschreckst, also wenn du verführst, ja, nicht einhältst, dann kommt Vertragsstrafe. Das ist nämlich dann diese Nachtgebühr, die sie dann erheben dürfen. Ja. Das könnten sie nämlich gar nicht erheben. Weil ja, warum sollst du dein Eigentum den wieder oder dein Besitz den wieder aushändigen? Ja. Das ist so ein Ding, ja. Ja, also sie machen es irgendwie kompliziert. Also ja, man muss ja halt die Euler da mal durchlesen. Das ja, steht ja, drin. Da kommt das da steht auch explizit drin, nein, sie kaufen es nicht, sie mieten erhalten, es nur. Du erhältst ein einfaches Nutzungsrecht. Ja, was auch immer. Also der Datenträger, deshalb sagen sie auch immer, deshalb können sie nämlich auch für den Datenträger nämlich auch wieder Geld verlangen, wenn er mal ja, kaputt gehen sollte. Sonst, wenn das einfache Nutzungsrecht quasi das Medium mit beinhalten würde, ja, dann hättest du ja quasi, solange du das Nutzungsrecht hast, auch immer ein Anrecht darauf, dass sie dir völlig kostenfrei immer ja, wieder einen Datenträger zuschicken. Aber ja, ich kann machen sie zwar trotzdem aus Kulanz meistens. Ja, in der Regel kannst du es ja auch so runterladen, also eigentlich brauchst du die ja nicht. Das ist ja der andere. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, ja, wir wollen ja auch über Urheberrecht reden. So. Das ist Urheberrecht. Auch wir sind ja irgendwie so Urheberrecht. wie gesagt, das Orte, was ich gerade schon erwähnt habe, ist, weil, wie gesagt, jetzt halt sehr stark alles auf Online-Vertrieb geht, weil die Hersteller und die Verwerter das halt toll finden, weil, wie gesagt, da man Urheberrecht sehr einschränken kann, kam jetzt, weil Steam so toll ist, auch EA jetzt, das ist ja auch ein großer Hersteller, beziehungsweise Vertreiber im Spielbereich. Vertreiber stimmt. Ja, ja, also, ja, sie machen... Machen sie eigentlich noch selber Spiele? Ja, schon die Sportspiele. Also sie haben auch eigene Studios und sie haben halt viele, die sie Spiele, die sie von anderen Studios groß ausbringen. So, das ist auch wieder so ein Mischding, wie ich schon vorhin glaube ich mal. Aber da ist es halt so, die haben jetzt halt diese tolle Idee gerade mit Origin, das ist auch, soll wohl sowas ähnliches sein wie Steam und wo man auch irgendwie da automatisch Patches runterlädt und man hat dann halt sein Konto und da sind dann auch die Achievements gleich drin und da weiß der Geier, glaube ich. Und da war dann so lustige Sachen, stand in der Euler drin, ja, wir, weiß ich nicht, durchsuchen erstmal deine Festplatten und nutzen die Daten, die wir da finden, für Werbezwecke oder verkaufen die an Dritte oder gucken erstmal nach anderen EA-Spielen, die auf deiner Festplatte installiert sind, gucken, ob die dann auch rechtmäßig erworben wurden. So. Ja. Weil das ist auch halt im Rahmen der Urheberrecht, da gab es dann auch einen riesen Aufschrei und das haben die dann die Eule auch zigfach geändert. In Schritten aber. Und in Schritten und dann auch. Immer erst nach öffentlichem Druck. Ja, und irgendwie so. Und das ging, also inzwischen steht es jetzt so nicht mehr drin. Es steht wohl auch noch ein paar Sachen drin, die irgendwie so sind. Und dann hieß es auch erst, ja, nee, Origin, du besuchst die Festplatte nicht. Dann hieß es, ja, sie macht es doch und jetzt wieder nicht. Nein, ja, das wusste ich ja genau. Es ist sehr kompliziert und. Also die Eule ist jetzt immer noch nicht so. Super, aber da steht jetzt... Zumindest ist jetzt im Einklang mit der deutschen ja, Rechtsprechung. Ja, so vorsichtig zu beschreiben. Also das war, glaube ich, vorher auch schon, also das war auch vorher nicht rechtens, glaube ich, was da so viel drin stand. Nee, so, das war vorher sogar völlig unrechtens, was ja, da drin stand, weil ja, da waren ja Sachen drin, allein schon Ausspähen von Informationen ist ja, sogar Straftatbestand. Ja, das glaube ich, und kann man, oder so. Ja, den kann man sich halt nicht, auch keine Eule der Welt, nicht in Deutschland, eben kurz mal legalisieren. Das ja, funktioniert nun mal einfach so nicht. Ja. Das wäre toll, ne? Dann würde ich halt jede Malware irgendwie mit einer Eule versehen, irgendwie, dass ich halt sich nur noch mal einen Kopien ziehe und ziehe mal kurz einen Mirror von einer ganzen Platte. Ja. Ist ja, ja völlig legal. Ja, ja. Weil ich suche. Der hat ja zugestimmt. Er hat ja zugestimmt, also, dann kann man ja machen. Genau. Also, und ja, das ist halt, wie gesagt, das geht halt alles unter diesen Deckmantel, ja, wir wollen halt Raubkopien verhindern und bla. Und das ist, wie gesagt, auch bei Ubisoft. Wo wir ja noch gar nicht gesagt haben, dass es halt sehr viele Nachteile mit sich bringt, weil ich hatte, glaube ich, eingangs schon erwähnt oder im Vorgespräch, dass halt im Zeitalter, wo jetzt immer mehr digitale Güter sind, man Urheberrecht und Verbraucherschutz nicht mehr wirklich trennen kann, dass sich halt sehr stark an geht. Und im Verbraucherschutz gibt es ja zum Beispiel auch die Gewährleistungspflicht. Und wenn du halt einen Online-Zwang hast und du Leute spielen halt mit ihrem auf ihrem Laptop und sind jetzt, was weiß ich, in einer Bahn, Deutschen Bahn soll es ja noch geben, dass ja Leute mitfahren, und fährst durch einen Tunnel, Internet weg, kannst du nicht mehr spielen. Spiel stürzt ab oder pausiert oder was auch immer. Also, oder halt Origin, wie gesagt, die durchsuchen die einfach so mal die Festplatte. Oder da war es auch so, dass zum Beispiel, es gab vorher schon so EA-Konten, wo man so Sachen eintragen musste oder konnte. Und auch Sachen, die man zum Beispiel über den EA-Shop gekauft hat, aber jetzt mit der Einführung von Origin war es zum Beispiel so, dass
Sachen, die vor einem gewissen Datum gekauft waren, weg waren. Die konntest du nicht mehr benutzen. Ja, muss das auch, hast auch keine Erstattung irgendwie gekriegt, sondern die waren weg. Ja, auch Pech gehabt. Ja, man muss dazu einfach sagen, dass halt, wenn man jetzt mal schaut, irgendwie wie die Industrie bei so schön bei Musik, in der Musikbranche oder in der Filmbranche reagiert auf sogenannte Raubmordkopien, dann sind es bis dahin meistens immer nur, sagen wir mal, Drohungen. Ja? Also nach dem Motto so, hier wollen wir unsere Bürgerrechte ein bisschen beschneiden, hier wollen wir unsere Rechte ein bisschen beschneiden. Und bisher funktioniert der Gott sei Dank auch der Protest so gut, dass es noch nicht wirklich, zumindest in Deutschland noch nicht, was hier durchgesetzt wurde. Wir leben ja Gott sei Dank nicht in England oder in den USA, wo das anders, oder in Frankreich, wo das anders ist. Aber das lustigerweise, was von den meisten ja wirklich unbemerkt passiert, in der Softwarebranche ist das komplett anders. Da wird schon konstant quasi. Ja, da machen die halt einfach. Da machen sie es einfach, genau. Informationssicherheitsbestimmungen gibt es praktisch nicht, Datenschutz gibt es praktisch nicht. Weil es wird einfach getan und nur wenn der Druck massiv hoch ist, also jetzt wie beim Spiel, bei Origin ist es auch nur deshalb hochgepoppt, nicht wegen Origin, sondern weil das halt ein AAA-Game ist, das war quasi mit nicht Battlefield 3 in dem Fall. Wurde das ja eingeführt. Genau. Und da war es dann auch nicht drauf auf dem Verpackung, dass man das zwangs haben musste, wurden die auch wieder abgemacht von und man hat auch, selbst da haben sie auch von Anfang versucht, es zu relativieren, haben gesagt, wir suchen zwar ab, wir verwerten sie doch nicht. Ja, man hat gesagt so, wir wollen ja nur gucken, wir wollen uns ja nur für statistische Zwecke, ist klar, der Einbrecher, der bei mir in der Wohnung ist, wird sich auch nur umgucken, der geht wieder raus, ohne was mitzunehmen, das machen wir immer so, das ist auch lebensnah, das glauben wir jetzt einfach mal. Ja. Not. Ja, also bei der Festplatte, also ist es ja so, dass das da hast du bei Steam auch, aber da ist es halt komplett zweckgebunden. Genau. Da gibt es ja damit die Sache, dass die Sache zum Beispiel, da machen sie wollen, wirst du auch explizit gefragt, wollen sie an der Hardware-Umfrage zum Beispiel teilnehmen? Dann sagst, kannst du halt sagen, ja, will ich, ja, nein, will ich nicht. Und dann wird auch nur, also wird quasi ein DX-Diag erstellt quasi und das wird dann halt dahin geschickt. Und das ist auch noch relativ auch harmlos, weil das ist halt komplett anonymisiert, da sind keine personenbezogenen Informationen drin. Und es ist halt wirklich, geht halt wirklich auch nur die Hardware und das benutzen die dann intern zum Beispiel, um zu gucken, die Verbreitung von Hardware. Und deswegen haben die zum Beispiel, ich habe das ja, bei Origin gab es ja auch diese Diskussion da irgendwie in Köln, die habe ich auch verfolgt. Und da haben sie auch zum Beispiel gesagt, ja, also deswegen, weil sie halt wissen, wie halt die Hardwareverteilung ihrer Kunden ist, haben sie zum Beispiel eine gewisse DirectX-Unterstützung von, also nicht, vielleicht die neueste Versionsnummer oder bestimmte Grafikkartenunterstützung halt noch nicht, weil es halt die Kunden einfach, die haben es einfach noch nicht. So. Ja. Deswegen brauchen sie es nicht, deswegen haben sie gesagt, ja, das warten halt ein bisschen mehr. Ja, solche Erhebungen, wie gesagt, von jetzt, wir sind natürlich schon sehr technisch wieder geworden, von DXDR und so weiter, sind auch erstmal völlig problemlos, weil, wie gesagt, sie sind in der Regel anonym und selbst, es gab ja dann natürlich immer wieder nette kleine Leute, die dann in irgendwelchen Foren schreiben, ja, aber die MAC-Adresse, die ist doch wieder eindeutig, ja, aber die wird am ersten Rotter verworfen. Ja. Ich denke mal, da kann man das entspannt sehen. Ja. Also, die wird nicht durchs Netz geistern, ja. Und, wie gesagt, aber bei anderen Herstellern, die sehen das halt nicht so. Also, Valve ist da, also mit Steam, also man kann da auch schlimme Sachen finden, wie gesagt, dass man halt Spiele nicht wirklich kauft, wenn man sie da online kauft. Genau, sondern halt, das kann man, beim das finde ich jetzt, genau, das ist das Problem das eigentlich. Das ist ein Problem, aber Steam ist jetzt, würde ich nicht sagen, das ist evil, weil es evil ist. Also Steam hat auch viele Vorteile, man sollte halt, wie gesagt, nur über die Nachteile Bescheid wissen und dann selbst entscheiden, was man dann benutzt. Genau, also einer der größten Nachteile ist jetzt, um mal wieder den Bogen zum Urheberrecht zu machen. Das ist halt immer super schwierig. Oder gerade bei der Software landet man sehr schnell halt in der Technikdiskussion, weil das alles miteinander verwoben ist. Ja, das ist und, alles das ist ein großer Sumpf. Und jetzt bei Steam zu bleiben, hast du halt das Problem, dass normalerweise, wenn ich jetzt in den Laden, früher bin ich in den Laden gegangen, habe ein Spiel gekauft. Bleiben wir mal bei alten Software, haben wir von geredet. Ja. Ich bin losgegangen, habe mir Quake 2 gekauft. So, tolles Game. In Amerika, aber in Deutschland kannst du es ja nicht kaufen. Selbstverständlich, wer kauft in Deutschland Games? Ja. Jedenfalls habe ich mir dieses tolle Spiel dann geholt, habe es mir installiert, war ganz toll. Ja. Und habe dann immer gemerkt, so, irgendwie, das sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr da drauf, ich werde jetzt irgendwie nur noch Mahjong spielen und alles ist böse. Ja, und das mache ich damit, ja, ich habe auch ein Spiel, da habe ich mal Geld für ausgegeben, das war noch D-Mark, ja. Lange her. Und für die Leute, die noch nicht so alt sind, es gab mal eine D-Mark. Und
Ja, du konntest es einfach weiterverkaufen. Das war völlig legal. Oder ist auch heute noch völlig legal, noch darüber zu sagen, weil es gab halt einen Erschöpfungsgrundsatz. Das heißt, irgendwie der Sekunde, wo ich es zum ersten Mal gekauft habe, ist es quasi in meinen Besitz, in meinen Eigentum übergegangen und ich kann auch dieses einfache Nutzungsrecht weiter veräußern. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das war ganz einfach. Ich habe einfach das Medium mit der Software einfach weitergegeben, in dem Fall jetzt zum Beispiel Quake 2. Und alle waren Friede, Freude, Eierkuchen. Das Einzige, was natürlich gemein war für den eventuellen Neukäufer, dass der darauf insistieren musste, dass ich auch bitte den CD-Key auch ebenfalls überall lösche, weil ISO 500 sozusagen schon damals sehr zukunftsweisend, zu clever war und hat über eigene Master-Server die CD-Key, genau die CD-Keys nämlich abgefragt und so konnte man wirklich nur einmal mit dem Key auch wirklich online spielen. Aber es gab so Lizenzfehler, so 2, 3, ja. Und dann war so eine, das haben sie gemacht, damit voll Leute, wenn sie zum Beispiel die deutsche Zwangstrennung, das ist auch so eine deutsche Eigenheit, mal wieder neu reinkommen, der neuen Internetadresse, mit der neuen IP, dann konnten sie teilweise nicht spielen, bis halt die alte verworfen vom Master, dann haben sie später mal angehoben. Aber wir sind schon wieder bei Technik. Ja, also, und das hat sich aber zu heute verändert, ne? Weil das Recht ist eigentlich noch da und das haben wir im Urheberrecht ganz häufig gehabt, dass halt Rechte, die wir auch eigentlich haben, immer wieder nachträglich quasi eingeschränkt worden, beziehungsweise teilweise sogar per Gesetz, teilweise einfach faktisch abgeschafft worden. Die standen noch da, also, aber also, sind dann nicht da. In dem Bereich ist das Gesetz ja immer noch da, aber du kannst es ja, guck, irgendwie nicht. Also, die Steam ist gibt dir da keine Möglichkeiten. Also du kannst im Shop sagen, ich kaufe das jemandem anders, der einen Steam-Account hat, als Geschenk. Genau. Du kannst, das kannst aber nur so semi-legal deinen eigenen Account verkaufen. Ja. Aber du kannst nicht Spiele zurückgeben und du kannst nicht Spiele weiterverkaufen. Richtig. Weil die rein online vertrieben werden und die sind dann an dein Konto gebunden. Und das ist ein Problem. Das fordern wir auch, dass es irgendwie. Weil technisch ist es möglich. Das ist nicht so, dass es nicht jetzt irgendwie möglich wird. Eben weil es auch an ein Konto gebunden ist, ist es nichts leichter, als das einfach sagen, ja, dann löschen wir das von deinem Account, dann kannst du es von keinem Rechner der Welt wieder spielen. Genau. Das ist ja rechnerunabhängig, die Kontenbinde. Danke, bitte. Ja, und dann, wenn du es dann halt trotzdem wieder willst, kannst du es ja nochmal neu kaufen. So, ja. Prinzipiell. Oder vielleicht vergünstigt kommen, weil du es schon mal hattest. Oder? Ich verstehe an der Hinsicht auch nicht, warum zum Beispiel jetzt Valve, also jetzt über deine Plattform Steam, nicht selber zum Beispiel auf die Idee gekommen ist, selber so einen kleinen Gebrauchtmarkt zu machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass... Ja, das würde super gehen. Ja, das würde... Kriegen würden die der nochmal Geld schon machen. Die schaffen ja sowieso Kohle. Ja, und die würden noch mehr Kohle machen. Noch mehr Kohle, also das würde mir auch stimmt. Ja. Aber das ist wieder nur ein Paradebeispiel irgendwie. Denn, da muss jetzt, glaube ich, wieder jemand kommen, der quasi hier irgendwie etwas semi, also eine Grauzone darin angesiedelt ist. Ja, gibt es ja quasi schon, zumindest für physische Datenträger ist es ja hier GameStop, die auch inzwischen in Deutschland ist, die Kette. In Amerika ist sie noch viel größer vertreten und da gibt es ja richtig Gebrauchthandel. Da kannst du halt richtig reingehen und deine Konsolen, PC-Spiele, was auch immer, kannst du wirklich dahin geben und dann kriegst du wirklich Geld oder kannst du halt gegen neue Spiele tauschen. So. Und das finden aber wiederum die Hersteller nicht so toll oder die Ja doch. Also, kaum zu glauben, ich weiß, aber das finden die Hersteller bzw. die Publisher nicht so toll, weil daran verdienen die ja nichts, wenn das dabei gekauft ist. Weil das ist ja wie gesagt, Erschöpfungsgrundsatz wurde ja schon einmal gekauft und dann verdient halt nur GameStop was. Also das ist jetzt ja nicht so, dass sie da das Spiel wieder für Vollpreis verkaufen, das ist halt für weniger. So, aber da gab es dann so erste Sachen, zum Beispiel EA ist da erst vorgegangen, das ist glaube ich Project $10 gewesen, das heißt, wenn du ein Spiel neu gekauft hast, war da gleich in der Packung so ein Code für minimale zusätzliche Inhalte, für was weiß ich, zusätzliche Level oder Fahrzeuge, weiß der Geier was, die du bedingt gebraucht hast. So, also ich glaube, das waren Sachen vor allem, die sich den Multiplayer-Modus oft betrafen und da brauchst du es eigentlich schon, wenn du verdarf und dich spielen willst. Das ist dann aber so, wenn du dann das natürlich gebraucht kaufst, ist der Code in der Regel, Könnte sagen, zu 99% schon verbraucht. Das heißt, den Code kannst du aber nachkaufen. Das ist halt für $10 kannst du halt einen neuen Code kaufen. Mhm. Das sind so die ersten Dinge. Jetzt hat man aber immer mehr Aussagen. Zum Beispiel der Mensch von DICE, ich habe das jetzt im Interview wieder rausgesucht. Der Mensch von DICE, also der Obermensch Honchu da, der halt auch für Battlefield-Reihe verantwortlich ist, die kommen aus Schweden, der hat gesagt, also braucht Spiele, Markthandel, das finden wir alles voll doof und wenn das dann nicht geben würde, sprich wenn wir durch den Verkauf von Vollpreisspielen oder den Verkauf von neuen Exemplaren halt mehr Geld verdienen, dann würde der Spielemarkt gleich ganz viel toller sein, weil dann natürlich viel mehr also
viel Einnahmen und deswegen können wir dann viel, viel tollere Dinge machen. Und das prinzipiell dieselben Argumente sind wie bei Raubkopien. Ja, wenn die Leute nicht Raubkopien und das alles kaufen würden, dann geht es uns allen viel besser, können wir alle viel tollere Dinge machen, weil wir halt natürlich viel mehr Geld einnehmen. Und das finden die auch irgendwie, ähnliche Aussagen gibt es irgendwie jetzt von einem der Yelly-Brüder oder wie die heißen, von hier Crytek hier, hier in Frankfurt. Das ist ja auch die einzige deutsche Spieleschmiede, die einigermaßen so auf der Welt, auf dem Weltmarkt bestehen kann. Sagen wir mal jetzt im klassischen Ego-Shooter-Genre. Ja, eigentlich schon so der einzige AAA-Titelhersteller in Deutschland. So neben vielleicht Sunflowers mit Anno, aber das war es eigentlich schon. Ja, gibt es keine größeren Investitionen. Noch nicht. Das ist jetzt gerade aktuell. Na, Big Point, aber die machen ja Browser-Spiele. Nee. Das ist jetzt ja... Ja, zum Beispiel jetzt, also Big Point ist ein jetzt, großer Hersteller, jetzt aktuell aber zum Beispiel Gamefront hat ja jetzt gerade einen großen Fuß in der Tür durch Terra. Hm? Terra, ist dir was? Rollenspiel? Ja, nicht. Blue Hole Studio, nö. Südkorea. Nö. Ja. Okay. aber, naja, okay, aber wie gesagt, in Deutschland gibt es nicht viele, aber der hat auch ähnliche Aussagen getroffen, dass Gebrauchtspiele total doof sind und das sollte man nicht machen. Weil ja, ist ja logisch, das ist ein Vertriebler. Ja, 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 natürlich. Ja, will, es ist, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt ja, aber der, der Punkt ist ja, dass das wäre das selbe sagen. Der Punkt ist ja, dass die neue Konsolengeneration, sprich die PlayStation 4 und die Xbox 27 oder keine Ahnung, wie die jetzt heißen sollen, da stehen wir noch nicht ganz fest, soll wohl schon auf Hardware-Ebene eingebaut haben, dass sie gebrauchte Spiele nicht abspielen. So. Wie willst du das? Das wäre ja da kannst spannend. Du Online-Zertifizierung halt machen und wenn die nochmal eingibst, dann geht das nicht. Kannst du machen, also theoretisch. Man kann vieles machen. Man kann die vieles Frage machen. Ist nur, ob man das rechtlich auch durchsetzen kann, als letzte Konsequenz. Nö. Aber wie gesagt, bei Software-Bronze, wir haben ja schon festgestellt, man macht es einfach. Ja, genau. Das ist ja Sony, das ist Microsoft. Den kann ich eh nicht anlegen, so what. Also, du kannst schon, aber zum Beispiel die Euler haben sie ja bei EA auch zuerst geschrieben. Ja, wenn du Probleme damit mit Origin hast, dass wir die Festplatte suchen, kannst du uns sehr gerne verklagen in den USA vor einem Gericht in L.A. So. Also beziehungsweise in Kalifornien. Ja, ja. So, viel Spaß. So. Das stand ungefähr, also nicht so jetzt, aber prinzipiell schon, so stand es in der Euler dann drin. Erstmal, bevor sie auch das wieder rausgelöscht haben. Ja. Also, ja, das war also mit Origin, das war wirklich ziemlich lustig, weil die haben das ja wirklich nicht gesagt, so, oh, wir gucken uns mal an, ja, da gibt es Probleme, wir überarbeiten das und fertig. Nein, nein, die haben das wirklich in der ultimativen Salami-Taktik, wurde das dann immer mehr entschärft. Am Anfang haben sie erstmal nur relativiert, was sie mit den Daten machen. Dann haben sie gesagt, okay, das könnten wir vielleicht ein bisschen rausnehmen. Dann wurde ein bisschen nachgetreten, dann kam die Verbraucherzentrale irgendwann auf den Plan und hat gesagt, so, Moment mal, so geht es mal überhaupt nicht. Dann hat sich auch noch der Datenschutzbeauftragte auch damals rangehängt. Kann gut auch sein, also zumindest die weil ja, und dann, das wurde immer heftiger und irgendwann haben die gemerkt, so, ja, weil dann stand schon irgendwie so ein Vertriebsverbot irgendwann mal im Raum und dann so, ja, okay, wir machen ganz schnell. Und dann haben sie wirklich das Ding komplett neu überarbeitet und gut, als Kunde machst du trotzdem keine Jubelstürme in der aktuellen Fassung, aber immerhin ist diese jetzt zumindest wieder rechtlich im Rahmen, sag ich mal. Genau. Ich meine, das, was eigentlich von Anfang an sein sollte, man muss leider aber dazu sagen, Origin ist nicht die Ausnahme, sondern es ist wirklich die Regel. Also, weil die meisten Hersteller, also insbesondere die meisten Publisher, muss man dazu sagen, fairerweise, in ihren Nutzungsbedingungen einfach Dinge reinschreiben, die eigentlich nicht wirklich legal sind. Aber zumindest in Deutschland nicht. Ne? Ja. Das Problem ist halt oft, dass sie sich nicht die Mühe machen, die Eigenheit des deutschen Marktes, auch des deutschen Urheberrechts, sagen wir mal, zu eigen zu machen. Die gehen halt von diesem guten alten Copyright aus. Ja, aus Amerika und das wird einfach in der Regel nur übersetzt. Die genau, und das ist natürlich überhaupt nicht 1:1 übersetzbar. Nee. Null. Also, wenn wir. Das ist ja schon der Name eigentlich. Copyright ist ja schon was anderes als Urheberrecht. Ja. Genau, das ist. Genau. Und so gesehen ist das nicht überraschend gewesen, aber es soll ja mittlerweile immer mehr große Publisher gibt es vor allem geben, die langsam mal sich erlernen, dass es hier doch ein bisschen anders ist. Ja, also, weil die Sache ist ja, EA hat eine Deutschlandvertretung, die sitzt in Köln, das heißt, die müssten oder könnten halt auch vor deutschen Gerichten dann verklagt werden wegen sowas. Ja. Also, die haben noch eine Vertretung in London irgendwie und die haben dann so gehofft, dass man dann, wenn dann schon wenigstens in England verklagt wird, quasi, dass man dahin muss, aber nein,
Das ist ja bei allen Unternehmen, wenn du halt dich an deutsche Kunden richtest und du hast eine Deutschlandvertretung, dann kannst du in Deutschland hier verklagt werden. Ja. Und das wollen die dann natürlich auch nicht, weil das ist ja voll doof. Weil wir Datenschutz und Urheberrecht etwas anders sehen als... Ja, du kannst sogar, wenn du willst, ich glaube, wenn ich mich völlig täusche, sogar ein europaweites Vertriebsstopp sogar noch auch am deutschen Recht kriegen, weil es ja EU ist. Ja, ist ja EU. Das sieht man ja ganz gerne, ich habe mir ja gesehen, irgendwie über dann dauernd rollen die gegen Samsung, genau, Apple. Das ist auch... Wir haben hier das jetzt so nicht aus. Ja. Weil das sagen ja, denke ich mal, die Kirche irgendwie, so wegen Moses in der Tafel und so, dass man das doch Geschmacksmuster. Ja, das ist ja auch schon ist ja auch viereckig irgendwie und ja, steht Text drauf, okay. Wird der Hand gelesen. So Handsteuerung ist. Oder William Shatner irgendwie alias James Tiberius Kirk irgendwie. Ich meine, wie oft hat der auf dem Tablet rumgerudert? Das ist ja auch so ein Daten. Und was ist eigentlich unsere größte bekannte künstliche Intelligenz hält dazu? Ich meine, der wurde auch bei 2001 Odyssey, Stanley Kubrick, da war auch schon. Ja, das war das erste Tablet. Genau, das war das erste Tablet, genau. Und wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon, jetzt sind wir schon mal Geschmacksmuster gelandet, aber wie sieht es denn aus bei dem ersten Hardware-Device, bevor nämlich das iPad, nämlich das allererste iPad, nämlich geklaut wurde? Das Crunchpad nämlich. Das Crunchpad ist nämlich, war nämlich eine Open-Source-Entwicklung, und zwar nicht nur Software, sondern auch Hardware-Entwicklung. Und wer sich das allererste iPad anschaut, was übrigens nach dem Crunchpad rauskam, auch öffentlich, da siehst du eine 1:1 Kopie von Crunchpad. Kommt das her, Crunchpad? Von der Community. Das ist ein Open Source Projekt gewesen. Komplett auch Hardware und Software. Ja. Und wie gesagt, kann man sich tolle Videos sehen. Ja, einfach mal Crunchpad googeln und. Oder lachen. Remix is Everything, auch eine schöne Videoreihe. Ja, ja, also. Auch angucken, da steht es auch, also mit Apple ist auch drin. So aber jetzt sind wir wieder zu. Jetzt sind wir schon wieder zu. Software ist verhext. Ja, das ist schön. Ganz viele Bereiche. Ja, das ist. Verführt. Strenge. Ja, ich sag mal, weil ja auch viel immer gesagt wird, ja, kleine Künstler müssen ja auch profitieren können und das wird ja bei großen Playern halt schwierig. Ist es so bei Steam wiederum nicht, das ist auch ein großer Pluspunkt bei Steam, dass du halt auch als Independent-Entwickler, wir wollten ja wohl Indiesoft, soll der wohl einer sein, der jetzt nicht da ist, aber du kannst bei Steam halt, kann jeder seine Spiele reinstellen, also auch bei Xbox Marketplace und Sony Store, PlayStation Store. Es ist wohl auch so, dass du das kannst. Ich weiß da nicht, wie da die Hürden sind. Bei Steam scheint es wohl auch relativ einfach zu sein. Und die Hürden bei den dreien sind wohl, ist mir jetzt nicht bekannt, dass da so große Hürden sind, wie zum Beispiel beim App Store, wo dann ja auch noch nicht nur eine Qualitäts- sondern eine Geschmackskontrolle wohl sein soll. Mhm. Aber du hast da prinzipiell, also bis auf so Sachen wie Jugendschutz, aber das ist nochmal ein ganz anderer großer Themenblock, hast du da keine größeren Sachen und da kannst du halt, wie gesagt, als Indie-Entwickler dein Spiel reinstellen und es ist wohl auch so, dass du als bei Steam gibt es Statistiken, Verkaufsstatistiken und der Bereich der Indie-Spiele, die verkauft werden oder der Umsatz, der damit generiert wird, ist fast genauso hoch wie der von den Vollpreistiteln oder von den allen großen Herstellern. Nicht ganz, also nicht ganz 50-50, aber so, es nähert sich immer mehr wohl an. Das heißt, du hast da auch die große Chance, halt bekannt zu werden und halt auch Umsatz zu machen und von der Geld zu machen. Das ist die Menschen wollen halt partizipieren, die wollen halt auch konsumieren und natürlich wollen sie auch legal konsumieren. Sie wollen kein Mensch mehr. Was man sagen, Stress. Ja, hier musste erst Apple kommen. Hier haben wir keinen Marktfremder halt und hat den Markt umgekehrt, sondern einen Marktinterner. Also die, und noch, dann noch nicht mal ein Publisher, also keiner der Verwerter, sondern ein Hersteller. Valve war ja eine Computerherstellerfirma, Softwarefirma. Sprich, die haben ja selbst das Ding aufgesetzt. Also da kam die Revolution quasi aus sich selbst. Und die haben den Marktplatz halt auch sehr schnell geöffnet anderen Herstellern und anderen Vertreibern, anderen Publishern und eben auch die Herstellern. Und da kriegst du für günstig Geld halt deine Spiele, was ich die kosten dann in der Regel so die teuren 10 Euro und sonst. Das Lustige ist ja, weil wir reden auch so über die ganze über Steam, aber es ist halt immer der Marktführer in dem Bereich, muss man ganz klar sagen, und zwar mit Abstand. Unter anderem denke ich auch dadurch, dass er sich halt anderen Herstellern geöffnet hat. Ja, natürlich, und vor allem, weil er das halt nicht abgeschlossen ist wie Xbox und PlayStation. Er konkurriert ja auch schon bewusst, also ich denke mal, dass es bewusst ist, weil andere lassen solche Preise nicht erklären durch Aktionen von Steam oder von Valve dahinter.
dass sie auch doch aber schon sehr genau den Gebrauchtmarkt wahrnehmen, weil nämlich, wenn du mal guckst, viele alte Titel werden von ihnen wieder ausgegraben. Und werden wirklich für ein Abel und ein Ei, muss ich schon sagen, ne, werden die unter das Volk gebracht. Also dann kriegst du da wirklich ehemalige AAA-Games, die vielleicht gerade mal eineinhalb Jahre alt sind, für 10 Euro angeboten. Ja, es geht. Also das ist. Also einige Spiele, es gibt halt auch mal. Das ist auch ein GameStop-Niveau auch unbedingt. Ja, ja, und es gibt auch immer Sonderpreisaktionen. Genau. Aber eigentlich von Donnerstag aus, wenn man danach kauft, dann gibt es auch. Lustigerweise aber immer auf diesem GameStop-Niveau. Also ich kenne GameStop auch ziemlich gut. Und wenn man so ein bisschen deren Preissegmente kennt, bei den Gebrauchtspielen, und guckst dann aber Steam, wenn sie dir ältere Titel anbieten, ist fast identisch. Teilweise auch ein Tick darunter, genau. Und ich glaube nicht unbedingt an Zufälle. Ist in der Regel auch wieder teilweise auch überartet. Das heißt, die verkaufen die jetzt zum Beispiel bei den alten LucasArts Adventures, verkaufen die dir ja nicht einfach nur so Monkey Island 1, sondern halt gleich diese Deluxe-Version, die sie dann für die Xbox-Version rausgebracht haben, wo das ja nochmal quasi neu überarbeitet wurde mit dieser neuen Grafik, wo du halt hin und her schalten kannst zwischen der alten Grafik und der neuen Grafik. Und also zum Beispiel so auch von Deus Ex 1 verkaufen die zum Beispiel auch irgendwie ja auch mit Xbox XP kompatibel und nochmal einen besseren Texturpack drin und gleich auch die Game of the Year Edition. Also die verkaufen die einfach nicht nur noch die alten Spiele, sondern teilweise auch mit zusätzlichen Inhalten nochmal neu. Was dann ja auch das ist, was ja viele wollen. Die sagen ja, also wenn halt Qualität, Preis und Angebot stimmt, ich würde dann noch dazu fügen, Bedienbarkeit des, wo du es dann kaufst, also Einfachheit, dann sind die Leute auch bereit, Geld auszugeben. Und Qualität, du kriegst ein altes Spiel, das dann nochmal überarbeitet wurde für einen Preis, den du so sonst halt, wie gesagt, nur bei anderen Laden findest, aber da dann halt die normale Version, das ist dann ja eigentlich unschlagbar. Natürlich kaufen die Leute das. Aber jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Ja, von der Vertriebsschiene hin. Ja, aber das gehört ja irgendwie. Ja, das ist ja immer dasselbe Problem. Ja, wenn man dasselbe Problem ist, wieder so. Ja. Hallo Internet. Ich druck euch aus. Ja, ich druck euch aus. Ich mache einen Screenshot. Es ist später noch, gibt es noch Gelegenheiten, Internet zu machen. Rechnen wir auch ihn dann. Plastik Linse, passt nicht rein, Breitformat und so. Ja. Das hast du mich schon wieder völlig rausgebracht. Ja, ich kann ja nochmal einen anderen Punkt machen, weil wir im Moment so im Verkauf ich wollte mal jetzt mal den ersten Punkt ranbringen, den wir hier noch hart fordern. Also, es gibt ja hier auch gerade bei Computerspielen halt eine große Fankultur, was ich zu jedem Spiel wird irgendwie jetzt ein Wiki erstellt zum Beispiel und so. Ah ja, stimmt. Und auch es gibt ja auch diese tollen Let's Plays auf YouTube und weiß der Geier. Also, es gibt ja eine riesig große Fankultur, die dann natürlich auch Screenshots, Videoaufnahmen, was auch immer, von den Spielen benutzt, um damit tolle Dinge zu machen. Und das ist dann natürlich auch eigentlich urheberrechtlich geschütztes Material. Genau. Das ist alles auch irgendwie so. Also wenn du halt so ein Let's Play machst, könnte jetzt ganz fies sagen, es ist wie du filmst dich dabei, wie du im Kino sitzt und einen Film guckst. Ja. So. Also noch nicht mal dein Gesicht, sondern wirklich die Leinwand. Ja. So, weil ein Let's Play, also für die, die es nicht kennen, das ist eine Aufnahme vom Spiel, man sieht halt das Spiel. Also wirklich. Und also es wird dabei live von dem, der es spielt, kommentiert. Okay. Also der das ist eigentlich, falls es kennt, so von Game One, da gibt es halt dieses tolle eine Spiel mit. Das ist quasi genau dasselbe, nur halt oft Let's Play, das geht dann halt bis zum bitteren Ende. Das heißt, die spielen das ganze Spiel durch. So, kann man jetzt prinzipiell finde ich sowas gut, dass es sowas gibt. Es ist jetzt aber urheberrechtlich, sagen wir mal, bedenklich. In mehrerer Hinsicht, weil du hast ja zum einen nicht nur jetzt die Grafiken, die erstellt sind, sondern auch die Story, das Gameplay, ist alles, das ganze Spiel. Und dann sind ja also diverse Rechte, die dann theoretisch eigentlich tangiert werden. Genau, und wir finden aber gut, dass es sowas gibt, weil das auch gerade bei älteren Spielen dazu führt, dass es halt am Leben halten wird und die ganze Spielekultur davon irgendwie profitiert. Es gibt auch nur Disziplin dadurch. Also es gibt durchaus schon Wettbewerbe, wer wie schnell, auf welchen Härtegrad das so durchspielt. Natürlich, es gibt Run-Games und natürlich auch schon berühmte Leute, die das halt
mit witzigen Kommentaren oder wie sie ihre Spiele durchspielen, was ich bei Horrorspielen, wie sie sich immer schrecken dann dauernd irgendwann. Das, ja, das ist halt schon große Fette. Ist das der Original-Sound oder ist das dann Voice-Over? Du hast das Komplettspiel mit Voice-Over. Dass sie halt Kommentare dazu machen. Und also auch die Musik von dem alles. Es ist wirklich 1:1. Also das ist gesagt, schwierig. Ich dachte bedenklich. Aber das Interessante daran ist eigentlich Folgendes, dass sie in dem Bereich nicht abmahnen. Also genau, weil sie nämlich wissen, dass der Werbeeffekt unglaublich größer ist als alles andere. Ja, es gab, aber wie gesagt, es gibt auch dumme Menschen, ich weiß. Aber also zum Beispiel auch in Wikis brauchst du ja auch die Screenshots, damit du da halt Sachen, was weiß ich, Monster-Datenbank kannst du halt nur sinnvoll mit dem Screenshot aus dem Spiel machen. Und weiß der Geil, wie gesagt, es gibt ja, wie gesagt, nicht nur die Let's Play, sondern halt viele Sachen, es sind ja auch Kleinstteile, wie gesagt, einzelne Momentaufnahmen aus dem Spiel werden ja auch teilweise benutzt für verschiedenste Dinge. Und in der Regel waren die Publisher und die Hersteller da sehr kulant, weil das im Softwarebereich ist man allgemein etwas entspannter, was Urheberrecht angeht. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass insbesondere bei so Let's Plays oder Reviews oder was auch immer halt Videos auf YouTube gesperrt wurden. Dann hat der Publisher oder Hersteller Kontakt mit der Person aufgenommen, die das Video gemacht hat und gesagt, ja, ist ja tendenziell gut, was du machst, aber hier mach mal so ganz kräftig Werbung für uns, sonst ist das natürlich, ne, sonst ja machen so. Das fanden einige natürlich nicht einverstanden und dann wurde das Video gelöscht. Also nicht nur gesperrt, sondern auch dann komplett gelöscht und dann hat er dann halt das Spiel halt oder vom Hersteller die ganze Produktpalette halt dann nicht mehr testen dürfen und wollen müssen und so weiter. Also es ist entspannter jetzt als im Musikbereich, aber auch nicht ohne. Wie gesagt, weil halt auch hier Urheberrecht, auch insbesondere das Deutsche, halt sehr tangiert wird. Wir aber vom VDVC finden das sowas halt Fankultur halt schon gut, weil das brauchst du halt irgendwie, sonst gehen die Spiele schnell runter. Und so kannst du halt Dinge wie StarCraft, das ja, was weiß ich, 14 Jahre nach Erscheinen immer noch gespielt wird, oder Counter-Strike 1.6 oder weiß der Geil was, Half-Life oder Quake oder gibt es ja ähnliche Spiele, die halt ja noch nach Jahren oder teilweise sogar Jahrzehnten immer noch gespielt werden. Das ist halt nur über sowas möglich, dass sie da halt lange am Leben halten werden. Und deswegen wollen wir, und weil es auch sehr viele andere Probleme im Urheberrecht löst, einfach mal ein Fair Use. So wie in, ähnlich wie in den USA. Das würde 1000 Probleme, die wir allgemein mit dem Urheberrecht haben, sofort erschlagen. Und natürlich, dass du nicht mehr so die Probleme, das Abmahnwesen wäre quasi nicht mehr vorhanden. Du, es würde auch diese schwierige Trennung teilweise in einigen Bereichen von kommerziell, nicht kommerziell, eben auch deutlich vereinfachen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, nur weil jemand so einen Banner hat auf seiner Seite, um vielleicht seine laufenden Kosten damit zu decken, das heißt ja auch lange nicht, dass er Gewinne erwirtschaften will, zum Beispiel. Ja. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also wenn du eine Seite hast, zum Beispiel, bietest zum Beispiel Patches an, damit Leute für die Games zum Beispiel, die Patches ziehen können, haust du den Banner drauf. Ja? Und jetzt hast du aber natürlich irgendwie eine Diskrepanz, weil du machst natürlich auch für die Spiele Werbung, den du zum Beispiel mal einen Bericht drüber machst, auch zum Beispiel, den du halt so, wir haben es mal angespielt, hier, Unpack, ne? Dann ist auf YouTube irgendwie ein tolles Ding, hier, ich habe das Spiel ausgepackt. Review, was auch immer. Ne? Genau, und dann hier immer der erste Level durchgespielt. Ja. Bom, das ist schon eigentlich eine Urheberrechtsproblematik. Eigentlich ja. So, jetzt könnte jetzt jemand ganz böse sagen, so, Moment, du hast einen Artikel gemacht, du hast hier dein Video und hast auf der Seite, wo du es anzeigst, zum Banner. Nach der deutschen Rechtsprechung aktuell würde man sagen, das ist schon kommerziell, weil er erzielt ja da Einnahmen. Ne? Die sagen auch mal, das ist das Schöne eigentlich, die sagen immer, es wird Einnahmen erzeugt, aber nicht Gewinne. Ja. Weil Gewinne müsste man nämlich nachweisen, weil das könnte man sich ja auch ein Böser könnte sich dann super schnell rausrechnen. Und dann haben wir ganz schnell viele Kosten plötzlich generiert, die dann wieder die Gewinne schmälern. Aber Fakt ist, hier mal so ein Fair Use wäre schon eine gute Sache. Das Problem ist nur, wie verkaufst du es denen? Und das ist ja auch, glaube ich, auch schon, wenn ich nicht völlig täusche, auch angedacht bei den, sag ich mal, klassischen Kulturgütern, wie zum Beispiel Filmschaffende, Geschichte, Musik, etc. Fair Use, wie sieht es aus? Wir sind ja in der Wikipedia, da sind es dann halt so kleine Filmposter drin. Das ist Fair Use. Ja. Nee, also prinzipiell, also eigentlich ist das wäre das Optimalste. Das ist auch quasi die Maximalforderung, die wir hätten als Verband.
Das bescheiden. Ja, ja, also im Bereich Urheberrecht, im Bereich Urheberrecht. So, weil damit wirst du, wie gesagt, fallen viele andere Probleme einfach weg und du kannst da halt, sag ich jetzt mal, so wie sich die Leute normal im Internet oder auch sonst irgendwie bewegen, wo, ja, also es wird ja immer gesagt, ja, hier kostenlos Kultur und kein Unrechtsbewusstsein da. Ja, das ist halt stimmt, teilweise, wenn ich sage, ich mache, guck mal hier, ich habe ein tolles Video gemacht, wie ich das Spiel halt mache und ich benutze es, was ich für später mal für eine Spielezeitschrift arbeiten und deswegen fange ich mal klein an, mich irgendwie zu machen. Das ist dann irgendwie so, ja, natürlich Verstöße gegen Urheberrecht, aber das ist irgendwie das, was man irgendwie so macht. Ja, gut, dieses fehlende Unrechtsbewusstsein hast du aber auf beiden Seiten. Also da ist ja auch eine nette große Firma, oder ein nette große Publisher, besser gesagt, der auch ganz gerne mal irgendwie die Rechte der Verbraucher ganz gerne mal irgendwie in die Tonne tritt. Hatten wir eben schon sehr ausführlich. Ne? Und was auch ziemlich die Regel ist, oder was die Qualitätssicherung von den Produkten, die sie vertreiben, angeht, zum Beispiel ist auch ein anderes großes Thema eigentlich sogar, obwohl das nicht mit Urheberrecht nichts zu tun hat eigentlich. Aber nur ganz kurz angekratzt, wenn du mal Software verkaufst, dann hast du die auch mal getestet, hast eine QA-Abteilung, die Sachen auch mal andersweise schwindlig checken, dass die Dinger auch zumindest auf den meisten Rechnern, also alle, es geht nun mal nicht, es gibt keine 100%-Geschichten, aber es ist vernünftig laufen. Da gibt es ja ganz vernünftige Verfahren, wie man solche Sachen testet, und auch es ist keine Atomphysik, das ist auch seit Jahrzehnten bekannt, wie das funktioniert. Und man hat aber festgestellt, dass mit dem Fokus der Marketingabteilung von solchen Publishern man immer unbedingt irgendwelche Märkte oder irgendwelche sag ich mal, Zeitabschnitte im Jahr mitnehmen möchte. Unbedingt. Und da passt natürlich wenig in Kram, wenn die QA sagt, ja, aber wir brauchen eigentlich noch 2 Monate. Ja, weil das ist ein komplexes Spiel. Wir müssen ja alle DAO-Möglichkeiten berücksichtigen. DAO, dürfte also in der User. Und das braucht halt noch ein bisschen. Was machen die dann immer mehr? Also seit Jahren mittlerweile schon. Die kloppen es raus, machen am besten noch, während sie es rauskloppen, noch schnell so nach dem Motto, wir machen noch schnell einen Hotfix. Day one, genau. Und im Prinzip kaufen dann die Leute Eine Beta-Version. Oh. Und das finde ich, das ist, also nach meinem persönlichen Empfinden, also sagen wir mal so, mein Gerechtigkeitsempfinden schreit immer Betrug. Ja, das ist... Weil das ist ungefähr so, als wenn mir irgendein Autohändler, hat da einen ganz tollen Wagen stehen und wir gucken so, der ist ganz toll. Nee, die reifen auch dran. Ach so. Und guck mal, wunderbar, ganz toll. Ja, gefällt mir. Und den nehme ich. Ich kriege ein Vollpreisprodukt. Also ich zahle den vollen Preis, ja. Also es gibt keinen Nachlass oder so. Ach, das finde ich ein tolles Produkt. Ja, yeah, neues Auto. Fährt super schnell und alles. Und dann will ich losfahren und dann sehe ich, dass die Kupplung fehlt. Ja. Und ja, wie kupple ich nicht? Ja, hier ist ein Loch, hier haben sie einen Schraubenzieher und jetzt dürfen sie jedes Mal versuchen, das in der Fahrt. Ja, aber wenn du sagst, ja, aber das ist doch nicht, was ich bestelle. Wieso? Es erfüllt doch die Kernanforderungen, es bewegt sich von A nach B, das Motor, der dreht sich. Ja, Reifen auch dran. Sie können einsteigen, abschließen, es sieht auch wunderbar aus. Dass das doch leichte Fehler hat, ist doch völlig normal. Das ist die Argumentationslinie von Publishern. Ja. Und die Kupplung wird nachgeliefert. Wenn Benz oder MW so agieren würde, ich glaube, da würden die schneller die Sterne in den Achten klicken irgendwie als alles andere. Ja. Und in der Software ist das einfach Usus. Da wird das einfach so gemacht. Und es gibt auch von den Verbraucherzentralen leider überhaupt gar keine Ambition, das mal irgendwie zu ändern oder das mal anzuprangern oder auch eine rechtliche Basis zum Beispiel mal zu schaffen, dass man da mal gegen vorgehen kann. Ja. Zum Beispiel mal die Gewährleistungsrechte der Verbraucher. Das ist ja auch nochmal ein Ding. Ja, gleich machen wir eine Nicht-Urheberrecht- oder eine reine Verbraucherschutzbesuche. Gewährleistungsrecht ist ja auch in dem Fall wieder betroffen, wo wir wieder brechen zu. Ich würde eigentlich hoffen, dass die anderen da sind, weil dann hätten wir noch ganz andere Firmen. Ja. Gucken uns überhaupt Leute zu. Weiß nicht. Aber wenn nicht irgendwie twittert uns, schreibt uns. Ich habe zwar kein Netz, aber das ist nicht. Das ist ja auch, also immer wieder ein Bericht zum Urheberrecht, es gibt ja auch ganz viel Kopierschutz und so weiter. Bei den Spielen und in der Regel, sag mal ja, prinzipiell kann man sagen, nach spätestens 2 Wochen ist dann geknackt, aber so, sagen wir mal so, es kommt ja, also nicht nur, es sind ja keine Einzelfälle, dass beim Computer
spielen, die mit Kopierschutz ausgestattet sind. Der ehrliche Kunde legt sie in sein CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk. Und hat nur Probleme. Und nur Probleme ist, es startet nicht. Ja. Das hatte ich schon bei zwei Spielen installiert. Sie das eins war Hitman, das ist jetzt das neueste Blood Money. Eigentlich installiert, ne? Installation, Spiel starten, Häkchen gemacht, jo, starte ich, spiele ich. Am nächsten Tag dann nochmal neu starten. Bitte legen Sie die Original-CD ein. Hier habe ich den Bon, ich habe es mir gestern gekauft. es geht einfach nicht, weil das sind auch Kopierschutzsysteme, die bekannt sind. Das sind Starforge und der andere ist Starforce. Ja, Starforce, und es gibt auch einen, der auch mit S heißt irgendwie, dessen Namen jedenfalls, die sehr restriktiv halt sind. Man sieht also, wir sind alles ehrliche Kunden, wir kennen die Kopierschutz, die uns immer entgegenpoppen. Ja, genau. Und das ist dann so, also das ist, glaube ich, noch nicht zwangsläufig auf von den Firmen, die eigentlich die Spiele machen, sondern das ist wohl auch von den Publishern. Das ist von den Publishern. Kann ich mir sonst vorstellen, dass sie trotzdem immer wieder denselben Kopierschutz nicht, obwohl man weiß, dass der für massive Probleme sorgt. Natürlich. Dass er sich massiv tief ins System eingräbt, dass er Dinge verändert im System, dass man teilweise von den Publisher, nicht von den Publishern, sondern von den Menschen, die Softwarefirmen halt, teilweise gibt es dann Patches, die das dann nachträglich nochmal entfernen, irgendwie sowas. Es ist sehr schön, da ging es auch wieder Ubisoft, da hatten sie noch nicht den Online-Zwang, aber da hatten sie das, um Raubkopien irgendwie zu umgehen, gab es halt so, du hattest einen Key, den konntest du dreimal benutzen. Das war das Spiel Spore. Spore, das war von dem Sims-Macher, dass du irgendwie so ein Einzeller bis zum Weltraumzeitalter konntest du so deine eigene Spezies kreieren. Das, so war, der Computerweg irgendwie, den Gottkomplex kurz. Ja, quasi so Evolutionstheorie in 5 Stunden oder so. Ja, völlig irre. Und haben natürlich alle gesagt, boah, geiles Spiel muss ich haben. Und dann kam wieder raus, ja, du hast hier einen CD-Key, das du nur dreimal benutzt, danach musst du einen neuen kaufen. So, neuen CD-Key kaufen, nochmal neu für ein Spiel, was du gekauft hast im Laden. So, Verkaufszahlen gingen natürlich in den Keller, Raubkopien, oder wie man das jetzt auch ähnlich nennen will, gingen natürlich in gen Himmel. Selbstschutz, in welchem Jahr? Das ist gerade gar nicht so alt, das ist, glaube ich, auch so zwischen 2007 und 2009, das ist noch nicht so lange her. Das ist noch, quasi ein sehr junger Fall noch. Danach kam das dann auf die tolle Idee, ja, dann war dann doch so irgendwie doof, nehmen wir doch lieber Online-Zwang. auch da war es dann so, kamen dann die ersten Spiele, es war Siedler 5 oder 6, also das neueste Siedler-Spiel und so ein U-Boot-Spiel, Silent Hunter, glaube ich, irgendwie, und da war auch irgendwie 2 Wochen später, ja, Kopierschutz ist geknackt, man kann das jetzt auch ohne den Authentifizierungs-Server spielen, viel Spaß. Wo wir dann auch so waren, ja, wir sagen euch jetzt ja nicht, wir haben es euch ja gesagt, aber wir haben es euch ja gesagt. das ist halt auch irgendwie halt Probleme, wie gesagt, Gewährleistungspflicht. Es kann nicht sein, dass du ein gekauftes Spiel in dein DVD-Laufwerk einlegst und sagst, nee, ist nicht. War bestimmt teuer, Pech gehabt. So. Ja. Ist ja genauso wie halt mit den Servern, mit den Kontenbindungen, ist es ja auch so. Ja. Wenn Valve irgendwann mal pleite geht, oder EA mit ihren Origin, oder Ubisoft mit ihren Authentifizierungsservern, dann laufen die Spiele nicht mehr. Pech gehabt. Ne? Gibt's einen Ausweg? 50 Euro, 60 Euro ausgegeben. Also Steam, wie gesagt, auch hier wieder ein Vorteil, Steam bzw. Valve ist die einzige Firma, die schon angekündigt hat, bei den anderen wissen wir es nicht, oder ist mir zumindest nicht bekannt, Valve hat gesagt, sollte es mal so kommen, dass wir irgendwann mal pleite gehen oder die Server abgeschaltet werden oder was auch immer, dann werden wir rechtzeitig einen No-Steam-Patch für alle eure Anwendungen, die ihr gekauft habt, rausbringen. Das heißt, das kann man dann auch ohne Steam dann spielen. Also das ist ja quasi der offizielle Steam-Crack, den du vorher schon von überall das herkriegen kannst. Ja. Das ist nämlich genau lustiger, den gibt es nämlich schon seit Jahren. Ja. Natürlich nicht legal, nee. Überraschung. das ist nämlich genau das Problem auch immer. Ne? Also es wird immer alles sehr restriktiv gehalten, damit man halt möglichst wenig nicht legale Kopien anfertigen kann. Ja, und auch das geht auch um
Marktbindung, quasi genau. Die Bindung an Kunden, an einen Publisher, beziehungsweise einen Hersteller oder einen. Das um die Marktmacht natürlich zu stärken und so weiter. Kommt noch alles dazu. Ja. Und das kann man natürlich umgehen, das gibt es alles. Deshalb waren zwei Wochen schon wieder hochgestochen. In der Regel, wenn das Ding im Laden steht, kannst du 3 Stunden rückwärts zählen und spätestens gibt es dann bei Einschlägen. Drei Stunden ist vielleicht etwas zu hoch, sagen wir so. Sagen wir so nach einer Woche, 2 Wochen, wenn man Glück hat. Also wenn die Hersteller. Soll ich sagen, wann meine BF3-Kopie bei mir eingetroffen ist? Einen Tag bevor sie im Laden stand. Ja, gut, okay. So. Ja, Track. Also wie gesagt, das ist alles. Gibt es alles, was man sich ausdenken kann, gibt es alles. Und wenn nicht, dann. Ich hatte das vorher schon gekauft zur Information. Das ist nämlich das nächste Produkt, das könnten wir fast mal ansprechen. Ja. Weil, warum, ja, ist ganz gut. Das passt natürlich gerade ganz gut. Warum überhaupt Leute sich Kopien aus dem Netz ziehen? Und das hat nämlich auch, es gibt ja auch Ursachen durchaus. Ja. Und anstatt immer ein Symptom irgendwie zu behandeln, so wird ja alles böse, wie gesagt, Raubkopier, Mord, wie auch immer. Ja. Gibt ja eine Ursache. Die Ursache ist zum Beispiel die künstliche Verzögerung von Releases. Also bei BF3, um beim Beispiel zu bleiben, war es wieder mal so, man konnte groß angekündigt, kauft es euch schon vorher, ja, die Early Buyer und so nach dem Motto, und dann kriegt ihr auch Sachen extra zugeschaltet und so weiter und das geht dann und dann los. Überall Werbung, überall Trailer, Teaser, also dann geht es los. Muss, also was du sagen willst, quasi ist es ähnlich wie bei Filmen, dass sie halt exakt später rauskommen. Exakt wie bei Filmen. Es ist aber auch so, dass Spiele oft jetzt auch schon weltweit einen Release. Ja, aber BF3 ist ein sehr aktuelles Thema und sehr direkt ein Beispiel. Da könnten wir auch nicht sagen, das ist jetzt eine Uhr, das konnten wir damals nicht besser. Nein, das haben die schon ganz bewusst so getriggert. Das kam erst letztes Jahr auch. Also genau, und die haben es dann wirklich, das war eigentlich die Dreistigkeit, erst in den USA rausgebracht und erst 2 oder 3 Tage später in Europa. Also, 2 Tage später, also wir haben uns stark gesteigert, wenn wir wieder bei der... Naja, 2-3 Tage sind 2-4 Stunden, das sind 2000 Tage. Also gerade im Multiplayer-Bereich. Also das sind knapp 4320 Minuten Spielspaß, die ich nicht habe. Ja, first world problem. Ich will Spaß rum, aber lustigerweise, genauso steht es natürlich. Du hast monatelang, jahrelang teilweise, einen unglaublichen Bedarf produziert, eine Nachfrage, die wollen es haben, die brennen, die schwitzen. Muss man auch sagen, das ist, also Herstellung von Spielen ist ähnlich wie bei Filmen, das ist alles vorfinanziert, maßgeblich durch Publisher, weil die Firmen, außer die ganz, ganz Großen, jetzt quasi nicht das Geld haben, das selber zu bezahlen. Das heißt, das ist alles vorfinanziert, du hast das jetzt, die Herstellungsdauer ist, sag ich jetzt mal, so 2-3 Jahre Minimum. Ja. So, und in der Zeit, wie gesagt, die wollen Gehalt haben, dann wollen die gerne auch noch was essen und dann soll der Strom soll da auch noch irgendwie gehen, damit die Rechner gehen. Also musst halt alles viel finanzieren und so lange haben die hier noch keinen einzigen Cent verdient. Ja. Dann in der Zwischenzeit ist natürlich, sind große Spielemessen, E3, Games kommen und so weiter und so fort, wo das dann Spiel halt vorgestellt werden und dann halt hast du noch die ganzen Zeitschriften und du machst halt vorher dann immer noch Promos und machst da Geier und Werbung. Es kostet alles Geld. Aber du hast, wie gesagt, die Leute schon heiß gemacht. Und inzwischen geht man, wie gesagt, rüber, halt möglichst weltweite Simultan-Releases zu haben. Das ist aber jetzt ganz langsam. Also ja, ist noch nicht der so hart ist ja, Zustand. Das wäre schön. Man kann jetzt mal ein Beispiel sagen: Das ist das Nintendo Entertainment System, das NES, kam zum Beispiel, um ein ganz frühes Beispiel zu nennen: Das ist wieder jetzt Hardware, da kam in Japan 83 raus, in USA 85 und in Europa 86. Also da ist schon eine deutlich größere Lücke vorhanden als jetzt also die 3 Tage. Dazu muss man aber auch sagen, man muss natürlich unterscheiden zwischen technisch bedingten Delays, weil zum Beispiel auch verschiedene... Totalumsetzung, ja natürlich. So. Ne, etc. Genau, das ist, also, da war damals zum Beispiel der Hauptgrund unter anderem. Und natürlich aus rein marketingstrategische Erwägungen, warum man das macht, um einfach mehr abzuschöpfen vom Markt. So, und wenn ich halt jetzt beim Beispiel Freiwillig zurückzukehren, da war es ja wirklich eine reine marketingtechnische Geschichte. Ja. Und dann hast du da, wie gesagt, einen ganzen Kontinent auf gut Deutsch, der wartet. Und dann können die Leute sich doch bei einer Hand abzählen, was passiert, wenn die erste Kopie in den USA im Regal steht. Da zieht jemand sofort eine Kopie davon. Da wird geguckt, aha, wie wollen sie denn verhindern, dass ich spiele, obwohl ich jetzt nicht das Original habe. Dann wird das halt
umgangen. Mal kurz umgangen, und zwar fast sprichwörtlich. Ah. Und dann läuft es. Und dann ziehen mich auch sogar die Leute, die da schon viel bezahlt haben, es sich aus dem Netz und ebenfalls verteilen es natürlich wieder, zum Beispiel, weil es protokollbedingt ist, wie jetzt zum Beispiel Torrent zum Beispiel. Ne? Ja. So, und daher kommt das. Das heißt, die Leute werden quasi in da sind wir dann quasi gedrängt, bei Geschäftsmodellen. Sie werden gedrängt dazu, quasi sich. Ja, das sich nein, auch das muss man ganz klar so sagen. Sie werden gedrängt in diese Bereiche, weil halt für sie ganz faktisch der Moment ist, wo sie halt nur ihr Produkt jetzt kriegen, wo sie die ganze Zeit warten, wo sie schon viel bezahlt haben. Ja. Und beim nächsten Mal, und das habe ich auch oft gelesen dann, da schreiben die dann schon ganz klar rein, also ey, ich bin so sauer auf, in dem Fall, ey, das kann ja wohl alles nicht angehen. Nächstes Mal, irgendwie, wisst ihr was, dann zahle ich das nicht, dann ziehst du mir gleich aus dem Netz. Ja. So, und dann hat es genau den Effekt, weil dann sagen die, ich hab's auch vorher gekauft irgendwie, da habe ich Kopierschutz, da habe ich ein Origin, ja, das macht mir Rechner platt machen alles, ja. Dann habe ich irgendwie dafür noch Cola gegeben, habe einen Kopierschutz und musste auch länger warten. So, auf der anderen Seite habe ich den anderen, der sagt so, ich habe sofort gehabt, habe keinen Kopierschutz, kein System, das mein Rechner durchsucht und es läuft. Ja. Jetzt dürfen wir mal kurz überlegen, welche Seite attraktiver erscheint. Natürlich, also, und genau so entstehen auch natürlich die hohen Download-Raten, die aber deshalb auch nicht 1:1 genommen werden können wie Verluste, weil wo kein Angebot, dann besorge ich mir halt meinen Bedarf anderweitig. Ja, das hat man bei Games of Thrones zum Beispiel, aber das wäre jetzt nicht Software. Nee. Also das Verband, wir wollen natürlich, dass die Spiele gekauft werden, da muss man aber natürlich jetzt sehen, in der jetzigen Zeit, das hat jetzt bei Twittwoch zum Beispiel der Konstantin von Lotz so schön gesagt, wir haben einen globalen Markt mit einer globalen Nachfrage und auch im Softwarebereich, auch was da die bösen Raubkopien angeht, wir sind in einem kapitalistischen System, das von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Es ist eine Nachfrage da und wenn das Angebot nicht diese Nachfrage erfüllt, dann gibt es andere, die dieses Angebot zur Verfügung stellen. Da kann man jetzt sagen, finden wir alles doof und auch was weiß ich, die Argumentation von denen ist doof. Ich sage erstmal, das ist Fakt. Was macht man jetzt? Man wie gesagt, das wir schon, haben wir schon besprochen, die Hersteller setzen einen da auf veränderte Tatsachen. Werden immer noch Spiele gekauft, auch noch ganz viele. Aber man kann deutlich zum Beispiel sehen, dass es eine Verlagerung gibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen, die der Bund für interaktive Unterhaltungssoftware in Deutschland, BIU, ja, in Deutschland rausgibt, der gibt zum Beispiel Verkaufszahlen raus und da kann man zum Beispiel sehen, jetzt zuletzt haben die jetzt die für 2010 rausgegeben, dass die Verkaufszahlen bzw. der Umsatz, der mit den einzelnen Arten gemacht wird, zum Beispiel bei Konsolen nur ein zigfaches höher ist als bei Computerspielen, weil bei Computern, also bei Konsolen hat man nicht so stark die Problematik mit Kopien. Da muss man noch dazu sagen, da wurde es auch noch zum Beispiel von Sony nochmal nachträglich weggepatcht. Als nämlich herausgekommen ist, dass von den PlayStation-Spielen der Kopierschutz umgangen wurde, weil vorher noch die Möglichkeit bestand, auf der PlayStation ein anderes Betriebssystem zu installieren, was für viele halt... Größter Fehler, den sie machen konnten übrigens. Nein, nicht unbedingt, das war eigentlich okay, das weil... Hat die Beweise geknackt. Wenn man es halt so sieht, also andererseits, man konnte halt Linux zum Beispiel drauf installieren und das fanden viele Wissenschaftler toll, weil wenn man ganz viele PlayStation zusammenschaltet, kommt man damit zum Beispiel super Primzahlen ausrechnen. Das wäre schon bei Urheberrechten super toll, weil das braucht man ganz oft so. Also Wissenschaftler haben das halt ganz oft. Es wurde auch so beworben von Sony. Ja, es wurde auch beworben, aber nachdem es halt rausgekommen ist, dass man das halt rausgeknackt hat, haben sie es dann über einen Patch nachträglich gemacht, dass... Sie haben einseitig eine zugehörige Eigenschaft entfernt und das alleine ist eigentlich schon ein ziemliches Unding. Ja, weil sie auch vorher beworben haben, dass man das kann. Also eben. Weil PlayStation geht ja, also Xbox nicht so sehr, aber PlayStation und entsprechend jetzt die nachfolgende Generation der Konsolen gehen schon stark mehr jetzt in Richtung Multimedia-Gerät. Also gerade bei PlayStation kannst du es ja sehen, schon allein die Aufteilung in dem Menü ist ja schon rein Multimedia fixiert und nicht mehr rein auf Spiele. Das haben auch viele gesagt, die nächste Generation von Konsolen wird die letzte sein, Konsolengeneration sein. Danach haben wir nur noch Multimedia-Geräte, quasi alles gleich in einem Fernseher eingebaut.
Und da haben sie halt, wie gesagt, die Möglichkeit wieder weggepatcht, dass man da andere Betriebssysteme draufspielen kann, um halt da auch wieder die Problematik mit den Copyshots möglichst klein zu halten. Das kommt wunderbar ins Problem. Und wir haben da mal auch, da man da in diesem Bereich das nicht hat, gehen viele Hersteller jetzt in den Konsolenbereich und kann auch da vor allem mit weniger verkauften Stückzahlen mehr Umsatz generieren als auf dem PC. Und wo wollte ich eigentlich hin? Nee, aber das kommt noch dazu. Viele Leute kaufen sich jetzt auch halt mehr Konsolen, weil du da nicht so das Problem hast wie die oder die Gängelung, die Kunden, wie auf dem PC, weil Konsole läuft. Seit Halo brauchst du kein PC mehr, um Ego-Shooter zu spielen. Das haben sie jetzt auch super auf einer Konsole umgesetzt. Und vergleichsweise gut. Dass man das jetzt halt vernünftig steuern kann, im Gegensatz zu früher. Ja, ja, ist klar. Naja, Maus ist immer noch viel, viel toller und so weiter. Ich bin ja auch alles Aimbotter. Ja, ja, kann man auch schreiben. Ja, dann ist nichts mehr. Nee. Ich bin eigentlich auch lieber PC-Spieler, aber wie gesagt, da hat man halt diese Problematik nicht. Du schiebst die CD rein, es läuft. Wie gesagt, Computer läuft man ja nicht. Oder du wirst halt andersweitig gegängelt. Und, deswegen, na, das ist halt irgendwie so. Deswegen werden auch PC auch weniger verkauft als in den letzten Jahren und halt Konsole nimmt immer deutlich mehr zu. So zumindest das Spielsegment auf jeden Fall. Ja, wo auch sonst. Ja. Okay. Andere Sachen bei Konsolen gibt es ja großartig. Ja, du warst gerade bei Sony, das ist eigentlich das Ergebnis. Ja, sehr, sehr gut als Beispiel. Du hast recht. Ja, Sony. Weil nämlich, du hast zum einen natürlich am Anfang gehabt, es wurde eine Eigenschaft beworben, daraufhin hast du es gekauft. Und jetzt geht es bitte wieder zur Urheberrecht gleich, weil. Ja, hey! Ja, wir wollen ja für uns versuchen, ja! Da ja kein anderer da ist. Weil ja kein anderer da ist. Das, was am Urheberrecht im Gaming-Bereich geht, rauszuquetschen bis zum letzten Tropfen. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft jetzt. Also, das Ding ist halt, die haben ja dann, wie gesagt, zum Patch gebracht, haben zurückgezogen und man hat sich ja mal gefragt, warum eigentlich war vorher, es gab schon Bestrebungen durchaus von einigen Gruppen, zum Beispiel das Sony-Kopierschutzsystem zum Beispiel zu knacken. Hat natürlich keinen Erfolg gehabt, weil das war eigentlich schon für seine Zeit auch schon recht ausgeklügelt. Das Problem ist nur, dann haben sie einen Fehler begangen und haben halt die fähigen Leute gegen sich aufgebracht, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Das ist quasi so ähnlich wie beim DVD-Konsortium gewesen. Die haben gesagt, so Linuxaner müssen keine DVDs gucken. Dann gab es DCSS. Dann kam irgendwann später Blu-ray, graue Sache, toller Kopierschutz, nicht mehr knackbar. Mein erster Gedanke damals war, High-End-Rips, ne? Ja, nee, weil ich genau wusste, weil jedes Konsortium bisher aus diesen Industrievereinigungen hat immer Bullshit gebaut, jedes Mal. Und sie haben uns nicht enttäuscht. Die haben auch dann gesagt, Blu-ray-Player, unter Linux braucht kein Mensch. Wir wissen, was passiert ist. Geknackt. Yeah, danke. HD-Rips. Super. So, dann Sony. Hätte ja aus dieser Entwicklung mal durchaus lernen können. Ist ja nicht so gewesen, dass das alles parallel passiert ist. Hat dann plötzlich bei der Meinung, ich schätze mal so morgens beim Aufstehen, wie kann ich heute mal ein paar Millionen Entwickler auf diesem Planeten gegen mich aufbringen? Ach, wisst ihr was? Ich hätte überhaupt Spaß haben. Risiken machen das Leben heiterer. Ich sagte im Glücksabteil, macht mal einen Patch. Wo halt Jungs nicht mehr geht. So, pupp, ist weg. Pupp, Pech gehabt. Ja. Was haben sie gemacht? Haben sie gemacht. Was ist passiert? Dann fingen plötzlich auch ein paar deutsche Entwickler übrigens an und haben sich die PlayStation 3 mal wieder ein bisschen genauer angeschaut. Und nach dem Motto, wie kriege ich jetzt mein Linux wieder zum Laufen? Und im Zuge dieser, nennen wir es mal Ermittlungen, haben wir festgestellt, dass es da durchaus ein paar Schlupflöcher gab, wo man sich zu solche Rechte freischalten konnte. Es gibt doch tatsächlich einen Entwicklungsmodus und mein Gott, das ist ja, der Wahnsinn. Ja, und plötzlich ist damit Folgendes passiert, sie haben es tatsächlich geschafft, wieder irgendwie zum Laufen zu kriegen. Mhm. Aber dann haben sie gedacht, wenn wir schon mal so eine Schwungmasse in Bewegung gebracht haben, dann gucken wir uns mal den Rest auch noch an. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dass sie auch den Hypervisor irgendwann mal geknackt haben. Und jetzt würde ich sagen, da wurde Sony jetzt plötzlich schlagartig nervös, weil das bedeutete, um es mal kurz zu erwähnen, dass ich die ultimative Kontrolle über alle Hardware-Komponenten der PS3 habe. Sprich, auch über die 3D-Beschleunigung, über alles, was vorher nämlich nicht war bei der Linux-Version, weil da brauchte ich sie einfach nicht. Sprich, ich bin völlig wieder die Macht auf meinem System und das heißt, ich kann auch logischerweise das Spiel kopieren, ich kann es auf die Platte kopieren, ich kann es auch auf der starten, ich kann es auch auf der externen Platte raufhauen, meinem Kumpel geben, der haut sich bei dir rauf, kann es auch direkt starten, weil es hat alles ausgeschaltet. Jegliche Sicherheitsmaßnahme ist weg.
So, damit hatten sie genau den Punkt, den sie immer vermeiden wollten. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, durften die das jetzt quasi knacken? Das ist nämlich jetzt das Entscheidende dran. Durften sie quasi da, durften sie dekompilieren zum Beispiel? Ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich, sie hatten ja, genau, sie hatten nämlich gekauft, hatten eine angekündigte Eigenschaft des Gerätes erwartet, die auch erworben, die einseitig ohne jegliche vorherige Absprache, Ankündigung, wie auch immer, entzogen wurde. Selbst das Argument zu sagen, sie hätten den Patcher nicht anbringen müssen, ist völlig irrelevant, weil das ganze Gerät nicht weiter verwendbar gewesen wäre, auch in erheblichem Maße, ohne diesen Patch, weil jegliches Spiel bei Sony PS3 darauf insistiert, dass du einen aktuellen Patch drauf hast. Ja, das heißt, das Spiel selbst, und wenn du halt den nicht hast, es guckt ja immer, du kannst ja auch offline bleiben, aber das ist, irgendwann kommt halt, wenn du einmal online warst, kann das ja gucken. Und dann genau. Du, bist ja auch offline. Ja, du musst jetzt das Patch installieren. PSN musst du ja online. Und wenn, du das Spiel mit dem Patch installierst, gehst du halt in den PSN und wenn du da drin bist, guckt es natürlich gleich, ob das System auch aktuell ist. Und wenn es ein neues Patch für das neue System gibt, dann musst du den auch ziehen. Das heißt, du musst ja auch ganz klar schreiben, wenn sie nicht, wenn sie nicht applizieren, dann wird in der Regel auch schon das Spiel nicht mehr laufen. Wird ja wie nennt es man dann ganz gerne, wird die Leistung des Geräts vermindert. Ja. Was immer das bedeuten soll. Kompatibilitätsprobleme. Es gibt auch einige Spiele, die auch gewisse von der System an. Aber leider schwacher Sinn, man hat eigentlich gar keine Wahl. In der Regel muss man immer hochpatchen. Es ist nicht so, dass man die Wahl hätte. Das ist also das ist ungefähr, wenn jemand den Knarren im Kopf hält und sagst, du kannst dich versuchen zu wehren. Ja. Sicher, mache ich. Völlig. So, und deshalb ist ja die Frage, vielleicht darf ich in so einem Moment, ist das vielleicht so eine Art, nennen wir es mal, Urheberrechtsnotwehr, sagt dem Motto, hey, ich will jetzt einfach, ich muss jetzt das Ding quasi dekompilieren, ich muss auch mal kurz diesen Urheberrechtsparagrafen so eine Umgehung von Kopierschutz mal kurz wirklich mal missachten, um halt einfach mein Recht wieder einzufordern, weil das Lustige ist ja, Verbraucherschutz macht ja nichts. Bitte? Verbraucherschutz macht ja nichts. Der macht ja nichts, der lässt sich ja völlig im Regen stehen. Ja. Ist auch nicht weiter verwunderlich, der hat ja nur ein einziges scharfes Schwert, nämlich die öffentliche Wahrnehmung. Ja. Weil der, was der quasi an Bußgeldern raushauen kann, das da lachen wir alle immer ganz milde. Das ist so eine Portokasse für eine Woche irgendwie bei Jubi. Ja, und deshalb, das kann man einfach mal vergessen. Ja? Mhm. Also letzten Endes ist man natürlich auf sich selbst gestellt. Und die Frage ist doch wirklich, ich hab eine Lizenz erworben, ich habe ein Gerät mit zusätzlicher Eigenschaft erworben und ich möchte halt meinen von mir erworbenen Rechte ausüben. Ja. Das ist doch nur legitim. Und, und dekompilieren ist auch, wohlgemerkt ja auch in Maßen auch erlaubt, auch jetzt schon, gerade bei Software. Wenn ich zum Beispiel Fehler beheben möchte, jetzt könnte ich zum Beispiel einfach dir sagen, das ist ein Fehler. Ja? Ich unterstelle jetzt mal keine Blues ab, die sind einfach zu blöd bei Sony. Also jetzt, ich meine... Ja, also ich verstehe die Argumentation natürlich. Und ich bin auch irgendwie tendenziell dahinter. Es ist aber natürlich irgendwo, geht man trotzdem geltendes Recht. Das ist jetzt halt die Frage, es ist so ein Henne- und Ei-Problem irgendwie. Was macht man da jetzt? Die Henne war auf jeden Fall voll da. Passt man da jetzt das Recht an oder lässt man das aktuelle Recht so, wie es ist und geht da zum Beispiel beim Verbraucherschutz drüber, wenn der natürlich aber nichts macht, weil, warum auch immer. Man könnte auch das Urheberrecht wieder dadurch hindern, dass man sagt, zum Beispiel das Umgehen von Kopierschutz zum Beispiel, soll wieder entfernt werden. Das war ja eine sehr späte Installation, die auch zum Beispiel die Privatkopie zum Beispiel komplett unterminiert hat. Ja. Also ich sag nur um CDs, ne, die sind über Audio, ja, so. Aber hey, um CDs, ne, das Software umgehen, du bist Software. Ja. Also das Ding war ja bei Software drauf, war nicht mal Redbook-Standard von Philips, sondern das war nur noch irgendwelcher Kram mit irgendwelcher Software drauf, die noch viel, viel mysteriöser als jedes Original übrigens war. Ich dachte nur, der damalige erste Kopierschutz von Sony, der dir irgendwelche übelsten Backdoors installiert hat, weil du es gewagt hast, von Sony Music eine CD ins Laufwerk zu tun in deinem PC. Ganz übles Zeug. Ja. Na, also, da wurden sie auch UncDs vom Heise Verlag freundlicherweise genannt. Mit Recht. Und wie gesagt, aber man kann die nicht immer umgehen, weil halt das Umgehen halt komplett per se verboten wurde. Also per se, ich habe auch mal gehört, ja, du darfst es schon, also es gibt wohl in einigen Eulers oder so, steht es drin, du darfst es machen, um zu gewährleisten, dass die Software läuft. Also sprich, das wäre mir jetzt neu. Ich habe irgendwo mal gelesen. Also ich weiß, dass wir haben da so einen Menschen, der heißt Ray, und mit dem machen wir toll, und der hat da mal sowas ausgegraben oder so.
Nee, nicht so, anyway. Der hat das mal irgendwie auch gehört. Und da habe ich mal irgendwo diesen Satz gelesen. Das war ein Zitat, um halt zu gewährleisten, dass, also wenn es nicht läuft, erst tun, damit es läuft. Ja, genau. Das ist diese Dekumulierungsgeschichte. Ja. Genau. Und das ist auch, aber auch so alles so irgendwie sind wir komplett irgendwie so Grauzone. Also, weil du hast, wie gesagt, du hast halt die Gewährleistungspflicht auf der einen Seite. Aber darum geht es ja gerade. Ja, wie kriegen wir aus der Grauzone raus? Darum ja, es ist ja der Widerspruch zwischen Gewährleistungspflicht und der Widerspruch ist hier Schutz nicht. Ja, genau. Genau, was ich sage. Ja. Der Widerspruch ist dadurch entstanden, dass halt in der Körbe halt dieser Paragraph dazu kam, dass man Kopierschutz nicht umgehen darf. Mhm. Bei uns CD ist zum Beispiel das dann so gemacht, man umgeht ihn nicht, sondern man nutzt einfach, er ist noch da quasi. Geht ihn mit. Und nimmt dann halt einfach die Quelle über analog auf. Dann ist nämlich der Kopierschutz noch da, ja, aber ich darf, so kann ich dann trotzdem ein MP3 machen, obwohl der Kopierschutz selber es auf digitalen Wege verhindern würde. Deshalb gibt es zum Beispiel von der CT, gab schon vor zig Jahren ein kleines Tool, das kann ich heute noch auf der heise.de-Seite runterladen, womit man legal den Kopierschutz theoretisch umgeht, aber eigentlich gar nicht umgeht, sondern man ignoriert ihn einfach. Ja. Das ist zwar sehr wortklauberig, aber tatsächlich ist das dann wieder legal. Aber es wird natürlich viel einfacher, weil eben dieser Paragraph eben nicht nur auf Musik-CDs oder auf irgendwelche Film-DVDs oder Blu-Rays irgendwie Einfluss hat, sondern auch maßgeblich bei für alles halt, weil ja. Es ging ja dann, genau, auch für Software. Und in so einem Fall wäre es natürlich super, weil dann hätte Sony zum Beispiel auch in Deutschland überhaupt keine Handhabe gehabt gegen zum Beispiel diesen deutschen Entwickler, der nämlich auch die Sony PlayStation 3 nämlich maßgeblich geknackt hat. Ja. Die hätten den auch nicht mal andersweise anklagen können, weil, Entschuldigung, er hat eine Nutzungslizenz, er hat das Eigentum erworben mit einer zugehörigen Eigenschaft. Mhm. Ihr habt einfach ohne jede Rücksprache, ohne jede Legitimation diese Eigenschaft entfernt. Tja, wunderbar. Er will nur sein zu verbrieftes Recht wieder wahrnehmen, ja. Sprichwörtlich, und das dürfte er nämlich dann, wenn dieser Paragraph nicht existieren würde. Und deshalb bin ich auch der Meinung, diesen Paragraphen müsste man ganz dringend wieder entfernen. Dann hätten wir nämlich vielerlei Vorteile wieder. Wie ist der Paragraph? Muss ich jetzt wieder raus? Also, weil, was ich nicht verstehe, wenn Sony verspricht, dass es das Linux zu installieren geht oder zu benutzen geht. Also, es gab nur auf dem Menüpunkt anderes Betriebssystem aufspielen. Genau. Genau, und dann aber ja nun nicht mehr, als sie dann rauskam. Naja, dann ist das doch aber entgegen ihrer schriftlichen Formulierung und dann müsste doch ein Vertriebsverbot oder eine Rückstattung zumindest. Anderes Beispiel, die Privatkopie. Bestimmt. Ich verstehe nicht, warum ging das dann so weit und dann wurde dieser Krieg aufgebaut, weil sie nur gemeckert wurde. Ja, bestimmt gibt es sowas. Es hat halt keinen interessiert, weil Computerspiele und Videospiele ist halt, es ist ja eine Spielkonsole. Spielkonsole sind doch für Kinder. Und ja, guck dir die Umsätze an. Ja, ich weiß schon, das sind 1,6 Milliarden in Deutschland im Schnitt pro Jahr. Wo gemerkt, in Deutschland? Also der deutsche Markt ist unter den Top 5 in auf der ganzen Welt. Man muss einfach sagen, die Spielebranche ist deutlich größer an alles, was an Musik und Film gehandelt wird auf dem Planeten. Es ist auch ein Computerspiel. es gibt auch das kommerziell erfolgreichste Kulturprodukt aller Zeiten ist auch kein Film, ist auch kein Musikstück, ist ein Computerspiel. Ja. Solitär. Nein, Call of Duty Black Ops. Ja. Hat glaube ich, nach ein paar Wochen nach Verkaufsstart schon mehr Umsatz gemacht, glaube ich, als Avatar. Ja. Und Titanic zusammen. Ja, also ich kenne das nur quasi schon als nur quasi nur Avatar, und Avatar ist ja der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja. So, und also insofern. Ich bin auch sehr froh, weil Titanic vorher war echt grausam als Preisträger. Ja. Also wie gesagt, so. Ein großer Markt. Gute Symbolik. Ich glaube 40 Milliarden auf der ganzen Welt oder so. Ja, also es ist eine Riesensumme. Aber dann wundert es mich eigentlich umso mehr, dass da niemand schreit. Also ja, es ist halt. Weil es eine Subkultur ist und Subkultur wird. Aber doch nicht mehr. Es ist so. Die Leute, die das aber benutzen, die das stört, wenn das andere Betriebssystem an der Punkt nicht mehr da ist, das ist eine Minderheit. Ja, das stimmt. Die hört man dann halt. Das war in dem Bereich, wie gesagt, gerade halt, was Linux angeht, haben. Deshalb war der VDVC damals auch als der Gründung so wichtig, weil es gab VDVC in Deutschland zumindest gar keine Sprache. Es gab Game, also die Verband der Hersteller. Genau, es gab nur die Hersteller. Das ist dann wiederum der Publisher. Ja. Also es gab eigentlich nur die, und dann gab es halt hier ESL für E-Sport. Genau. So, und das ist die
arbeiten natürlich schon zusammen und die sind sich jetzt nicht so komplett spinnefeind, aber es ist natürlich, E-Sport ist da auch wieder nur eine kleine Gruppe von den Computer- und Videospielern. Turtle. Ja, Turtle Entertainment so eigentlich. Und das ist, wie gesagt, es ist eine wichtige Gruppe, aber es sind halt nicht alle. Und VDVC hat halt, oder stellt zumindest an sich den Anspruch, dass sie halt alle Computer- und Videospieler vertreten. Und es sind viele, also es gibt irgendwie so Studien, Nutzungsstudien, die sagen, 40% aller Deutschen spielen, also alles jetzt, also von Solitär bis Call of Duty halt, spielen halt in Deutschland. Es ist also keine kleine Gruppe, es ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Es ist halt aber halt gedöns. So, also Deutschland ist Spielen an sich halt nicht so hoch angesehen, weil Spielen ist ja... Ist nur Spielen, das ist ja nichts Ernstes, man macht da ja nichts Sinnvolles. Was total paradox ist, ne? Weil wenn du die Umsätze siehst, ja. Also eigentlich müsste es keine Berlinale geben, sondern es müsste eigentlich... Es gibt's ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema über den Deutschen Computerspielpreis. Ja. Das ist nur, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Ich habe da mal einen schönen Beitrag im VDVC-Blog dazu geschrieben, aber... ja. Vor allem hat die Air Force nicht diese neuen Cockpits bei den Drohnen, die auch so PlayStation-Style mit sich haben. Also, ja, das ist so eine gegenseitige Fluchtung, aber... wie gesagt, es ist eine große Branche, es wird nur noch nicht so von mir angesehen. Da haben wir dann, wie gesagt, Killerspielproblematik, also Jugendschutzproblematik, das ist aber auch noch ein ganz anderes Thema, ja. Wo wir auch mal eigentlich mal einen ganz dringend mal einen Tisch bräuchten. Vielleicht sofort dabei. Ja, und sofort. Es ist halt. Dann leiten wir einen Pfeifer an. Oder machen wir nein, doch. Den, nein. Doch, den einmal. Nicht. So, ja, ich hasse nicht. Der Showdown doch. Nee, ich hasse nicht. Aber jetzt, ne? Ja. Das hier, wir sind ja nur ungerecht. Und es ist, wie gesagt, es ist gedöns. Es ist halt, interessiert keinen. Genau. Also in Polen, auch ein sehr schönes Thema, gibt es die Firma, die The Witcher hergestellt hat. Es gibt ja dieses, ne, dieses Buch aus Polen und eine Fernsehserie aus Polen und es gibt auch ein Spiel dazu. Und da ist es zum Beispiel so, dass beim Staatsbesuch von Obama in Polen, da hat der Präsident von Polen, der neue, irgendwie dem als Gastgeschenk zum Beispiel The Witcher 2 übergereicht. Kannst du hier in Deutschland, weiß ich nicht, dass Merkel mal Crisis 2 oder Crisis 3 an. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es mal kommt. Aber wie gesagt, in anderen Ländern ist, wie gesagt, sieht die Situation halt anders aus. Und da ist es auch so, die Firma, die Witcher hergestellt hat, hatte zwei Versionen davon. Eine war mit DRM und eine war ohne DRM. Und dann haben sie mal geguckt, auch so in den Tauschbörsen, und zum Beispiel die Version mit DRM wurde getauscht wie blöd. Die ohne gar nicht. Die konntest du in diesen Tauschbörsen gar nicht finden. Und deswegen hat jetzt die Firma beschlossen, dass sie DRM nicht mehr rausbringen wird. Also Spiele mit DRM. Sie wird komplett in Zukunft drauf verzichten, weil sie der Meinung ist, dass es halt schädlich ist. Und bis jetzt haben sie auch nicht getäuscht. Ich meine sogar, dass sie... Die Version ohne DRM hat sich auch verkauft wie blöd, also die sind also auch noch nicht nagelnd noch nicht im Hungertuch, also ist wohl okay. Du siehst ja die Entwicklung von DRM oder auf Kopierschutzen, das ist ja kein großer Unterschied, das ist ja eigentlich dasselbe Grün, ja, nur ein anderer Name. Wenn man, vorhin haben wir schon über ID-Software geredet, ja. Die haben damals zum Beispiel überhaupt, oder die haben konsequent nie einen Kopierschutz benutzt. Der einzige Kopierschutz, wenn man überhaupt so möchte, war wirklich der CD-Key und der halt nur beim Online-Spielen vertragen kam. Ja. Singleplayer war ihnen schlicht einfach egal, obwohl die trotzdem vernünftig produziert waren und weiter. Das war also nicht irgendwie jetzt qualitativ irgendwie minderwertig. Ja. Und jetzt würde man ja denken, anspielen ist auch noch nicht, oder? Genau, und jetzt nach der Logik ja von vielen großen Publishern, nennen sie mal die großen Majors, wie EA und Activision und wie sie alle heißen. Ubisoft, oder? Genau. Müssten die ja unglaubliche Verluste gefahren haben, ja. Warum hat man die auch einer abgelassen, hat deren Zeugnisse noch gekauft, weil er kann ja einfach runterladen. Natürlich kann er einfach runterladen. Aber wenn die Qualität stimmt, wenn ein großer Langzeitspaß auch mit dabei ist, wenn man weiß, ich bekomme was für mein Geld, was länger als 3 Stunden mich irgendwie bei Laune hält und dann kann ich es nämlich wieder im Regal einstauben lassen, weil das Ding ist doch kein Online-Mode und Glücksrad oder kein halbwegs liebevollen Erstellten dabei. Ja. Dann kommen wir das Steam, sagen wir schon, Umsätze sind ja riesig. Ja, Steam können wir allein 3 Tische mitmachen, nur mit Steam. Ja. Also nur Steam. Nur Steam.
wenn jetzt noch Leute auf dem Stream sind. Stream. Ja, nee, aber. Product Placement. Ja, ja, genau. Was hast du gerade noch gesagt? Ich hab gerade einen Punkt, hab ich schon wieder vergessen. Verdammt. Das Alter. Ja, das Alter. Die Sonne. Alter, ja. Die Sonne. Das ist schlimm. Nein, also wir waren vorhin waren wir beim Umgehungsschutz ja. Halt. Ja. Genau. Ja. Also das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon angesprochen. Das sind ja hier bei Kulturgütern. Wir haben hier noch einen anderen Punkt. Ja, ich war so freundlich, ich habe das ja für dich ausgedruckt. Ja, ja, ich habe ja nicht Zugang zu dieser modernen Technik und total ausgeschmissen. Ich habe es auch ungefähr im Kopf, aber halt nicht total ausgeschmissen. Da jetzt Computerspiele seit 2008 dann doch jetzt endlich Kulturgut sind, ja, die EU hat gesagt, ja, ist jetzt doch, und Deutschland hat dann auch gesagt, ja, okay. Kommt jetzt noch ein neuer Punkt, das ist nämlich die Archivierung von Kulturgut, und das ist jetzt auch bei Software und Computerspielen. Und da gibt es jetzt natürlich das Problem, dass du Software hast, die auf Datenträgern sind, oder für eine bestimmte Hardware Zusammenstellungen programmiert wurden, die heute teilweise gar nicht mehr existiert oder nicht mehr funktioniert. Ich habe ja NES schon vorhin genannt, also wie gesagt, das ist fast so alt wie ich, älter als ich. Ich bin 86 geboren und da ist es jetzt so, dass das kam ja noch auf so Modulen, die auch so eine Diskettenform haben, aber so total offensichtlich groß waren, und da ist es halt so, die gehen kaputt. Das sind jetzt 25 Jahre und länger. Die wurden nicht, sage ich jetzt mal, für so ein Alter heraus konzipiert. Also ich meine, der SNES, kann ja sicherlich, wenn jemand Internet hätte, könnte man das nachgucken. Ich meine, das kam schon 90 raus, also der Nachfolger des NES. Und da war zum Beispiel auch schon gleich vorgesehen, dass da ein CD-Laufwerk reinkommt. Das wurde mit Sony zusammen entwickelt. Nintendo hat sich dann mit Sony zerstritten und so ist überhaupt die PlayStation entstanden. Wie gesagt, das kam quasi 7 Jahre, wenn man vom Japan-Release ausgeht, 7 Jahre nach dem NES kam schon der Nachfolger raus, der komplett andere Datenträgerstruktur hatte. Also da gab es auch wieder Module, das waren andere Module und die war auch nicht abwärtskompatibel. Sprich, wir haben jetzt ja natürlich ein Überrecht, das 70 Jahre nach dem Tod geht. Wir haben in dem Bereich aber hardwarebedingt und datenträgerbedingt Sachen, die einfach mal gar nicht so lange halten, weil die Module gehen kaputt langsam, die Hardware ist verstaubt, geht auch kaputt, oder auch Spielautomaten, ganz schlimm, die funktionieren auch teilweise gar nicht mehr. Und was macht man da jetzt? Dann gibt es noch Hersteller sind pleite gegangen und Vertreiber sind pleite gegangen. Das heißt, du hast auch hier einen großen Schatz von verwaisten Werken plus von Werken, die, obwohl sie noch urheberrechtlich geschützt sind, bald physisch nicht mehr existieren, weil sie kaputt gehen. So, das ist jetzt so nur so eine Folgeerscheinung von Urheberrecht, sage ich jetzt mal, so, nur so am Rande. Aber wir befürworten zum Beispiel Sachen, um Computerspiele, weil sie jetzt Kulturgut sind, natürlich zu erhalten, dass man die halt. Es gibt hier in Berlin, gibt es ja zum Beispiel ein Computerspielmuseum, wo auch tolle Spielkonsolen aus aller Zeit ausgestellt sind und die auch noch funktionieren. Mhm. In Karlsruhe gibt es den Retro Games e.V., der sich hauptsächlich um Spielautomaten kümmert, soweit ich weiß. Und das war's in Deutschland zum Beispiel auch. Das ist auch nochmal eine spezielle Sache, dass die zum Beispiel privat gefördert sind, dass es da bis jetzt noch keine staatliche Unterstützung gibt und so. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das heißt, wenn man jetzt Kulturgüter erhalten muss, die, weil sie jetzt langsam kaputt gehen nach 25 Jahren oder sogar kürzer und teilweise schon verwaist sind, muss man ja sagen, dass man, wenn man die erhalten will, man auch hier teilweise Modifikationen am Produkt vornehmen will, wo es ja auch dann durch Urheberrecht teilweise schon nicht geschützt ist. Oder dass man auch den Kopierschutz umgehen muss, damit sie noch laufen, auf neueren Geräten als Emulatoren, was auch immer. Und das ist natürlich auch vom Urheberrecht so nicht gedeckt.
Andererseits kann man jetzt natürlich sagen, dass es beim Erhalt eines Kulturgutes im Sinne der Gesellschaft ist, dass diese irgendwie noch zugänglich sind, auch für spätere Generationen. Und das geht dann wohl teilweise nur, indem man das Urheberrecht umgeht. Also mir ist jetzt zum Beispiel nicht bekannt, ob es da für Museen oder so weiter Schranken im Urheberrecht gibt. Weiß nicht, bei Filmen oder Büchern, Musik oder allgemein jetzt. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ja, also wenn nicht, würde ich sagen, da das irgendwie ein aus unserer Sicht ein Zweck ist, der halt über dem Recht des Urhebers an sich steht, nämlich halt Erhalt, Archivierung. Also die Archive müssten ja eigentlich jedes Mal, also nach dem geltenden Urheberrecht, müssten sie fragen. Müssten sie oder sich eine Lizenz wirklich kaufen. Lizenz kaufen oder fragen. Ich sag mal, bei Computerspielen würde ich sagen, wenn die nachfragen werden, wo die wenigsten sagen nein. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man halt doch einige nein sagen und dann müsste man sich halt die Lizenz kaufen und wiederum, da es ja öffentlich ausgestellt ist, das ist ja auch nochmal noch eine andere Sache, es wird ja öffentlich aufgeführt, in einem Museum jetzt zum Beispiel, dann ist, oder in der Bibliothek, können wir ja auch sagen, dass man das in Bibliotheken reinstellt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist ja nicht nur für den einzelnen Kunden, sage ich jetzt mal so. Müsste man da auch irgendwie mal gucken, ob man da was, wenn man was braucht, gesetzliche Änderungen, dass man da was macht, weil es ist, finde ich, Kulturarchivierung ist ein hohes Gut. Das über dem Recht des Urhebers steht. Nicht zwangsläufig, auf, dass er keine Vergütung kriegt, das kann man ja irgendwie sicher nicht regeln. Verschwörung, ja, also, oder das gibt's ja schon. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten, aber halt, dass man da zum Beispiel das Urheberrecht in diesem Fall Kopierschutz umgehen kann, beziehungsweise Modifikationen vornehmen kann, damit man es überhaupt ausstellen kann, damit es überhaupt zugänglich wird. Ja. Ja, ich wusste über Modifikationen, das ist auch noch wichtig. Das ist wiederum ein Bereich bei Fair Use. Also das ist auch noch. Also das genau, da, weil das. In der Regel erlauben die Hersteller das auch in den Eulers, dass man Mods, so heißen sie ja. Das wollte ich gerade sagen, weil Nacht. Das hatte man ja noch gar nicht. Viele machen ja auch sogenannte Add-ons. Also nicht jeder Hersteller bringt von sich aus ein SDK raus. Also Software Development Kit irgendwie, womit man dann eine API hat, womit man dann seine Sache selber entwickeln kann. Sondern oftmals muss man wirklich durch ein bisschen, da muss man Reverse Engineering. Nehmen wir es mal herausfinden, wie das geht. Also es gibt genau. Und das ist eigentlich erstmal nicht legal, weil eigentlich ist das nämlich genau das, was verboten ist, nämlich eine Modifikation, eigentlich auch von ohne Not, weil es läuft ja eigentlich. Ja, genau. Ich muss ja gar nicht quasi. Aber halt für zusätzliche Spielinhalte, darum geht es ja. Genau. Und das haben auch die wenigsten Spiele. Bisher ist es aber ein kompletter. Bereich in der Grauzone, was natürlich auch heutzutage also eigentlich hat keiner was dagegen. In der Euler steht es drin, du darfst es. Ich glaube, du verlierst dann auch nicht die Garantie, wenn das halt an diesen Zweck gebunden ist, meine ich. Genau. Aber es ist halt nach geltendem Recht, kann man auch sagen, nicht erlaubt. Das Problem allerdings, was ich daran sehe, mit Eulers immer, also klar, man kann alles mit Eulers immer in den Abdecken. Euler ist Euler, Euler steht drin, du darfst es und Urheberrecht, aber wiederum du darfst es nicht. Ganz genau, das ist nämlich genau der entscheidende Punkt, weil nämlich, da wäre natürlich eine gesetzliche Regelung für dich deutlich sinnvoller, weil in einer gesetzlichen Regelung würde ich nicht in die Lage gesetzt werden, dass es mal so ist. Ja. Auch Eulers können sich mal mit dem Patch, wie wir auch wissen, mal eben schnell ändern, haben wir bei Original gesehen im positiven Sinne, es kann aber auch durchaus negativ werden. Und wenn ich einen gesetzlichen Rahmen habe, dann habe ich einfach eine deutlich höhere Rechtssicherheit, gerade in Deutschland, wo wir nun wirklich eine sehr, sehr mittlerweile profitable Abmahnindustrie haben. Man stellt sich einfach vor, gar nicht so schnell man muss auch sagen sehen, weil jetzt fangen die wahrscheinlich auch beim Mods an. Man muss auch mal sehen, wie solche Mod-Projekte dann einfach funktionieren. Das sind irgendwelche jugendliche Leute oft, die haben eine Webseite. Auf dieser Webseite werden auf zum Beispiel die Idee erstmal postuliert, Leute, macht mit, helft uns, wir brauchen Grafiker, Screenshots, die auf diesem Spiel basieren. Und so weiter. Also die machen also eine riesige Seite mit ganz viel urheberrechtlich geschütztem Material, mit der direkten Aufforderung zum Verstoß gegen das Urheberrecht, nämlich man will ja Leute suchen, die mithelfen sollen, das Spiel zu verändern. Also das ist auch noch ein Aufruf, auch noch zu einer Straftat, zumindest zu einer Ordnungswidrigkeit. So gesehen, also prinzipiell kann man ist das ja dieselbe. Und da kann man, das ist für einen Abmahnanwalt, ich hoffe, jetzt bringt jetzt niemand auf die Idee.
dann könnte man ja, also mit anderen Worten, diese Rechtsunsicherheit muss einfach mal beseitigt werden. Und Fair Use wäre sicherlich ein Denkansatz dafür, den könnte man machen. Vielleicht gibt es auch andere Netze, dann müsste man die einfach mal auf den Tisch bringen. Also ich meine, im Urheberrechtsentwurf der Piraten steht es auch drin, dass man Mods, also dafür, dass man das verhindern kann. Weil, also bei Mods bist du prinzipiell bei demselben Problem wie bei transformativen Werken. Es ist ein transformatives Werk, du nimmst etwas, was vorhanden ist, verändert es. Es gibt ja, also die nur für das Spiel, das schon da ist, neue Inhalte stellen. Es gibt auch sogenannte Total Conversion, das heißt, du hast bei Half-Life, was ja eigentlich irgendwie eigentlich in der Zukunft spielte oder also spielen soll, in einer Forschungsanlage mit Aliens und bla, und hast du auf einmal einen Western-Mod, was einfach überhaupt nicht passt. Also es gibt, da muss man so mal ganz kurz die Engine nutzen. Das stimmt schon, aber das muss man jetzt natürlich so ganz schnell noch erwähnen, dass gerade Spiele wie Half-Life, Half-Life 2, eine SDK liefern. Ja, natürlich. Also da kommst du gar nicht in diese Problematik rein, aber es gibt durchaus andere Spiele, wie zum Beispiel DX zum Beispiel, gerade zum Beispiel, also wenn du da zum Beispiel was modden möchtest, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, also es gibt bei einigen ist es halt komfortabel. Square Enix ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie... Es ist bei einigen ist komfortabel, bei anderen halt nicht, weil, wie gesagt, also prinzipiell, weil viele finden das gut, viele finden das sogar als eine Ehrung ihres Werkes, wenn man dafür modden. Oder einige sehen halt einfach nur den erhöhten Supportaufwand gegebenenfalls, weil Leute sich aber prinzipiell, sage ich mal, wenn man es verbieten würde, also aus meiner Sicht ist es so, dass da schießen sich die Spieleentwickler selbst ins Knie, ja, weil die Leute, die Mods machen, sind das eigentlich der Nachwuchs der Branche. Das sind Community-Magneten. Erstmal Community-Magneten und du hältst das Spiel am Leben, aber vor allen Dingen, es ist der Nachwuchs der Branche. Das, da lernen die Leute Computerspiele machen. Ich würde noch viel weiter gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es bisher doch, sag ich mal, die Gaming-Geschichte jetzt auch immer wieder bestätigt, wenn ein vermeintliches AAA-Spiel rauskommt, es gibt dafür keinen dedizierten Linux-Server und kein SDK. Da kannst du dir die Sanduhr umdrehen und warten, bis das Spiel tot ist. Ja, das ist auch noch ein anderer Punkt. Das hat nicht mehr mit Urheber zu tun, sondern mit dem Vorausschuss, was der VDVC auch fordert. Das nennt sich ein Mindesthaltbarkeitsdatum, weil Spielehersteller sind jetzt auch, gehen auch doch, ja, es klingt komisch, also Spielehersteller gehen jetzt auch über zum Beispiel im Multiplayer-Bereich eigene Server zu stellen. Und das heißt, du kaufst ein Spiel und ähnlich wie bei den Kontenbindungen ist es bei Multiplayer, wenn du keine Server mehr hast, auf denen du spielen kannst, kannst du gibt's Singleplayer spielen, wenn, ne, so, und dann ist es tot. Und das heißt, wenn, sagen wir so, okay, die Hersteller oder Publisher, denen gefällt das sicherlich nicht, die Server abzustellen, aber was ich, zu teuer, unterstützen wir nicht mehr oder nicht mehr rentabel, gehen pleite, haben was auch immer, oder Tornado, ne, was man sich halt ausdenken kann. Die Server werden irgendwann abgestellt, die Multiplayer-Server. Es gibt kein, zum Beispiel kein, dass du runter kannst, dass du selber einen dedizierten Server aufsetzen kannst oder sonst was, dann kannst du das Spiel nicht mehr nutzen. Das heißt, auch, ne, du gar nicht buchst, das kannst du auch noch nach 70 Jahren nutzen. Das Spiel, nur. Da gab es vor kurzem gerade, das ist relativ lang her, also vor 2 Jahren, einen Fall, da ist ein Spiel auf den Markt gekommen, das hat gar kein Singleplayer-Part gehabt, nicht nur online, das ist nämlich so ein GTA-Clone gewesen, nur halt online, da ging es darum, man wollte irgendwie ein Gangster werden, muss halt, ne? Und das Spiel, irgendwas mit Ballet, irgendwas, was auch immer. Whatever, whatsoever, das Spiel ist auf den Markt gekommen, das lief ganze 3 Monate oder 4, wenn es hochkommt, dann war die Firma pleite. Die konnte Server nicht mehr bezahlen, alles wurde abgeschaltet, du hast ein Spiel gehabt, ein Vollpreisspiel, wo auch noch monatlich abgebucht wurde, übrigens genau wie bei zum Beispiel WoW zum Beispiel von Blizzard. Also da wurde wirklich Geld auch noch abgebucht zusätzlich und dann ging es nicht mehr. So, was ist das? Du hast, normalerweise würdest du jetzt sagen, kaputt, gib Geld zurück, ja? Als Kunde für Software. Ja. Ist das gar nicht vorgesehen, das gibt's gar nicht. Ja, das ist ungefähr, du kannst höchstens zum Laden gehen. Das ist wie gebrauchte Unterhosen, das kannst du auch nicht umwechseln. Das ist genau dasselbe Grün wie der Software. Die sagen, Software. Du kannst zum Laden gemacht, gehen, die sagen, ist nicht mehr, dann ist aber Rückgabetermin schon längst nach 3 Monaten ist abgelaufen. Ja. Dann gebraucht als Gebrauchsspiel verkaufen bringt nichts mehr, weil es existiert ja einfach nichts mehr. So, und das ist dann halt auch, deswegen sagen wir als VDVC, dass der Hersteller ein Mindesthaltbarkeitsdatum garantieren muss für die Spiele. Kann er doch nicht. Da kann doch keine wirtschaftlichen Stellen vor, da passiert ein Tornado und alle Serverflächen. Ja, aber du kannst. Gut, aber in dem Moment ist dann trotzdem weg. Du kannst natürlich das umgehen, indem du sagst, ja, okay, dann geben wir, wir rechtzeitig ein eigenes Programm raus. Mindesthaltbarkeitsausschluss meinst du jetzt? Im Prinzip, genau. Ja, aber du kannst dann sagen, dann geben wir dedizierte Server-Programme, dann kannst du das selber machen, dann ist ja quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum wieder erfüllt. Aber dann kannst du es ja wieder teilen mit allen anderen, oder?
Nee, dedicated Server ist nur, dass du einen Server aussetzen kannst für Multiplayer-Spiele, dass du auf diesen Servern spielen kannst. Das wäre mit einer altersabhängigen Ausschüttung wieder, also Zurückgeben des Geldes, das, also dass du sagst, mit jedem Monat verliert das Spiel um Wert und ja, wenn du es im siebten Monat zurückbringst, bekommst du den Teil des Kaufpreises. Das ist ja theoretisch. Dann kannst du irgendwann sagen, dass es vorbei ist und dann kannst du den auch auf Monatsbasis, ja. Naja, es nutzt sich ja. Das ist ja schon so. Ja, also, sicherlich kann man da. Also, das ist nur eine Idee, die uns mal umgeschwert hat. Und die fand ich halt. Das ist auch natürlich nur für größere, also für EA. Und weil, wenn halt der Publisher die Server betreibt, und Publisher haben in der Regel mehr Geld als die Hersteller, wenn halt die Server betreiben. Weil, das ist zum Beispiel jetzt so: PlayStation 3 habe ich mir geholt und dafür zum Beispiel jetzt auch Battlefield Bad Company 2. So, PlayStation, nächste PlayStation wird rauskommen. 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht. Keiner wird sie kaufen, aber jetzt keiner. Was auch noch. Wie lange wird es dauern? Weil auf Konsolen hast du es nur, dass du nur vom Hersteller oder Publisher betriebene Server hast. Du hast keine dedizierten Server. Du kannst es nur darauf spielen. Du kannst, es gibt auch keinen Namen los. Ne? Du kannst, gut, du kannst wohl irgendwie PlayStation vernamen, linksen und dann, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so kompliziert und keiner weiß, wie es geht. Und zumindest ich nicht. Und so, wann werden da die Server abgestellt? Wann kannst du dieses Spiel nicht mehr spielen? Das so nach 5 Jahre, nachdem das rausgekommen ist, 10 Jahre, 2 Jahre, nachdem die neueste Konsolengeneration rausgekommen ist, werden die das so lange laufen lassen, bis das Leute noch spielen oder so. Sprich, das Spiel erschöpft sich irgendwann. Und deswegen hatten wir halt diesen Gedanken, dass du halt sagst, okay, wir sichern dir zu, wenn du es kaufst und keine Tornados oder eher so höhere Macht oder so, und dann werden wir dieses Spiel von unsererseits 5 Jahre unterstützen, dann läuft's. Aber das ist halt jetzt schon wieder nicht Urrecht, das ist auch schon wieder raus. Aber ich hätte Urrecht. Ich war mir noch längst nicht fertig mit meinem Beispiel, weil diese besagte Firma, die pleite ging nach ein paar Monaten. Jetzt hast du ja quasi eine Nutzungslizenz gekauft, kannst du nicht mehr ausleben, kannst du nicht mehr verwenden, weil einfach schlicht die Grundlagen dir unter den Füßen weggezogen wurden und du keine rechtlichen Möglichkeiten hast, die quasi einzufordern. Ja. Jetzt passiert aber Folgendes. Selbe Firma wird von einem anderen Publisher aufgekauft, nämlich das Studio, bringt denselben Titel wieder raus, als Relaunch. Jetzt, jetzt kommt der Oberhammer. Die alte Lizenz gekauft haben, können die immer noch nicht verwenden, weil die einfach sagen, das interessiert uns nicht. Relaunch. Ja, neues Spiel. So, und das ist auch eine Sache. Verbraucherschutz. What the hell? Ja. Verbraucherschutz, aber auch Urheberrecht natürlich, weil ich habe ja eine Nutzungslizenz für dieses Spiel. Dieses Spiel heißt doch immer genauso wie vorher. Es ist kein Nachfolger, es ist einfach nur quasi ein anderer Publisher. Ja. Die Softwarefirma dahinter ist doch immer die gleiche. Nein, ist dieselbe. Selbe und das Gleiche ist ja nicht dasselbe. Richtig. Ja. Ist wirklich. Ja. Stimmt. Ja. Wie ging das jetzt aus? Es ist so jetzt. Das ist einfach so. Und du hast halt, es gibt halt von einem rechtlichen Standpunkt, kannst du deine einfache Nutzungslizenz nicht einfordern, weil natürlich nicht das Studio, die ja das Urheberrecht haben, es vertrieben haben, sondern sie haben eine Vertriebslizenz an den Publisher gegeben. Der Publisher hat quasi die Geschäfte gemacht und kriegt Geld und gibt dann von dem Geld, was er einnimmt, einen Teil oder sogar einen recht großen Teil normalerweise an das Studio ab. Das ist ja so immer diese Vertriebskette. Ja. Das Lustige ist jetzt eigentlich, der Publisher konnte die Begehrlichkeiten für die Servermiete etc. nicht mehr erfüllen, auch nicht mehr die Lizenzabgaben, nämlich einer Studio, ist deshalb pleite gegangen. Ja? Ich habe aber eine einfache Nutzungslizenz gekriegt, eigentlich ja nur vermittelt von dem Publisher, nämlich eigentlich von dem Urheber. Der Urheber ist immer derselbe. Ich kann trotzdem eine einfache Nutzungslizenz nicht wahrnehmen, weil der neue Publisher, der mit mir keinen Vertrag hat, mich einfach ignoriert. Das heißt, ich bin quasi, hier haben wir ein bisschen Vertragsrecht, dann haben wir ein bisschen Urheberrecht und jetzt haben wir ein Problem. Wir finden nicht mehr zueinander und jetzt müsste man eigentlich im Gesetz her priorisieren. Wer hat jetzt eigentlich mehr Recht? Der Publisher, der hat sich auch beruft, wir reden hier von Parteienvertragsrecht, ich habe mit dieser Partei keinen Vertrag, also muss ich auch von ihnen kein Geld bekommen, also muss ich auch in Zukunft warnen, denen keine Dienstleistungen anbieten. Oder ist das Urheberrecht höher eingestellt, dass ich sage, da habe ich einen Endkunden, der hat eine Anführungsgesetz von dem Urheber, der beim Studio im Wirklichkeit immer noch liegt, und sagt so, die ist noch da, also wird mittelbar der Publisher gezwungen, weil man könnte zum Beispiel sagen, hey, der Endkunde handelt schließlich im guten Glauben. Er geht davon aus, ich habe mit dem
mit dem Studio eine Vereinbarung getroffen, habe eine Lizenz erworben. Schwarz auf weiß. Eben. Schwarz auf weiß, das wäre ungefähr vergleichbar. Stell dir mal vor, du hast einen Hoster, ja, wo du eine Webseite hast, und irgendwann geht aber der Zugangsprovider, bei dem du immer auf die Server zugreifst, pleite. Und jetzt plötzlich gehst du zum anderen Provider und der weigert sich schlagartig, irgendwie diese Webseite durchzuleiten, und dann wird so, ich habe mit dem keinen Vertrag. Ja. Da würden wir alle schreien, oh, was ist das hier, Internetzensur, la. Und da ist das irgendwie, ist derselbe Mechanismus. Ich habe einfach irgendwo Oder halt eine Band wechselt ihr Label von Sony zu Universal und dann haben wir alles kannst du deine alten Sony-CDs nicht mehr spielen, weil die jetzt da nicht mehr sind. Hier Apple. Ja. Ja. Der Name war ja auch geklaut. Also, die haben sich ja erst in den späten 80ern irgendwie immer teuer wieder die Genehmigung nutzen zu dürfen. Die haben jetzt nicht Eigentümer des Namens Apple. Apple ist nicht Apple. Das sind eigentlich die Beatles. Ja, Apple Studios, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und sie ja mussten auch sagen, damals im Vertrag, dass sie nie was mit Musik machen. Das tun sie auch nicht. Aber nochmal zurück, unabhängig davon, dass ich mein Bauchgefühl sagt, das ist natürlich der Urheberrecht, weil er kam zuerst und er ist ja noch im Glauben, alles ist tutti. Aber darüber können wir ja auf in Parteiebene auch weiterreden. Nein, es ist so, warum zur Hölle? Frage ich dich vielleicht als Vertreter, sind Computerspielnutzer denn so unmündig? Und, ich weiß nicht, das ist... Ist das eine Form von Persönlichkeit, den man den auch diese Spiele zuordnet, wo man sagt, der sitzt halt dahinter? Ich weiß es nicht. Es ist eine schwere Frage, es ist halt irgendwie so... Ich meine, weil ich also würde mich aufregen, weil wir überlegt haben. Aufregen tun sich natürlich alle. Nee, aber es ist die Frage so, okay, wie machst du das? Die Schwede machen und auf die Straße gehen. Aber eben. Aber das ist ja der Punkt. So, die werden eher ich jetzt, im Internet schreiben. Die Foren sind natürlich mit Geschrei voll. Also das ist kein... Würde es finden. Also wenn es ein Aufregerthema gibt, wirst du darüber Aufreger finden im Internet. Aber, das ist nur die Frage... Wann ist die Aufregung so groß, dass ich mir ein Schild bastel und auf die Straße gehe? Aber können wir nicht dann Nachfrage als Verband zusammen vielleicht auch mit dem Verbraucherschutz? Ja, natürlich kann man da machen. Es ist wie immer, es scheitert an Geld, es scheitert an Manpower, es scheitert an Zeit. Wird man bei euch Mitglied mit finanziellen Beiträgen? Wir haben eine Mitgliedschaft ohne Kohle und eine mit Kohle. Können beide sagen, was sich belastet? Ich bin übrigens Mitglied ohne Kohle, also ein ganz einfaches Mitglied. Und ich bin auch nur hier, weil ich quasi Zeit hatte und bei mir die Anreise nicht so kompliziert ist wie bei anderen. Das ist ganz großartig. Ja, aber andere sehr kompetent. Andere aus Berlin haben es nicht geschafft. Die wohnen hier nicht geschafft. Ich komme aus Hamburg her. Sogar mit Mandat. Was mir leid tut, dass du zusammenkommst, aber das ist Hamburg super. Ich muss sagen, das muss ja nicht leid. Das können wir mal einen eigenen Tisch machen. Der große Hamburger Berlin-Bäsche. Also wir beide rocken den Saal. Ja, also in Hamburg ist schon mal gleich besser als alles. Ja, zurück zu dem Ja, das ist schwer, du kannst halt, und bei uns ist so eine große Bekanntheit, kommt auch noch zu. Also es gab natürlich Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel das mitgekriegt hast, hatte ja diesen RTL Exklusiv, hatte ja so einen tollen Bericht von der Gamescom, wo wir Gamer natürlich alle unrasierte, ungeduschte Menschen sind, die auch keine Freundin haben. Also es war nicht so... Da gab es Wie gesagt, wir haben hier die 100% Quote. Und sowieso keine Frauen. Aber da gab es natürlich, da ging es natürlich rund, da haben sich auch viele dann beim Fernsehrat oder Presserat oder wie der heißt. Das war schon menschenverachtend. Ja, also es war nicht sehr schön. Also die haben sich dann natürlich beschwert und gab es eine YouTube-View, wo sie aufgefordert geht auf diesen Link und hier ist eine Vorbereitung. Und der hat dann das auch geprüft und dann hat er dann gesagt, ja, war schon hart an der Grenze. Aber noch machbar, aber wir verstehen, dass man sich darüber aufregen kann, weil es war wirklich schon echt blöd und evil, was RTL da gemacht hat. Und dass sie sich da irgendwie so ein armes Test da genommen haben, also hätte man andere Menschen lustig gemacht haben. Man quasi die Worte Gamer etc. durch Godwin sagen wir mal, durch Godwin mögliche Begriffe ersetzt, dann wäre wahrscheinlich, hat Deutschland auf den Barrikaden gewesen. Ja, also das war wirklich unterste Schublade. Eine Gruppierung wurden, einer Gruppierung von Menschen wurden die übelsten Dinge Charaktere und Dinge unterstellt. Also das war wirklich
Wow. Nur also rein Klischees. Das war mehr als diffamierend. Das war quasi nur Klischees, also wie das Duschen nicht, keine Pflege, keine Pflege und ja? keine Freundin sowieso. Also ne, die üblichen Klischees, die man so hat. Immer so mit Minderheiten und kleinen Gruppen umgegangen, ja, genau. Und die nicht. Keine Stimme haben. Also da haben, wie gesagt, da haben sie sich reagiert, da hat das dann sogar geklappt, auch ohne uns, sage ich jetzt mal. Und rausgekommen ist, also RTL exklusiv hat sich dann entschuldigt dann für diesen Beitrag, so fanden sie dann halt nicht so drauf, wo man dann noch andere Dinge da wohl hätte. Also ich verstehe, ich meine, wenn ihr habt die ganzen pfiffigen Köpfe, von den Filmern und Musik und Computer sind so die pfiffigsten, worauf ich hinaus will, wenn die GEMA und YouTube so ein Imagekrieg abläuft und wo Gott und die Welt nicht weiß, auch jetzt nochmal, es war nicht die GEMA, es war YouTube, die Videos sperren, aber wenn dann immer wieder was kommt, dass dann sofort die Hacker auf die GEMA losgehen zum Beispiel und alle Drucker dazu bringen, irgendwelche Ponys auszudrücken und weil sie das Benutzerpasswort nicht haben. Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Gamer, die haben doch viel größere. Ja, ich weiß, es ist halt, ich weiß nicht, ob man, weil das so ist, weil du halt hier... Ja, ich will auch nicht animieren, jetzt vorzugehen. Also weil jetzt so, hier hast du halt keine Hersteller vor Ort, und wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, es ist Gedöns. Es ist halt die öffentliche Wahrnehmung, die da so irgendwie ist und die Leute, gegen die man vorgehen müsste, die sind ja im fernen Amerika und hier von hier aus kann ich ja sowieso nichts machen. Und man fühlt sich halt irgendwie klein gegen die Großen da unten. Aber das hat er ja nicht gefragt. Das war ja noch davor, warum machen wir nichts so? Nee, warum? Nee, er hat ja ein gutes Beispiel genannt. Also zum Beispiel jetzt bei GEMA zum Beispiel, sind ja wirklich dann, ist ja die Community, nehmen wir es mal vorsichtigerweise, ist dann hingegangen und hat gesagt, so, wir haben ein paar, nehmen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, IT-Fähigkeiten und haben mal kurz eure Drucker zum Polydrucken gemacht. Und natürlich haben wir eine Menge Entwickler und Leute. Aber es können wir auch machen. Das stimmt ja schon tatsächlich. Es gibt lustigerweise keine wirklichen großen Events mal, wo jetzt mal wirklich mal, gut, man weiß natürlich bestimmte Hintergründe bei EA und so weiter, natürlich auch nicht, warum das so im ausgerechneten System und für Sony irgendwie gehackt wurde. Man kann es ja dann erzählen. Es gibt Überschneidungen wahrscheinlich auch dazu. Es wird sicherlich gehen, aber ich bin nicht so dafür, dass man jetzt sagt, jetzt treffen wir, weiß nicht. Nee, darum geht es ja nicht. Also, aber es geht um die Symbolkraft, die da halt auch mitschwingt. Weil natürlich. Ich mir vorstelle, dass halt, wie gesagt, so eine große Usergruppe, und das werden ja auch immer mehr Leute bespielen, ältere Spiele, die jetzt demografischer Wandel. Der Verbraucherschutz steht noch nicht so im Fokus, es steht hauptsächlich noch die Killerspiele-Debatte im Fokus. Und da. Weil der VDVC ist auch entstanden aus der sogenannten Bewegung Jugendhüter, das war in Karlsruhe eine Demonstration, weil das war nach Winden halt, gab es ja wieder die große Verbotsforderung und da wurden dann LAN-Partys abgesagt. Erstmal war es so, dass in Stuttgart wohl eine große LAN-Party von der ESL stattfinden sollte. Ja. Die haben dann gesagt, aus Pietätsgründen, lassen wir das jetzt nicht stattfinden, weil ich meine halt so sämtliche Veranstaltungen wären da halt, halt geschmackslos gewesen, so Waffenmesse in Nürnberg hat trotzdem stattgefunden. Und dann haben die halt später eine neue Location und einen neuen Termin gesucht. Und da haben sie das ja erst irgendwo gefunden, da war dann aber der Stadtrat, insbesondere CDU, so dagegen und da haben die dann quasi eigentlich rechtlich unsauber auch versucht, ganz klar Einflussnahme und auch auf man könnte fast sagen, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine sogar vertragswidrig versucht, diese Veranstaltung zu verhindern. Ja, haben sie. Weil da Spiele ja gezeigt werden, weil die ja diese ganz böse Spiele ab 16 für eine Veranstaltung, wo nur 18 Jahre zugelassen sind. Jugendschutz ist ein ganz, ganz großes Thema, wo auch sehr viel Idiotie passiert, aber um halt kurz zu machen, da wurden halt dann zwei LAN-Partys sogar versucht zu verhindern, die dann vorher selbst gesagt haben, okay, wir gehen, keine, lass uns in Ruhe. So. Und da dann halt gesagt, und dann allgemein die Stimmung war, wir müssen LAN-Partys verbieten und wir müssen Spiele verbieten und sowieso verbieten. Und da gab es dann halt in Karlsruhe mal eine große Demonstration, ich glaube von 500 oder mehr Leuten, die da halt für Computerspiele oder halt dafür, dass sie Computerspieler, also schon gar nicht mehr die Spiele, sondern dass sie Spieler sind und dann auch gefälligst als normale Menschen akzeptiert werden wollen,
stattgefunden hat. Und daraus ist dann wiederum der VDVC dann entstanden. So. Ja. Das ist so der Gründungsmythos. Kann man sagen, online bin ich bei dir drin. Ja. Kann man jetzt, wie gesagt, noch irgendwie drüber. Das ist, da ist, wie gesagt, noch das, wenn du so willst, in dem Bereich Jugendschutz, Killerspieldebatte und also ist das größte Mobilisierungspotenzial vorhanden, weil Verbraucherschutz, man schreibt laut, wüsste aber nicht, was man wie denn verändern müsste. Da bräuchte man dann halt über Piratenpartei oder ähnliche wirklich Leute, die im Parlament sitzen und dann sagen, da muss man was. Können, genau. Ja. Und aber wie siehst du es verhältnismäßig? Ist es, knabbert ihr mehr an dem Jugendschutz oder mehr an dem Urhebergesetz? Weil ich mir vorstelle, beim Urhebergesetz kannst du mehr noch dir selber behelfen sozusagen. Ja, natürlich. Ja, bei Jugendschutz kann man sich auch selber behelfen. Das ist ja auch nicht so, dass. Ja, aber das aber da kommt man wieder mit dem Urheberrecht. Diskussionsfreude vielleicht. Ja, weniger. Ja, natürlich. Von der anderen Seite. Beim Jugendschutz sehen wir das so, da kann ich gleich auch ein Beispiel geben, wir haben mal versucht, am Bundestag eine Petition einzureichen, die den Jugendschutz abändern sollte, dass zumindest im Bereich Computerspiele keine Indizierung mehr gibt. Und dass man auch gar keine mehr. Ja, weil dadurch, dass du seit 2003 kaufverbindliche Altersfreigaben von der USK und FSK hast, ist er in meinen Augen und auch in den, ich glaube auch in, Augen, ja, in unseren Augen, also von einem ist er obsolet, die Initiierung, die Maßnahme. Jetzt, dann kann man sich auch noch streiten, hier Paragraph 131a, Strafgesetzbuch, quasi ist auch irgendwie so, ist es, wie gesagt, ist es ein großes Thema und das wollten wir halt verändern und da ist dann rausgekommen, ja, wir schalten eure Petition nicht frei, wir machen das mit einer anderen Petition als Gruppenpetition oder keine Ahnung, wie der Ausdruck ist, also Mehrfachpetition, das ist der Ausdruck, genau. In der stand aber drin genau das genaue Gegenteil. Da stand drin, das Jugendschutzsystem, so wie es heute ist, ist okay und man müsste es nur konsequent durchsetzen. Wir aber haben gesagt, nee, da muss man mal deregulieren, wie es so schön heißt. Und da gab es einen langen Briefwechsel, bis es dann erstmal die zu bewegen, dass es nicht mehr als Mehrfachpetition befasst, sondern als eigenständige und dann halt, dass die freigeschaltet wird. Also wir haben es dann hingekriegt, dass sie nicht als Mehrfachpetition behandelt wird, aber nicht, dass sie freigeschaltet wird zum Abstimmen, sondern, und das ist die Begründung und das ist der Knaller, sie wurde nicht freigeschaltet, weil der Petitionsausschuss meinte, dass sie von vornherein chancenlos wäre und das begründet hat mit, es würde der Handlungspriorität der derzeitigen Bundesregierung entgegenstehen. Also mit anderen Worten, diese Petition ist nicht das, was die derzeitige Bundesregierung meint, was man da macht. Und deswegen lassen wir sie nicht zu. Es ist nicht unsere Meinung, aber das lassen wir sie nicht zu. Ja, eben. Wo wir dann extra auch nochmal einen Brief geschickt haben. Also eigentlich verstehen wir das Petitionsrecht so, dass wenn man selbst nicht einverstanden ist mit dem, was die Regierung tut, dass man da irgendwie über Petition was ändern kann. Aber es ist... Ja, das wäre klasse. Ja, es ist halt wahrscheinlich CDU, CSU ist da... Ist das schriftlich? Ich meine ja, dass ja, es, PDF, gibt dieser, es, gibt, freuen. Ja. Es gibt die Seite. Lässt sich gut leiden. Es gibt die Seite spielepetition.de, wo wir da also den Wortlaut der Petition plus eine sehr ausführliche Begründung, auch rechtliche Gedönsdingsies, ich glaube ein Wort, spielepetition.de, haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da auch der Schriftverkehr drin ist. Aber der ist auf jeden Fall im Forum noch einsehbar. Es ist ganz großes Tennis. Wie gesagt, also da kriegt man noch mehr Leute bewegt, dass man da was machen kann, mobilisiert. Aber wie man halt sieht, ohne so also quasi von außerparlamentarischer Vision kriegt man da nichts hin, weil Gedöns und sowieso Killerspiel ist. Ja, sowieso. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Sparte, aber nochmal. Doch, der Versuch, ganz kurz anzuknüpfen als Urheberrecht, bei den LAN-Partys, wie ist denn das eigentlich da? Sind die... ich da weiß es nicht. Also es ist... Also es wird wohl... Es wird wohl so... So wie ich das kenne, oder so wie ich es mitbekommen habe, bin ich so der große LAN-Party-Gänge, gibt es wohl Leute, soll es geben, die dann...
LAN-Versionen dieser Spiele anbieten, die dann gespielt werden sollen, wo dann halt quasi gezippt das Spiel mit CD-Crack wohl verteilt wird für die LAN, wenn man es dann nicht hat. In der Regel natürlich, also jetzt bei ESL, es wird natürlich mit legalen Versionen gespielt. Das heißt, ich meine sogar bei der ESL, also bei den E-Sports-Spielen auf den großen, da hat man sogar seinen eigenen PC gar nicht, sondern ich glaube, da wird der PC gestellt. Das wird immer gestellt. Wird gestellt, wo drauf das Spiel sind, da sind natürlich legale Versionen drauf. Und ja, das sind aber so, Großveranstaltungen. Ja, und also, ich sag mal, so ein Steam hatten wir, wie gesagt, schon, das ist, kostet ja nicht viel Geld, sich da kurz mal Counter-Strike zu ziehen. Das ist jetzt günstig. Also sag ich mal so, aber sag ich mal, so ältere Spiele. Kriegst du von alle überhaupt. Ältere Spiele werden da so nach einer Version angeboten. Beziehungsweise ist es teilweise auch schon von Herstellerseite, also von Blizzard weiß ich, da bei StarCraft auf jeden Fall, da ist es so, da gibt es, ich weiß jetzt nicht mehr den Begriff, wie sie es genannt haben, aber da gab es dann auch eine LAN-Installation, die macht man, da kann man nur den Multiplayer-Modus, ich meine auch nur LAN installieren. Also Singleplayer war dann gar nicht mehr dabei, du hast dann nur den Multiplayer-Modus. Und da kannst du dann eine CD benutzen, also brauchst du auch nicht die CD im Laufwerk, das war ja früher noch so. Kann man sich ja heute gar nicht mehr dran erinnern. Ja, brauchtest du denn auch nicht und konntest dann quasi mit einer einzigen CD auf einer LAN-Party für verschiedenste Leute, denn mehrere Leute halt die LAN-Multiplayer-Version nur installieren und dann konntest du das spielen. Das gab es dann, glaube ich, bei mehreren Spielen von Blizzard, meine ich, auch so und wie gesagt, gab es sogar eigene Server nachher, die geleakt wurden. Dann haben sie irgendwie eigene Server hochgezogen, teilweise auf LANs und sind auf den eigenen Welten. Ja, gut, wenn das so ist. Weiß ich nicht, aber so von der, also, sag ich jetzt mal so, es ist. Erzählt man. Erzählt man. Ja, hab ich gehört von weitgereisten Seefahrern, die also die Dänischen übersetzt haben. Ja, nee, aber wenn du es auf einer LAN-Party was suchst, wirst du es finden, so wie überall. Also, das ist jetzt natürlich nicht legal, man kann jetzt. Natürlich, auch hier sind wir auch der Meinung, dass natürlich der Urheber sein Geld mit seinem Produkt verdienen sollte. Aber man könnte, wie gesagt, zum Beispiel so eine Lösung wie Blizzard da es gemacht hat, was natürlich auch zu der großen Verbreitung von StarCraft beigetragen hat. Und wie gesagt, eine LAN-Version. Ja, also zum Beispiel, wenn man halt sagt, wir bringen so eine Multiplayer-Version für günstiger oder halt auch umsonst raus, dass man da halt was machen kann. Ja, weil zum Beispiel auch in Korea gerade ist StarCraft immer noch groß, da wird auch glaube ich immer noch die erste Version gespielt. StarCraft ist in Asien generell. Ja, aber gerade in Südkorea ist es ja so, da der Gewinner von den irgendeiner großen E-Sport-Veranstaltung cool, konnte da gegen den Präsidenten von Südkorea mal spielen. Ja, da gibt es auch Flugzeuge, wo quasi nur die Logos von Blizzard drauf sind oder Spieleinheiten. Es gibt zwei Fernsehsender, die sich nur damit beschäftigen, Sportveranstaltungen mit StarCraft also füllen, ganze ich wollte gerade sagen, also in Asien Fußballstadien von Fans, die da sitzen und wirklich diese Matches machen. Also E-Sport in ist ganz groß, das ganz. Das ist bei denen ungefähr so krass wie bei uns Fußball, ja, Fußball und andere Sachen zusammen noch. Also, ja, nein, nein, zusammen wäre es eher so wie Fußball, würde ich schon sagen. Ja, also wirklich, das sind große. Wisst ihr, was ihr da sagt? Ja, ja, wir wissen, was wir da sagen. Das kommt aber gut hin. Es gibt Plakate, es gibt Werbung, die haben quasi die Spieler da für Gruppen an der Seite stehen, die kreischen da stehen, wenn irgendein E-Sport-Typ da lang läuft. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Typen machen Werbung für einen, du siehst deren Gesichter. Und denkst du, wer ist Datten? Und dann so ein bisschen so ein pickligen Teenie, denkst du, Datten irgendwie. Also und der hat aber gerade irgendwie die letzten fünf Gegner in irgendeinem Playoff niedergestreckt. Kalt lächelnd. Ja, also wir wollen natürlich das Leben noch an die etwas älteren Zuschauer. Das nur wir schubsen nur Pixel. Ja, ja. Nee, also E-Sport ist dort ganz, ganz groß. Deutschland gar nicht zu vergleichen, wo es ja schon wütenden Protest. Die Friday Night Games war natürlich auch schon sehr groß. Ja, aber hier in Deutschland kriegst du ja noch wütende Zuschauerpost quasi, wenn du im ZDF mal dieses, wo sie mal von der Gamescom mal irgendwie, ich weiß nicht, was sie da genau übertragen, also es war ein Rennspiel, dann noch ein Spiel und zum Schluss gegen 23 Uhr dann Counter-Strike in der deutschen, nochmal mega entschärften Version, die dann nochmal unter, wo dann halt noch der Bayerns-Innenminister ganz wütende Posts an das ZDF geschickt hat. Also dass er Mitteilung veröffentlicht hat, dass es ja total schlimm ist. Solche bösen. Also das ist mit gar nicht zu vergleichen. Das ist hier Philipp Balle. Ja. Urheberrecht aber. Ja, und wie machen die das da aber? Wie gesagt,
da gibt es ja die Nachgucken. Also da werden, also ja, alles was irgendwie offiziellen Charakter hat, da werden Geräte gestellt, auf denen das vorinstalliert ist, allein schon, damit du Cheaten verhindern kannst. Und da werden dann gekaufte Versionen dran oder gesponserte Versionen bei Sponsoring von den Herstellern, insbesondere Grafikkartenherstellern natürlich, aber auch die Spielehersteller natürlich, und die werden dann wahrscheinlich sagen, ja, hier kommt also, ne, für eure Geräte, die ihr drin braucht, geben wir euch hier mal eine Version, damit ihr das dann machen könnt. Dafür kriegen wir hier tolle große Werbebanner oder sowas. Wie ist das? Noch eine ganz allgemeine Frage zu einem Computerspielproduktion. Die ganzen Sachen wie Grafiken und so wird vielleicht unter dem Haus selber entwickelt. Bedingt, aber worauf ich eigentlich hinaus will, mit Musik holt man sich manchmal sicherlich Lizenzen oder man gibt auch Komponisten, aber Lizenzen wohl eher, weil es bitte die großen. Die Frage aber, worauf ich eigentlich abziele, ist, weißt du, ob die sozusagen irgendwie beteiligt werden an einer Form des Erfolgs, oder ist das so Buyout-mäßig, dass sie alles überschreiben? Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt natürlich, dass man sich normale Musikstücke kauft, die es halt auch wirklich gibt. Ja, hat ein Computerspielkomponist, Musiker, Leistungsschutzrechte an den Sachen? Ja, also bin ich prinzipiell natürlich. Das kannst du unabhängig. Square Enix zum Beispiel, also die sind ja sehr, gerade durch ihre Final Fantasy Reihe zum Beispiel, die haben, das ist wirklich auch in Japan zum Beispiel, wirklich, da gibt es riesige Klassikkonzerte, wo nur Musik aus Spielen vorgeführt wird. Und das ist aber wirklich cool. Ja, also du kriegst natürlich bei Computerspielen natürlich ein Gesamtpaket geliefert, aber du kannst natürlich einzelne Komponenten ausnehmen, die dann selbst natürlich auch urheberrechtlich geschützt sind. In der Regel sind die Musikstücke sind ähnlich wie bei Filmmusik. Die werden beauftragt. Das sind Beauftragte, externe. Also natürlich liegen da, und da ist natürlich wieder ganz normale Nutzungsrechte, Lizenzrechte, Geschichte. Das ist alles wie wieder. Die Vertragsmodalitäten aussehen, weiß ich nicht. Es wird aber sicherlich oft, also bei Musik, es gibt teilweise Leute, die machen das selbst in-house. Denn einige Leute, die schicken dann ihre Leute hin, die dann eine fertige Melodie haben, die das dann nochmal mit Orchester, Chor, was auch immer nochmal aufnehmen, damit das halt toller klingt. Es gibt Freelancer natürlich für Spezialsachen, die, wenn man das selber machen will, einfach zu teuer werden. Also jetzt, ich studiere halt Media Systems, Medieninformatik, und da haben wir dann auch noch Computerspiele, und da predigt mir mein Dozent ganz oft, zum Beispiel, wenn du ein Spiel machen willst, das in den 20ern spielt oder so, da wirst du jetzt nicht erstmal Leute in die Bibliothek schicken und gucken, ja, wie sahen denn die Autos in den 20ern aus, sondern das sind Sachen, die kaufst du dir ein. Da gehst du halt zu externen Leuten, das sind auch Spezialisten, die genau sowas machen, die ja perfekte 3D-Modelle von Autos mit Fahrverhalten natürlich für Autos aus den 20ern zum Beispiel haben, und die werden dann extern eingekauft, dann auf die eigene Engine. Und dann kaufst du aber die Stückzahl, sag ich mal, der Autos, und dann ist gut. Und wenn sie machen, das Modell, also kaufst du Pakete, große Pakete, wo die alle drin sind. Dann guckst du, welche du davon brauchst, die passt dir dann an deine Engine an, wird dann vielleicht noch mal runter, also auch eine Modifikation. Nicht über Vorkasse oder so, wie in einem Label, das ist halt, gib's mir erstmal und ich mache, und dann, wenn es fertig ist. Also da die Produktion im Computerspielbereich ähnlich ist wie beim Film, also alles vorfinanziert wird, werden die wohl schon bezahlt werden, nicht erfolgsabhängig, sag ich es mal, also das kann ich auch, also die werden wohl, ich bin jetzt überfragt, aber wie gesagt, ich leite es davon ab, dass da auch alles vorfinanziert wird vom Publisher, der größte Teil, dass wenn du dir sagst, wir brauchen jetzt einen externen Menschen, der was auch immer macht, dass der dann bezahlt wird bei Ablieferung der Ware. So. Wie da die Vertrags- und Monetaritäten aber aussehen, müsstest du in die Soft fragen, der nicht da ist. Ja. Ich wollte gar nicht sagen, nein, mir ging es nur um die rechte Verteilung. Ja, ich hab wie ist es dann eigentlich, die Sounddesigner, die fallen da nicht drunter? Nein. Das sind ja nur Effekte, da gibt es keine Melodie, also fällt das nicht unter das Urheberrecht. Das sind nur Effekte, das ist genauso, wie wenn du bei einem Publisher sitzt. Also ich kenne mich da ganz gut aus, weil ich seit Jahren beim Publisher arbeite. Ja, gut, deshalb. Ist er dann schon mal. Kennst du dich schon früher äußern? Ich bin höflich, das sind Reden. Und zwar, war der prinzipiell nicht falsch. Es war prinzipiell richtig. Also bei den Soundeffekten, genau wie Videoeffekte, das ist keine Schöpfungshöhe. Ja, weil da benutze ich nur eine Funktion. Also wenn ich jetzt, nur weil ich jetzt ein Bild heller oder dunkler mache, ist es jetzt erstmal keine neue Schöpfungshöhe, deshalb habe ich ja kein Urheberrecht. So, ja, also ich bin einfach nur ein Effektdreher, ich bin ein Schraubendreher.
So, und wenn ich irgendwie beißen, muss man sagen, man arbeitet beim Publisher, sind auch noch angestellt. Da sind wir wieder bei den Nutzungsrechten. Mhm. Ne? Das heißt, da ist die ganze Hausnummer eh schon gegessen. Das sind ja keine externen Mitarbeiter. Die arbeiten also, die haben eine eigene Grafikabteilung, die haben auch eine eigene Soundabteilung. Die ganz großen Publisher, ich nenne sie jetzt einfach mal Majors, mhm. das wären zum Beispiel Ubisoft, für EA, Activision, mhm. wie sie alle heißen. Und das waren schon die größten. Das waren eigentlich schon an der ja. eigentlich auch alle. Und die haben sogar noch deutlich mehr. Also die ja. kaufen zum Beispiel auch keine externen Komponisten mehr ein. Das machen die fast gar nicht mehr. Die haben die. Die haben aber sich schon unter Vertrag. Die produzieren ja schon Spiele. Wenn heute zum Beispiel eine neue Version von Call of Duty rauskommt, heute gelauncht, da kannst du davon ausgehen, ist das schon ein komplettes Team, die schon den nächsten Teil produzieren. Ja, klar. Das ist ja alles Akkord. Genau, das ist wirklich, das ist reine Fließband, ab und zu wird man meist und rausgenommen und als Produkt rausgehauen. Im Prinzip kann man das so nennen, das ist immer dasselbe. Bei den, ja, das ist bei den Großen. Übertrieben, bei den Großen, aber ist im Prinzip läuft das so. Man muss natürlich dazu sagen, das sind aber jetzt die Majors. Und die Majors sollten wir nicht den Fehler begehen, zu glauben, dass die ganze Industrie so funktioniert. Weil es wäre genauso falsch, als wenn wir bei der Musikindustrie sagen würde, das läuft alles wie bei Sony oder wie bei BMG, das ist halt falsch. Ja. Ja, der Großteil der Industrie ist nämlich gar nicht so auf, die arbeiten komplett anders. Da hast du nämlich sehr wohl eigenständige Studios. Die hast du sehr oft übrigens in Südkorea, in China, die hast du aber auch teilweise natürlich in Russland. Hast du aber auch natürlich in Amerika. In Amerika, China. Genau. Bei Rollenspielen zum Beispiel sind sehr oft aber asiatische, weil halt im asiatischen Raum Rollenspiele deutlich mehr durchschlagen als im europäischen Raum. Übrigens auch, oder wenn zum Beispiel wie heißt die, Hack-and-Slay-Spiele zum Beispiel sind im asiatischen Raum absolut non-ultra, in Europa zum Beispiel kaum zu vermitteln. Nee, auch nicht. Hack-and-Slay, Diablo. Diablo. Ja. Okay, das ist doch das Spiel, so, was quasi den größten Erfolg in so Europa hat. Genau, aber es gibt auch deutlich mehr Hack-and-Slay-Spiele, das ist ein Genre halt, aber normalerweise haben Hack-and-Slay-Spiele jetzt vergleichsweise in Europa sehr, sehr schwer, in Asien sind das Selbstgänger. Ja, so wie bei uns in Call of Duty. Ist bei denen halt. Der Fußballmanager 2012. Ja, genau, da drehen die voll im Stock. Also, das ist, muss man nicht verstehen, ist so. Ja. Lange schwacher Sinn, und da hast du halt Studios, und die Studios siehst du aber in der Regel als Konsument nicht, außer du bist mal sehr aufmerksam, wenn du dir zum Beispiel den Nachspann anschaust oder vielleicht einen Trailer anschaust, da kommt so ein kleines Logo. Ja. Das ist dann auch nämlich das Studio. Und die Studios machen dann quasi so Nutzungsverträge mit den Publisher. Die sind mehr oder weniger ausgewogen. Je nachdem halt, ich sage extra auch, deshalb sage ich auch ganz genau mehr oder weniger. Manchmal weniger, manchmal mehr, aber in der Regel weniger. Weil die Studios haben natürlich eine unglaubliche Machtposition. Weil sie sind nämlich diejenigen, die eigentlich Patches programmieren in der Regel weiter. Sie sind diejenigen, die die Software rausbringen. Teilweise übernehmen sie sogar die Erstellung von Grafiken, die ganzen Language-Files, solche Geschichten, das kommt alles von den. Lokalisierung. Genau, da geht es mich schon weiter. Die machen erstmal die internen Language-Files. Und der Publisher macht eigentlich dann nichts anderes mehr, als zu gucken, welche Märkte will ich bedienen und macht dann zum Beispiel Lokalisierung. Also das heißt, er übersetzt das Englische oder das Koreanische oder das Chinesische, je nachdem, wo du es eingekauft hast, in die jeweilige Landessprache, macht vielleicht noch eine regionale Anpassung, zum Beispiel Qualitätskontrolle machen. Qualitätskontrolle macht die auch noch, das kommt aber später erst in den Prozess. Und natürlich das Testing, je nachdem, was für ein Spiel es ist, wenn es ein Mod, ein Online-Spiel ist, dann müssen zum Beispiel auch Serverinfrastrukturen aufgebaut werden, da werden also auch richtig Server angemietet im großen Stil, da brauchst du eine riesige Administration. Ja, also du musst sagen, der Publisher ist nicht nur der Verkäufer, sondern auch, sag ich mal, der Dienstleister für das Produkt insgesamt und baut einen Großteil mit auf. Ja? Das muss man, könnte man mit dem Hausbau vergleichen. Irgendwie, wenn er jetzt ja in einem Softwarestudio wäre und wir müssen das jetzt irgendwie analysieren auf dem Haus, dann würde er quasi einen kompletten Rohbau hinstellen. Ja, und das ganze Fundament und alles. Und ich bin der Publisher, ich mache den Putz an der Wände und mache die Designaufgabe, also die Technik macht dann erstmal den Putz an der Wände und so weiter und malt die Wände dann toll an. Und die Gäste gucken so, hält mein Bild auch fest irgendwie, die Tür zuckt dicht und so weiter. Und wenn der nächste Gast kommt und irgendwas Fundamente scheiße, dann wenden sich einen trotzdem wieder an mich, weil ich das Haus verkauft. Und dann sage ich ihm so, ey du, das Fundament, was du gemacht hast, ist Schiebdreck, ne? Und wenn die sagen, so die Tapete irgendwie, die pellt ab, dann muss ich halt daran. Und genauso läuft es im Prinzip analog auch in der Spielindustrie, genauso. Und zwar bei dem Großteil der Publisher. Es gibt ganz, ganz viele kleine Publisher, die halt meistens nur zwei, drei Titel im Portfolio haben.
Ja, und dann hast du halt in der Regel so Verträge mit den Studios, dass halt zum Beispiel du darfst das exklusiv verwerten auf bestimmte Märkte, die werden auf den Märkten auch immer noch mit einzelnen Lizenzen vergeben. Und dafür gibst du dann aber ein gewisses Grundgeld am Monat zum Studio ab, plus halt noch eine Beteiligung. Also eine Kommission. Genau, klassische Kommissionssorge ist das im Prinzip nur halt auf sehr virtuelle Art und Weise. Ja. Und das funktioniert ja mehr oder weniger sehr gut, sofern du einen Titel hast, wo, sag ich mal, viele Leute zuschlagen. Und was in den letzten Jahren sehr stark gekommen ist, ist zum Beispiel das Free-to-Play. Ja, also mittlerweile irgendwie sogar Blizzard. Das Geschäftsmodell, das ist also beim Browserspielen, du kannst das Spiel umsonst spielen, kannst dir aber im Spiel Gegenstände oder Sachen kaufen, die dich besser machen im Spiel. Das fing und die kosten dann echtes Geld. Genau, also muss das mal, wenn du halt Zeitspann willst. Auch da gibt es ein ganz einfaches, allgemein bekanntes Beispiel. Also es fing genau wie ich schon sagte mit Browser Games früher an. Mittlerweile ist es aber auch bei sogenannten Standalone Games. Also du hast ganz normal ein Programm wieder, was du installierst und spielst es aber auch online. Das kann man wunderbar vergleichen mit WoW von Blizzard. Und das Lustige ist eigentlich das Businessmodell, weil nämlich Blizzard hat immer gesagt, das Kaufen von Gold zum Beispiel im Spiel ist nicht legal. Und hat sogar Accounts massiv gesperrt, wenn wir es mitbekommen haben. Also die Gold-Trader und so weiter, ein ganz großes Problem bei Blizzard immer gewesen. Da wurden auch viele Accounts von Leuten gehackt, dann irgendwie, die dann zum Beispiel dann die gehackten Accounts benutzt haben zum Gold-Traden, zum Farm und so weiter. Und das und hat also gesagt, ihr müsst alles erspielen. Das Problem ist natürlich, bei dem Konzept hast du das Problem gehabt, dass Leute unglaublich viel Zeit in das Spiel investieren mussten. Also du kannst dich vielleicht auch dunkel erinnern, es gab da teilweise auch Diskussionen darüber, über Suchtverhalten. Ja, das sollte auch nochmal völlig desozialisieren, weil sie halt komplett ihre Kontakte in ihre Umwelt abbrechen. Auch nochmal ein eigener Tischwert. Auch nochmal ein eigener Tischwert. Und bei den Free-to-Play haben sie es einfach umgedreht. Das war das Geschäftsmodell ein ganz anderes. Sie haben gesagt, so, du darfst komplett immer online spielen. Ja, du kannst auch theoretisch auch einen Großteil erspielen, aber weil wir ja wissen, dass die meisten Leute eben nicht irgendwie die ganze Zeit zu Hause sitzen, sondern vielleicht einen Job haben oder andere nette Beschäftigungen, die halt verhindern, dass man die ganze Zeit vor dem Rechner sitzt, musst du eine Möglichkeit haben, trotzdem einen bestimmten Progress genau, einfach irgendwie auch hinzukriegen. Und das kriegst du halt dadurch hin, dass sie dann ganz bewusst dir einen Shop anbieten, sogar sehr bewusst, nämlich du bist da definitiv darauf hingewiesen. Und dort kannst du dann halt Gold oder Diamanten oder was halt, je nachdem, wie das Spiel die Zahlungswährung ist, dir dann mit echtem Geld erkaufen. Und so kannst du natürlich dann dir Ausrüstung, je nachdem, was für ein Spiel das ist, erholen und so weiter. Und so man nimmt das dann deren einzige Einnahme. Das heißt, die verkaufen nicht das Spiel, sondern die verkaufen quasi die Items, die virtuellen Items im Spiel. Und das ist noch genug ab, dass das man davon sehr genug ab. Mitarbeiter bezahlen kann. Mittlerweile ist es ein sehr harter Kampfmarkt. Ja. Das vor ungefähr vier, fünf Jahren war das noch relativ überschaubar, auch in Deutschland. Mittlerweile sprießen sie aus den Böden überall Ort und der Rahmenkampf wird härter. Und also ich denke mal, das wird irgendwann noch konsolidieren. Ist wie auf eigener Tisch, da könnten wir Stunden drüber reden. Haben wir ja schon. Aber was interessant auch in dem Fall ist, und da kann ich wieder zum Urheberrecht kommen. Ja. Das haben wir auch eben schon angekratzt, weil ihr schon sprach zum Beispiel, dass Produktion, Musik zum Beispiel, von Freiberuflern gesprochen. Ja. Es gibt ja nicht nur bei Musikfreiberufler in der Softwareindustrie, sondern durchaus auch in der Softwareindustrie selber, nämlich Entwicklern. Und wie gesagt, ein Entwickler, der hat ja zum Beispiel den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass der seine ganzen Modalitäten selber verhandelt. Ne, der hat ganz normal einen Werkvertrag. Das heißt, da wird ganz klar festgelegt, was muss ich erbringen, was wünscht der Kunde, welche Haftungen gibt es, welche Deadlines gibt es und so weiter. Also ein klassisches Pflichtenheft, wo all dieses drinsteht. Ja. Und da steht unter anderem auch ganz wichtig immer drin, welche Lizenz letzten Endes der Auftraggeber erhält. Also wird es ein einfaches Nutzungsrecht, hat er Vertriebsnutzungsrecht, hat er ein exklusives Nutzungsrecht. Also das hängt immer davon ab, auch wie nachher das Entgelt auch zum Beispiel für den Entwickler ist. Hat er dann kriegt er einen sehr hohen Tagessatz oder gibt es einen Pauschalbetrag, also kriegt er irgendwie eine große Summe und muss dann halt aber einen bestimmten Termin abliefern. Das ist alles davon abhängig. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Möglichkeiten quasi diesen Vertrag zu gestalten, seine eigenen Rechte wahrzunehmen. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite einen genauso fähigen Entwickler und die meisten der fähigen Entwickler sind eben nämlich keine Freiberufler, sondern das heißt, sind Angestellte. Und bei den Angestellten hast du nämlich das Problem, dass da die Gestaltungsfähigkeit praktisch nicht existiert.
Ja, weil das Arbeitsrecht da ziemlich eindeutig ist, nach dem Motto, da gibt es auch, glaube ich, sogar höchstrichterliche Entscheidungen auch mehrfach schon zugegeben, dass halt, wenn du halt bei einem Arbeitgeber arbeitest, als Angestellter und im Zuge dieser Tätigkeit bei diesem Arbeitgeber Werke schaffst, gehen die Rechte automatisch auf den Arbeitgeber über. Das heißt, irgendwie, da hast du gar keine Möglichkeit, in das Lizenzrecht irgendwie einzugreifen, dass du zum Beispiel sagst, so, okay, Chef, du gibst mir jetzt im Jahr irgendwie nur 60.000 Euro irgendwie und dafür willst du jetzt ein exklusives Nutzungsrecht für die Software haben. Ich arbeite mit dir als Senior Software Developer, also ich bin halt kein Blöder, ich bringe auch noch weiter einen Neurotransfer in deine Firma, weil das wird ja auch bezahlt, das haben wir nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um die, das Geld wird man nie nur für die Werke, auch wenn das nämlich die Verwerter ganz gerne immer erzählen. Mhm. Übrigens, die Verwerter sind so auf die Studios, beziehungsweise die Publisher. Mhm. Sondern man kriegt es ja auch für Wissenstransfer, was ein super wichtiger Punkt ist bei Softwareentwicklung. Und das heißt, du kriegst eigentlich einen relativ kleinen Betrag. Also ein Beispiel, 60.000 Euro im Jahr, das sind beim guten Senior sind das 60 Tage. So, 60 Tage gegen 365 Tage, das ist das Verhältnis. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Mann mit den 365 Tagen kriegt ja noch mehr. Der kriegt zum Beispiel einen Arbeitsschutz, ne, also Kündigungsschutz und so weiter. Der hat eine Haftung natürlich, er ist nicht haftbar, wenn er Fehler macht oder grobe Falschigkeit. Bei grober Falschigkeit kann er maximal nur den Job verlieren, aber er kann halt nicht irgendwie mal per Privatvermögen haftbar gemacht werden, zum Beispiel. Oh. Also, das sind die Vor- und Nachteile, das muss man ganz klar sehen. Jetzt geht es aber darum, finde ich der Meinung, müsste man trotzdem das sagen, ich finde es trotzdem immer noch unausgewogen, weil einfach. Die grobe Fahrlässigkeit beim Entwickler ist wirklich selten. Also das muss man ganz klar mal so sagen. Also da müsste man schon wirklich alle Regeln der Kunst missachten. Den Stecker bei den PCs, die gerade Rändern rausgezogen sind. Ja, nach dem Motto, ich mache einen Webshop, lasse ich entwickeln aus meiner IT-Abteilung, aus meiner Entwicklungsabteilung. Und egal welche Username und Passwort ich eingebe, er kommt immer rein mit Admin-Rechten. Ja. So, weil ich einfach sage, so, das Formular ist mir egal, solange er den OK-Knopf irgendwie trifft, ein halbes Jahr Zustand ist er drin. Das wäre grob fahrlässig, ja. So, macht aber kein Mensch, nicht in diesem Planeten. Also ich gebe das nicht, sofern er bei geistlicher Gesundheit irgendwie noch ist. Und deshalb ist es einfach vermessen zu glauben, irgendwie, das heißt das große Argument, irgendwie, warum man jetzt irgendwie diesen kleinen, vergleichsweise kleinen Betrag, also wie gesagt, wir haben hier 365 Tage, wir haben hier 60 Tage, die gleiche Summe. Ja, da habe ich dann komplettes Gestaltungsrecht für den 60 Tagen, also wo er eigentlich viel mehr Kohle verdient, aber ich billige ja auch im Umkehrschluss ihm auch ein viel größeres Gestaltungsrecht zu, was die Lizenzgeschichten angeht, wogegen ich den Angestellten, der überhaupt kein Gestaltungsrecht hat, außer den Arbeitsvertrag, wo er genau solche Sachen lustigerweise auch gar nicht irgendwie neu regeln kann, weil das ja wie gesagt Gesetz ist, ja, also das ist ganz klar geregelt irgendwie, der Arbeitgeber kriegt alle Rechte, Punkt. Ja, das heißt, da kommt, also nur mal kommt er nicht raus, sondern auch für Arbeitnehmer gilt irgendwie, er kann das jetzt nicht mit dem Vertrag irgendwie groß für sich verbessern. Das funktioniert meines Wissens zumindest nicht, weil das würde ja gegen ein Bundesrecht verstoßen und ich glaube, beim normalen Parteienverträgen, glaube ich, sind die ja eh gleichberechtigt erstmal. Da geht es ja immer um die Verhältnismäßigkeit und guten Laumen und bla. Also wie gesagt, da hatte ich für ein Gerücht irgendwie, dass das dafür herhalten kann, dass er halt so damit jetzt leben muss. Und ich finde, meine These, sage ich mal, Arbeitsthese da wäre, dass man sagt, okay, das Gestaltungsrecht, was die Lizenz angeht, kann wieder wahrgenommen werden. Von dem Entwickler zum Beispiel, der als Angestellter irgendwo arbeitet. Natürlich hat er trotzdem die ganzen Arbeitsschutzmaßnahmen trotzdem noch drin. Und natürlich muss aber auch trotzdem natürlich die Begehrlichkeiten des Arbeitgebers, also des Verwerters, natürlich auch trotzdem noch irgendwo dabei sein. Da wäre zum Beispiel meine Idee, ich mag auch sehr blauäugig sein, ich habe es auch tatsächlich, dass man sagt, okay, solange der zum Beispiel da arbeitet, hat der Arbeitgeber tatsächlich ein exklusives Nutzungsrecht. Allerdings, fünf Jahre zum Beispiel, nachdem er dann nicht mehr arbeitet, verfällt das exklusive Nutzungsrecht und dann muss eventuell gegebenenfalls nachverhandelt werden. Oder man sagt, das wird dann runter, könnte man zum Beispiel streiten, ob man sagt, das fällt komplett weg, das Nutzungsrecht, oder man sagt, das verfällt nur zu einem einfachen Nutzungsrecht. Das heißt, er kann es zwar weiter verwenden, aber dürfte nicht mehr weiter verkaufen. Zum Beispiel interessant für Firmen, die zum Beispiel für sich selber entwickelt lassen haben in der Entwicklungsabteilung, dann könnten sie es erstmal weiter verwenden, könnten es aber nicht weiter veräußern. Und wenn sie es dann doch mal irgendwann tun, dann müssten sie ihn halt wieder an den Tisch holen. Und ich sehe einfach ehrlich gesagt nicht ein, warum Künstler,
da ist nämlich genau dasselbe bei Musikern zum Beispiel. Da hatten wir damals mit einem großen Majors, da gab es Verträge, ja, also so Leute wie Joe Cocker oder Prince, die können da Lieder von singen. Sprichwörtlich. literally. Dass sie einmal einen Vertrag unterschrieben haben quasi und alle Rechte damit quasi abgegeben haben und müssen es aber die ganze Zeit produzieren und können nie wieder nachverhandeln. Selbst ihre Enkel nach dem Tod hätten müssen noch ein paar Jährchen warten. Also das funktioniert, das kann einfach nicht sein. Da haben wir schon die Erkenntnis, dass es sagt, das geht so nicht. Wir müssen da die Lastschrift deutlich reduzieren, wir müssen die Rechte der Urheber stärken. Den Softwarebereich hat man komplett vergessen. So, und deshalb sage ich da, hey, lass uns das so machen, das zumindest mal versuchen zu diskutieren. Das ist natürlich aus der Sicht der der Verwerter, also des klassischen Softwareproduzenten, also des Chefs des Studios oder des Publishers, der hat natürlich erstmal kein Interesse. Weil aus seiner Sicht ist der Status quo perfekt. Ja. Er gibt relativ überschaubar Geld aus, bekommt ein unendliches Nutzungsrecht für alles, was der Typ mal gebaut hat. Ja, danke. Ja. Das heißt also, guter Deal, ja. Ja, und das Problem ist, deshalb ist aber genauso blauäugig zu glauben, dass jemals sich das auf normalen Wege normalisieren wird. Da kannst du eigentlich nur noch gesetzlich entgegenwirken, indem du halt sagst, okay, dieser Passus, dass der Arbeitgeber automatisch ein Recht auf alle Erzeugnisse, auf alle Werke dieses Softwareentwicklers bekommt, der muss weg. Weil wenn das nämlich weg ist, dann muss er verhandeln. Und sobald du ihn wieder nämlich an den Tisch geholt hast, dann können auch wieder, sag ich mal, vernünftige Verträge entstehen. Natürlich ist es natürlich auch Gefahr für Arbeitnehmer, darf man auch nicht vergessen. Es kann natürlich dazu führen, dass zum Beispiel, dass es dann ein Lohndumping plötzlich versucht wird. Man sagt so, pass auf, du hast jetzt ja die Rechte, aber es zahlt ja auch weniger. Da müssen wir halt gucken, irgendwie, dass man das irgendwie regelt. Das könnte man, da fällt mir natürlich vielleicht stark das BGE an übrigens. Ja. Na, das ist auch wieder mal, ja. Das greift ja wirklich in all solchen Dingen immer wieder rein. Das ist eine schöne Verzahnung, die du immer wieder hast. Was mich da jetzt nur interessiert, weil gerade bei Software ist es ja so, dass du in der Regel ja nicht alleine Urheberrecht bist. Also wenn du jetzt, egal welches Softwareprojekt, hast du ja nicht mehr den einen Menschen, der im Tunnel sitzt. Die ist bei Musik auch nicht. Bei Musik auch nicht. Also, genau. Sprich, du hast ja mehrere Urheber, die immer einzelne Abschnitte... Ja, er hat schon beantwortet. Bei Band, bei der Musikband, wie läuft es denn da? Wie läuft es denn bei den Rolling Stones? Da hast du auch mehrere Urheber und die sind beide benannt und natürlich wird das dann entsprechend aufgeteilt. Also werden halt die Tantiemen halt aufgeteilt. Das ist bei Urhebern, wenn wir beide jetzt zu einem Unternehmen gehen und wir beide programmieren euch jetzt eine tolle Software, aber machen einen Werkvertrag mit denen. Ich mache übrigens nichts, ich bin ein schlechter Programmierer. Dann kannst du PHP entwickeln, wenn du ein schlechter Programmierer bist. Nee, ich kann nicht mehr das. Nein, ich meine PHP entwickeln, nicht in PHP entwickeln. Das ist der wesentliche Unterschied gewesen. Oh. Verstehe auch Programmierer, ich zum Beispiel. Nehm dich beim Wort. Ich verstehe dich, ja, ich bin ganz schlecht. Echte Entwickler würden niemals PHP anfassen. Aber egal. Hat was. Es hat was Interessantes, PHP. Ja, das sagt auch der Erfinder. Er sagt immer so, er sagt von sich selber so mal irgendwie, ich bin eigentlich ein ganz schlechter Programmierer, aber ich. Aber du versuchst so lange rum, bis es funktioniert. Na, es tut weh im Kopf, PHP zu programmieren, aber es ist eine interessante Art. Ja, ich sag mal so, da hat einer mal gesagt, es funktioniert, also ganz kurz off-topic, es würde ja funktionieren. Und da habe ich gedacht, das kann man, eine nette Analogie dazu, es funktioniert ja irgendwie, ist ein Zimmermann, gebe ich kein Zimmermannshammer, sondern ich gebe eine Gabel. Ich wette, er kann mit der Gabel auch die Nägel einschlagen. Es wird irgendwie funktionieren. Die Frage ist, ist das zielführend? Will er das? Und will er sich das antun? Ich sage nein. Aber egal, wieder zurück zum Thema. Zurück. Ja. Wir bräuchten eigentlich wirklich einen richtigen Moderator, der natürlich... Ich sollte das eigentlich machen, aber das Problem ist, eigentlich soll ich das machen. Das Lustige ist an der Sache eigentlich... Wir haben das Problem einfach, dass das natürlich jetzt im klassischen Videospielbereich natürlich das Urheberrecht da auch vertreten logischerweise ist. Haben wir auch schon, so Add-ons, Modifikationen, Patches, Decompiling, das ist alles da drin. Das haben wir auch alles schon abgeatmet. Also was wir eigentlich in diesem Bereich machen konnten, haben wir eigentlich schon komplett mehrfach abgegrast. Aber die wollte ich ja gar nicht als Verwerter jetzt irgendwie mal was quatschen, könnte ich natürlich, aber da dachte ich jetzt irgendwie, der Herr Meier wäre mal da oder der Herr Kossett wäre mal da. Ja. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur
da wir alles abgefrühstückt haben, wir könnten die restliche Zeit über die Leute, die nicht da sind, lästern. Nein, das machen wir lieber nicht. Ach so. Hier wohne ich nämlich in Berlin. Ach so, ich bin ja schnell weg. Ja, kann ich ja machen. Ja, nee, dann ich werde das mal aber unkommentiert lassen. Nee, das machen wir nicht. Ich will nur mit Mimik arbeiten. Das ist ja... Keine Fotos. Was ich sage. Ja, ja, weiß nicht. Brauchen wir noch, haben wir noch Themen? Also ich habe prinzipiell eigentlich alle meine großen Themen. Ich will jetzt mal sagen, falls wir Zuschauer haben, ich würde fast bezweifeln. Ich weiß nicht. Ich müsste mich ja Adpiration anfüttern, weil wenn ich da irgendwas kriege, in einer konkreten Frage. Oh, aber in Hamburg, das ist quasi, das sind. Hamburg? Die mit dem Herzen, das sind Piraten Hamburg. Das sind ja, die habe ich auch schon ganz doll gekruschelt. Ich sage extra gekruschelt, nicht gekruschelt, weil nämlich die haben nämlich das Video vom GEMA-Tag nicht gelinkt, aber die noch endlich weiß hat den GEMA-Blog auf der GEMA-Seite. Und da dachte ich nur so, Leute, das üben wir nochmal, ne? Mach ja bitte. Also, erstens, wie lange hostet die GEMA einen Blog und einen Audiopod, der eher nachteilig ist? Und wie lange hostet YouTube ein Video, was viele, viele Klicks hat und ungeschnitten ist? Die Zeit. Ja. Ja. Okay. Ja, aber du hast nichts bekommen, dass wir total doof sind. Nee, wir sind, also zumindest habe ich kein Shitstorm gekriegt. Nö. Noch nicht. Kein WLAN hast. Am Handy habe ich WLAN, das ist das Allergeilste. Am Handy habe ich WLAN, ist so unglaublich. Ja. Aber mein super duper neues Acer Aspire irgendwie will nicht, die war es nicht hier. Du hast doch die andere, das kann ich. Aber ich leite hier auch nicht die IT, deshalb. Naja. Ja, das hat ja das andere, der hat auch gesagt. Das hat auch nicht hingehauen. Nee, das ist ja, das ist da gleich beschweren. Der schläft da meinst du? Nee, der Mensch ist. Ach so, der immer mit seinen Kopfhörern nicht. Kannst du von da aus. Ich weiß, was Pirat. Sein Apfelprodukt. Ja. Ja, das ist jetzt egal. Lesen kann ich auch auf einem kleinen Display. Ja, das ist okay. Aber ich weiß, ist die Nerds denken immer, die haben die dicken Brillen und so, aber. Brauchen wir nicht, wir können ohne Brille lesen. Ja. Die Zeit der CRTs ist vorbei. Ja, kannst mich anmelden, du kannst nicht gucken, ob ich einen Shitstorm gekriegt habe. Ob du einen Shitstorm gekriegt hast? Ich bin ja auch auf diesem Twitter, in diesem Interweb. In diesem Interweb? Ja. Also, ich habe gar nichts bekommen, ich habe überhaupt nichts bekommen. Ja, du wusstest ja nicht, wie du auch bist. Ja, doch, schon, aber manchmal so eine Behälter. Wie ist das so als Lückenfüller noch nebenbei? Immer rein. Ja, bitte. Bitte herum. Bitte! Wir müssen der Zeit totstellen. Ich habe eigentlich, bei diesen Buyout-Verträgen, ein Verwerter sämtliche Rechte mit einmal kriegt, eine ziemliche ambivalente Haltung, weil ich sie grundsätzlich aus Sicht der Verwerter halt nachvollziehen kann, weil wir halt auch wissen, dass... obwohl ich wirklich sonst immer der Urheber bin, aber ich möchte es kurz erklären, weil erstens, wir wissen, dass Urheber, und ich komme halt, wie gesagt, eigentlich mehr so aus den Institutionen, Musik, Airplays, deswegen habe ich Leistungsschutzrechte gesetzt, das war nämlich falsch an dem Punkt, GVL, aber Künstler können schwierig sein und Künstler können auch habe ich gehört, die auch. Die sind grundsätzlich so, das gehört zu deren Philosophie wahrscheinlich. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, dass du froh bist, wenn du denn was in Auftrag gegeben hast und dann kommt sowas Tolles raus und der menschlich aber so daneben ist, dass es doch eigentlich sinnvoller wäre, dass du ihn ganz normal auszahlst in dem Moment für die Leistung, die er gebracht hat. Und dann im Falle eines wirtschaftlichen Erfolgs, du ihn entweder nicht, also dann kannst du über Beteiligung reden oder aber halt nochmal nachhandelst oder auszahlst. Hier haben schon welche geschrieben, übrigens ganz kurz mal. Im Softwarebereich würden sich Urheberrechtslizenzen stark mit Verbraucherschutz überschneiden. Ja, das stimmt, das ist haben wir schon sehr oft festgestellt. Das war ja auch kann meine Anfangsthese. Es ist eine Option, so, dass natürlich so. Es gibt auch ähnlich wie bei Musik natürlich auch bei Software und natürlich auch einen riesigen Rechtekatalog. So, das ist natürlich so, dass dann halt insbesondere wenn ein Studio platt geht, dass natürlich versucht wird, das Letzte, was sie halt machen, ist halt ihr Rechtekatalog verkaufen. So, noch ein bisschen quasi um die letzten Schulden noch zu tilgen. So, und das werden dann oft auch von Publishern eingekauft. Weil die können sich dann ja immer irgendeinen Schuh suchen und dann halt sagen, mach mal das Spiel zu bla. So, und die liegen dann natürlich auch rum. So, und die Rechte so daran ist natürlich irgendwie das Beste, was man haben kann. Und
du kriegst natürlich als Firma so eine Beteiligung, aber irgendwie ich sehe, weil du jetzt wahrscheinlich bei denen arbeitest, ich sehe das mit den Publishern etwas kritischer. Ich weiß nicht, da wie da genau die Beteiligung ist, aber natürlich sehe ich das so, dass die Publisher durch einen längeren Hebel sitzen. Also die machen nicht nur das, was du beschrieben hast, sondern auf einer Seite, was gut ist, die achten darauf, dass du halt dein Spiel irgendwann mal fertig kriegst, dass du es auch rausbringst. Der Nachteil daran ist, die reden dir rein, was du dann machen sollst und was nicht. Und die Personen das, weil um die Verkaufszahlen natürlich zu erhöhen, versuchen sie das natürlich mit Mainstream. Das hat der Fokus. Wie in jeder Branche, Filmbranche, Musikbranche. Genau. Versuchen das halt, reden die ein, weil sie dir halt das ganze Projekt vorfinanzieren. Aber dazu muss man sagen, das ist aber auch sinnvoll. An einigen Punkten ist es sinnvoll, dass du es halt nach 4 Jahren rausbringst und nicht erst nach 6 oder 7 Jahren so, weil du halt meinst, dass du noch ganz dringend dieses Feature brauchst, was du am Ende vielleicht aber gar nicht brauchst. So, aber es ist halt wie immer ambivalent. So. Also ich sehe das so, dass entscheidend, also ich. Klar, ist es tatsächlich. Ich weiß aber, wie die Aufteilung ist bei den Verträgen, bist du. Nein, die Frage, ob das ein Geschäftsmodell einfach wäre für Entwickler und für Computerspiele Ingenieure. und zwar, dass sie halt nicht beteiligt werden am Gewinn, sondern dass es halt so eine Art Wirtschaftsklausel gibt im Falle eines wirtschaftlichen Erfolgs bei Summe XY der Verkäufe von prinzipiell gibt es eine Nachzahlung, ganz einfach. Je nachdem, was Firma das ist, es gibt diverse Studios oder auch Publisher, aber meistens sind Studios oder Firmen generell, dass die halt die versuchen es zu bestellen, Options, ne? Dann sagen die halt einfach, halt einen Bonus, das ist ganz klar, der IT wird verbreitet, ne? Tiefvereinbarung, wenn du nur das Projekt in deinem Bereich bis dem Monat oder bis zu dem Zeitpunkt was abgeschlossen hast und hast so wenig, oder hast keinen großen Fehler oder musst nicht groß nachbessert werden, dann hast du das volle Ziel erreicht, das ist ein voller Bonus. Ja. Oder es gibt, halt entweder einmal so eine X, oder es gibt Sachen, es gibt eine viel größere Summe in Y, aber als Options. Wenn zum Beispiel eine Aktiennotiert, eine AG zum Beispiel ist, das gibt es auch ganz häufig. Allerdings ist das natürlich was völlig anderes, als wenn du eine Beteiligung bekommst am Gewinn. Ja, also das ist ja in der Regel, wie gesagt, weil das Geschäftsmodell ist ja wie gesagt Vorfinanzierung wie beim Film. Da ist ja, aber du hast ja auch 54 im Urhebergesetz, Paragraph 54 angemessene Vergütung. Ja. Einfach mal. Dann in dem richtigen Fall also steht. In der Regel wenn du so einen Klassiker hast wie FIFA oder so. Ja, du hast hier ja, wie gesagt, oft auch den Fall, wie gesagt, bei den großen Publishern, dass sie auch zeitgleich Urheber sind. Und da ist es so, das erste Geld, was damit geht, erstmal an den Publisher, dass er seine Kosten. Zum Recruiten, das ja, genau. Ist und sicherlich wird es eine Gewinnbeteiligung geben. Und dann wird der Publisher natürlich noch Geld annehmen, wenn du sagst, du hast vielleicht ein Nachfolgeprojekt, ja, dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen von dem, was du gewünscht hast, und das stecken wir gleich in euer Projekt rein. So. Dass halt quasi gleich die nächste Anschubfinanzierung gesichert ist. So. Dann natürlich auch hier, ne, die Leute wollen was essen, die Leute haben ein Projekt rausgebracht, das finden wir ganz toll und da wollen sie einen Bonus haben, damit sie sich einen Urlaub auf Mangel leisten können oder so. Wird es geben, ja. Aber. Das ist nicht die Praxis. Kommt drauf an. Also Boni werden bezahlt. So. Ja. Das gibt es. Boni gibt es. Genau, das ist aber auch kein neues Konzept. Das gibt es eigentlich nicht nur in der Spieleindustrie, in den Publishern, sondern das gibt es halt überall in IT. Ja. Das hast du bei Admins, das hast du bei Producern, das hast du bei allen möglichen Abteilungen und Jobs. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Deshalb irgendwie, mal klar, man kann es darüber machen. Ich halte das aber zum Beispiel für ein Problem, was muss zum Beispiel, wenn die Firma pleite geht. Was macht dann die nächste Firma, die dir zum Beispiel dann die Rechte aufkauft von einer alten Firma zum Beispiel, die es liquidiert zum Beispiel? Dann ist der ehemalige Entwickler, der dann nicht mehr arbeitet, ist dann komplett raus aus der Nummer. Da haut jetzt ja genau mein Ding an. Was basiert doch denn noch darauf? Also wenn eine Firma pleite geht und dann ein anderer Verleger kommt und die aufkauft, kauft er ja dieses Gesamtpaket. In diesem Gesamtpaket ist ja das Bindel von dem anderen. Jetzt verstehe ich. Ja, okay, wenn man das natürlich so machen würde, wäre das natürlich nicht schlecht. Was machst du, wenn das Studio pleite geht? Gab es auch schon oft genug. Wenn das Studio pleite geht, dann weiß ich nicht, wie sind die Leute, sind die da angestellt, die im Studio arbeiten, oder sind die freiberuflich? Ja,
das hängt immer noch an. Die Freiberufler haben natürlich die geringsten Probleme mit haben, weil genau. Die haben ja irgendwie Gestaltungsmöglichkeit. Die interessieren mich eigentlich in der Regel auch nicht deshalb wirklich, weil, sorry, aber die können wirklich komplett ihren Vertrag ausgestalten. Also da haben völlige Vertragsfreiheit quasi. Das, also fast völlige zumindest. Also sind wie sich geht natürlich auch nicht, aber na, so. Das schließt sich auch mal aus. Aber die meisten haben ganz normale Angestellte. Und da hast du genau das Problem wieder, was in der Schule pleite geht. Das gab es ganz oft. Also ich denke, ein einfaches Beispiel, kennt jeder. Ich sage nur ein Schlüsselwort, einen kleinen Satz. When it's done. Oh ja, Duke Nukem Forever. Das Spiel, das 14 Jahre in Entwicklung war. Und diverse Studios verschlissen hat. Ja. 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 Das ist alles klar? Ja. So, ja. Das ist ein Paradebeispiel, genau, und da wird es mich wieder knacken. Mhm. Na, jetzt kam man wieder mal ein neues Studio, hat wieder das alte Studio quasi übernommen, quasi die ganzen Entwickler auch wieder übernommen teilweise. So. Dann gab es nur wieder einen, das hat dann nur die sind da jetzt bitte, wo wurden da wieder die Begehrlichkeiten der Entwickler berücksichtigt? Nirgends. Na, das ist genau der Punkt. Deshalb meine ich ja, aber wenn sie dann natürlich sagen würden, okay, wir haben aber hier noch Lizenzrechte und lalalala, ihr müsst mit uns reden. Weil zum Beispiel der komplette Bereich da, also wir reden nicht von 10 Zeilen, ja. Weil da könnte ich sagen, scheiß drauf, die umschreibe ich anders. Ja. Na, es gibt ja, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, ich will ja nicht, dass solche, dass das Sourcen oder das einfach Werke, die halt allgemein oder triviale Geschichten abfedern, ja. So in Hello World zum Beispiel, kannst du zum Beispiel unmöglich zum Beispiel als, irgendwie veräußern als Lizenz. Weil das ist halt trivial. Ja, also diese Wahlschleife habe ich geschrieben. Und dieses zweite Space, das ist mein Markenzeichen. Nur um das klarzustellen, weil das werden auch viele Leute, falls einer schreibt, macht es, versucht es, aber das argumentiert bei mir nicht. Das wird es nicht geben. Das gibt es auch jetzt schon. Nee, es steht auch im Urheberrecht schon drin, dass halt irgendwelche Trivialgeschichten gar nicht geschützt werden können. Schöpfungshöhe. Ja, das ist Schöpfungshöhe. Ja, genau. Also genau, das ist die Schöpfungshöhe, genau. Und das ist aber bei Software nochmal extra betont, glaube ich. Da gab es einen eigenen Paragraphen für. Irgendwie 90er, glaube ich. Aber müsste ich suchen. wie gesagt, die müssten dann quasi neu verhandeln, weil sie dann halt wieder in dieser guten Position wären. Und so wären natürlich auch zum Beispiel auch gezielte und gewollte Studio bleiben, auch keine Option mehr. Das gibt es nämlich auch durchaus. Ne? Dass halt man sagt so, wie kann ich zum Beispiel Ansprüche von Dritten ganz schnell mal umgehen? Wir lassen das Ding mal ganz offiziell gegen die Wand fahren. Wir sind alle wieder Gesellschafter, uns kann man ja bequemlich rankommen. Dann machen wir irgendwo anders eben schnell auch wieder eine kleine neue Gesellschaft auf. Die kauft dann quasi unsere alte Gesellschaft nämlich dann wieder auf, die Rechte davon, weil kriegen wir sehr viel Abo und Ei, ist ja pleite. Und da wir eine neue Geschäftsform sind, aber die Rechten von den ganzen anderen Zubringern alle in die alte Geschäftsform gingen, sind wir wieder fallen raus. Versucht mal die Insolvenzpartei Dings zu holen. Und dann haben die aber trotzdem das ganze Portfolio für ein Abo und Ei gekriegt. Nee. Und vor allem hätten sie so auch die eventuell sogar Gehaltsforderungen von der alten Firma, wären auch vom Tisch. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das wäre ein super einfacher Weg, wird übrigens sehr häufig gemacht. Weißt du wo? Klingt ein Geschäftsmodell. Ja, wird auch so gemacht. Ich weiß auch, weißt du wo? In Deutschland sehr, sehr beliebt. Bei Agenturen, bei Softwareagenturen, die da halt Projektarbeit machen, die aber keine Freiberufler einstellen, sondern Leute zum Beispiel auch für vermeintlich hohes Gehalt Leute einstellen, aber als Angestellte, die legen auf diese Projekte an. Und wenn die sich verzetteln und ihre Leute nicht mehr bezahlen können, dann gehen die einfach sofort insolvent und machen zwei, drei Tage später woanders wieder eine neue Firma auf. Das ist das Normalste der Welt, das machen die ständig. Und die haben sogar die Stirn und schreiben dich dann auch wieder an, ob du nicht für die arbeiten möchtest, Projekte machen möchtest. Das klingt wie selbst passiert? Kenne ich auch, ja. Das gibt es ganz häufig. Das ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Und da gibt es auch Prozesse und so. Aber ich will nur sagen, das würdest du auch mit so einer Sache natürlich komplett vom Tisch haben. Weil mein Anspruch würde immer noch durchschlagen. Mhm. Ne? Weil der nächste wird dann so, schön, dass ihr jetzt mit mir nicht mehr reden wollt, weil ihr denkt, ich will für euch eh nicht arbeiten. Nur ich bin immer noch in einer sehr guten Situation, dass ihr mit mir reden müsst, weil ihr wollt meine Erzeugungsseite verwenden. Ja. Genau. Oder wenn der Zwischenhändler dann pleite geht, die Agentur geht pleite, aber der Kunde von denen hat ja den immer gezahlt, dann kann ich sagen, Ding Dong. Auch schönes Beispiel hier, ja, Activision.
Da haben sich die Leute ja auch zerstritten, das Team hat sich zerstritten. Da sind dann einige weggegangen, haben eine eigene Firma dann aufgemacht. Da kannst du es ja genauso sehen. So, da haben dann quasi einige, die sind halt da geblieben, die hatten dann ihre Rechte an ihren Anteilen und sind andere, die hatten dann so an ihren. Da kannst du natürlich auch ein Projekt komplett zu Fall bringen, indem sie sagen, nö, wir rücken das nicht aus, dann müssen sie quasi ihr Ding einschnappen oder umschreiben oder wie auch immer. Ja, so, aber weil das muss ja auch passieren. Das heißt, würde es also eine Institution helfen, die wo alle so eine Programmierer? Im Prinzip, ja, sowas. Nur halt vielleicht nicht so tiefgreifend und so. Ja, wir haben sowas im Prinzip schon bei ja, das ist das. Da haben wir jetzt Lizenzmodelle, wo ganz viele Leute quasi Urheberrecht haben, weil sie ganz viele Leute an einem gemeinsamen Projekt programmieren. Aber sie haben sich halt fest. Also naja, Open Source heißt erstmal noch gar nichts. Das heißt erstmal nur, dass der Quellcode ist einfach freigeben, du kannst da reingucken. Ich kann da reingucken. Das heißt noch nicht, wie ich ihn verwenden darf. Das kommt nämlich erst später. Ja. Dann hängt nämlich einfach, was Lizenz ich nehme. Und wenn ich zum Beispiel eine Lizenz habe, die ganz klar sagt so, ihr müsst mich über benennen oder ihr dürft mein Source zum Beispiel, wie bei Apache zum Beispiel, nicht weiter verändern, also, dann sieht es ja schon anders aus. Also Lizenzen wie GNU und so, da kommen ja aus dem Softwarebereich und das ist ja auch mit Linux entstanden. Davon leitet sich ja indirekt, glaube ich, auch die CC-Lizenz. Die GPL ist, wenn ich mich nicht völlig irre, eine Weiterentwicklung. Warte. Ich hab's. Ich muss mich kurz überlegen. Das war eine GPL, kam ja. Also erst kommt Open Source, dann hast du diesen ganzen Public-Domain-Kram, genau. Shareware und so. Und dann kam irgendwann die GPL-Geschichte, genau. Und die wurde ja für Linux. Und die Public-Domain-Geschichte hat sich ja abgeleitet, das ist jetzt Philosophie mit Kant und den ganzen Dreck, weil ne, das ist allgemein gut. Public-Domain gab's ja schon. Also das gab's ja schon. Nach dem Datenschutzrecht. Ja, das ist Public Domain, das ist genau der Punkt. Ja, da gab es, also dieser Public Domain gab es ja schon vor Software. Es ist nur so, dass du zum Beispiel in Deutschland kannst du nicht sagen, mein Werk ist gemeinfrei. Du kannst das nicht so. Du hast dein Urheberrecht, ob du willst. Ja, das Urheberrecht ist immer. Gemeinfrei ist ja quasi, wenn du so willst, das Ende des Urheberrechts. Du kannst das ja trotzdem noch aufteilen, dass du einerseits hast, ich bin Urheber, trotzdem gebe ich das, was ich geschaffen habe, den Leuten. Ja, du kannst natürlich sagen, ich mache jetzt über CC-Lizenz, was auch immer, und dann könntest du nutzen, wie du willst. Also gemeinfrei ist ja das, was passiert, wenn das Urheberrecht endet, eigentlich. Das Public Domain, also das Gemeinfrei, was du meinst, was vorher auch das Public Domain eigentlich herkommt, als Idee oder das Gedanke, das kommt nach dem Datenschutzrecht, nach den 70 Jahren, wenn er tot ist. Ja. Dann ist es nämlich Beethoven zum Beispiel. Das ist hundertprozentig Public Domain. Ja. Ne? Also da kann dir keiner was erzählen. Du musst auch gerade kein GEMA zahlen oder so etwas, weil es das Ganze zu trillern, pfeifen, was auch immer, machen, bis der Arzt kommt. Auf die Bearbeitung an. Also Beethoven ist auch schwierig. Also, es gibt Bearbeitungen, die von ihren Komponisten so eingängig sind. Das ist lustig, genau. Das ist aber dann die Schöpfungshöhe. Hat quasi der der überarbeitet hat, ein neues Werk geschaffen auf dieser Basis. Also hat er quasi eine Schlüssel. Das sind schöne transformative Werke. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil da werden sich vor Gerichten regelmäßig übelst gezopft, weil woran machst du das fest? Das ist ein extrem subjektiver Begriff eigentlich. Also wenn ich jetzt einen Warhol da habe, einen klassischen Warhol, sagen wir, das ist ein Werk. Wenn ich das jetzt verändere, ab wann ist es denn bitte jetzt ein neues Werk? Ab dann, wenn ich es sage, dass ich etwas geschaffen habe. Genau, und der Richter ist dir auch glaubt. Was sagt und der Richter ist dir auch glaubt. Im Prinzip ist nämlich erst dann bewiesen, wenn der Richter es mir glaubt. Aber es ist erstmal, wenn du selbst sagst, ich habe jetzt was geschaffen. Genau. Dann geht man in die Richtung. Richtig. Aber auch noch von anderen. Aber das kann ein anderer, genau, der andere, der vielleicht sagt so, nee, das sehe ich aber vielleicht, ich finde, Warhol darf man nicht so verschandeln. Ja. Hast du ein Problem? Geht's los. Ja. Genau. Das ist ja the point. Ja, und Warhol hat zum Beispiel in seinen Werken wunderbar ständig andere Fremdwerke verwendet. Übrigens. Das ist auch so ein wunderbares Beispiel. Der hat Dosen abgebildet, Marilyn Monroe abgebildet, das waren alles Dinge, die hat er nicht erfunden. Ja? Also er hat weder. Er war nicht der Vater von Monroe, er hat weder diese Dosen von. Er hat keine Dosenfutter hergestellt. Ja?
Und den Siebdruck, als Technik hat er zwar auch nicht unbedingt, aber er hat ihn sehr, sage ich mal, nach vorne gebracht. Aber das kann man ihm jetzt auch nicht unbedingt als Erfinder zutüten. Also, was hat er eigentlich gemacht? Er hat neue Schöpfungshöhe geschaffen. Das war, was er geschafft hat. Er hat verschiedene Werke genommen und sie so miteinander in Verbindung gebracht, dass er ein neues Werk geschöpft hat. Das ist, was er geschafft hat. So, wenn du das jetzt, das wäre ja quasi, er hat es quasi geschafft, den Beethoven neu zu verwenden. Das wäre ja quasi die Analogie jetzt wieder zur Musik. Mhm. Ja? So, was machst du jetzt aber zu jemandem, der einfach nur ein Foto macht von der Club-Mate-Flasche und sagst, das ist mein Werk? Ist das jetzt ein Stillleben? Ist das dieses Stillleben jetzt ein neues Werk? Oder bin ich einfach nur ein ganz böser Markenmissbräuchler? Lichtbilder sind seit neuestem urheberrechtlich geschützt. Lichtbilder ja, aber nicht, wenn ich jetzt meinetwegen abzeichne oder nur das Logo abzeichne. Ja gut, das Logo. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist Gott, du hast ja recht, der Fotos ist was anderes, stimmt. Ich verstehe dich. Ja, die Hobby hören auch noch auf ich. Ach, da guck mal, kommt keiner mehr zu, ich bitte dich. Ja. Die haben sie doch schon längst alle vergraut. Wahrscheinlich drängen die sich schon alle vor dem Notkanal zu Hause. Ja, oder Selbstmordwort, ne? Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich bin ja. Du bist ja ganz schlimm. Du bist ja auch von kompletter Stelle. Ja, ja, kompletter Stelle. Die sind ja ganz schlimme Menschen. Das ist gute Werbung. Ja, okay. Die Werbung hätten ja dann auch gehabt, wenn sie gekommen wären. Ja, wenn sie kommen werden. Aber. Also ich will dir nachher echt versuchen, alles zu erreichen, weil ich finde das sehr merkwürdig. Das müssen wir mal anschauen. Die haben auch nicht abgesagt, gar nichts. Nee. Ne? Unabhängig davon, dass die Tür unten zu ist. Ich weiß, hier auch reinzukommen. Nee, da ist doch so ein. Da hängt nichts, weil wir waren und gerüttelt haben und da. Dann hat jemand weggemacht. Wahrscheinlich, aber ja. Das war auch sogar zweimal abgeschlossen. Aber wir hatten Glück, weil es kam jemand und ich dachte aber, wenn, dann würde er dich anrufen. Ich habe keine Ahnung von nichts. Genau. Ja, du rufst doch mal den Pavel an. Das ist einfach unzuverlässig. Aber er hat mich auch nicht angetwittert und mein Twitter-Name ist wirklich bekannt. Ja, dann ruf ihn trotzdem an. Mach mal. Benutze mal diese alte Kulturtechnik des Telefonierens. Ach Gott. Analoge Kommunikation. Digitalisiert. Mit dem ich reden muss. Zumindest in kleine digitale Pakete ist das scrambled. Mit einem möchtegern Algorithmus verschlüsselt. Bitte die Verschlüsselung. Na egal. Lassen wir das Thema. Es sieht verschlüsselt aus von außen. Ungesalzen. So, Also aber eine Verwertungsgesellschaft gibt es nicht, ne? Für Software-Leute, die direkt einsammeln für die. Wie willst du das machen? Das sind denn, das ich weiß sind, nicht, dass du die Codezeit angibst. Ja, ich habe mal diese Wahlschleife geschrieben. Das ist so, ja, das ist diese Sache, du hast so Probleme in der Informatik, so, das lerne ich auch gerade in meinem Studiengang. Und die hat man jetzt mal so gelöst und so löst man die halt. So, das ist. Die drucken die in Lehrbücher ab, die Professor, also die Sache bei der Informatik ist ja so, die meisten, die was mal erfunden haben, die leben ja eigentlich noch. Hallo Pavel, hier ist Simon. Und die haben das eigentlich immer, ja, hier. Simon Lange. Nehme er hin und so geht. Hi. Und mehret euch quasi. Du, ich hatte bei mir auf der Uhr, dass du heute an den Urheberrechtstisch teilnimmst. Ja. Ah, okay. Wem hast du da Bescheid gesagt? Es gab eine Absage. Gut, ja. Siehst du, wegen Deutschland. Wer ist jetzt so unrecht? Pavel. Ja, wegen Deutschlandspiel wahrscheinlich. Um 13 Uhr. Düsen oder was? Ja, ich weiß nicht. Ja. Bruno. Weiß ich nicht. Ist ja. Nee, da wusste ich nichts von. Ich wusste halt nur, dass das hier Klaviere eigentlich kam. Ich saß hier quasi mit dem VVC und so alleine. Kleine Teile, das haben wir quasi drei Stunden improvisiert. Also ich zum Beispiel jetzt, ich wüsste auch nicht, wie das... Nee, dann warte ich Bescheid. Nee, kein Problem. Vor zwei Wochen. Ich hatte es mir gedacht. Mein Informatiklehrer gesagt, ja, hier, ihr sollt was programmieren und ich gebe euch jetzt einen Code, Stelle, die ihr dafür braucht. Die lade ich mal, habe ich jetzt mal kurz zusammenprogrammiert, die lade ich euch hoch, könnt ihr dann kopieren und pasten und dann so. Ja. Wie? Ja, gut, das könnte ja. Aber wann ist das? Ich hätte nämlich schon. Er hat es wieder auch nachprogrammiert von einer bestimmten Lösung, wie man macht für einen. Weil ich wusste, dass alle dahin gehen und ich habe mich schon gewundert, warum du dann hier sitzt zur selben Zeit.
könnte sagen, ja, das ist eine Schöpfungshöhe, weil okay, das irgendwie den Problem löst. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aber dann muss ich über die anderen... Irgendwie... noch viel Erfahrung machen, ne? Nö. Gut. Ich wüsste nicht, wie da irgendwie eine Verwertungsgesellschaft, eine GEMA, irgendwie sinnvoll einsetzbar wäre. Okay, er hat ja abgesagt. Erzählt er. Erzählt er. Bei unserem gemeinsamen Freund. Oh. Herrn Kamm. Ja. Ja, das ist schön, der jetzt auch nicht da ist. Nee, das war ja gut, klar. Der ist in München. Das war klar, okay. Der ist in München. Aber der hat das nicht weitergeleitet. Weiß ich nicht, also zumindest habe ich nichts erkriegt. Also ja. Jetzt frage ich gar nichts fragen, was bei Daniel und Sven gewesen ist. Das ist jemand anders von gestern oder so, oder vorgestern oder was. Ja. Ja, gut, wir müssen auch. Wir haben ja die Leute geschafft. Ich meine, ich mal ernsthaft, wir haben uns ja fast überberechnet, Softwarebereich, haben uns eigentlich relativ gut geschlagen, wo wir zu zweit waren am Anfang. Ja. Weil wir haben fast alle Bereiche im Software nämlich abgekannt. Wir haben, versucht mal einigermaßen chronologisch hinzukriegen. Wir haben den Erschöpfungsgrundsatz haben wir gehabt, also irgendwie bei den Lizenzen. Wir hatten Modifikationen, Dekompilierung, wir hatten Add-ons. Wir hatten die Raubkopie-Problematik besonders stark, ganz kurz mal. Ist aber ja zum Glück nicht so stark wie bei Film und Musik. Dann haben wir natürlich sehr veranschaulicht, Hüstel, die vielen Überschneidungen mit dem Verbraucherschutz, auch mit Grundrechten von Bürgern, wenn es um Kopierschutzmaßnahmen geht und um Lizenzen übrigens auch geht, um Nutzungslizenzen. Siehe zum Beispiel Euler. Wann ist eine Euler zum Beispiel überhaupt irgendwie gültig? Weil nämlich, das ist ja auch viele nicht wissen, dass eine Euler, wie gesagt, nicht gültig ist, wenn sie nicht gedruckt vorliegt. Da könnt ihr quasi unterschreiben, was euch gefällt. Also unterschreibt bitte nicht. Anklicken, was ihr wollt. Das ist völlig Wurst. Ja, weil nein. Also, das ist die tolle Antwort. Es gibt, wie gesagt, wir haben auf unserer VDVZ immer Muster irgendwo so, und da ist ein tolles YouTube-Video mit einem Datenschutz, Menschen, Anwalt, IT-Recht. Aus Schleswig-Holstein? Jo. Ah. Okay. Nein, nicht der, ein anderer. Nicht der, ein anderer. Und der erklärt nochmal auch für Origin und Euler, also es ist kompliziert. Jein. Also ein klares Jein. Ja, ein klares Jein. Also man sieht, die Juristen sind sich einig. Ja, sie sind sich einig, dass sie sich uneinig sind. So, dann haben wir irgendwann auch mal dieses schöne Ding gefunden, dass wir mal wieder zu den Urhebern ganz zurückgekehrt sind, also nicht nur die Verwertungsrechte, beziehungsweise nicht nur alleinig. Und haben dann mal geschaut, irgendwie, wie sieht es eigentlich aus bei Softwareentwicklern. Oh, da kommt ein Mensch. Kommt der zu uns? Ja, der war ein Fotoshooting. Nee, doch, der kommt zu uns. Ein Mensch. Hallihallo. Der kommt aber nicht zu uns. Nee, der kommt nicht zu uns. Da hinten war ein Fotoshooting. Oh, okay. Ja. Und zwar haben wir uns irgendwie Softwareentwickler nochmal angeschaut, also weil da gibt es ja, was die muss man ja in zwei große Gruppen ganz klar unterscheiden. Es gibt ja die Freiberufler und die Angestellten, was ja in Deutschland einen wesentlichen Unterschied macht über das Mitspracherecht halt, wie gesagt, bei den Ausübungen seiner urheberrechtlichen Geschichten, von wegen Lizenzmodelle, Lizenzgestaltung insgesamt mit den Verwertern. Und haben auch schon mal so rudimentär besprochen, wie man das theoretisch mal anders gestalten könnte. Mhm. Kann man ja gerne mal weiter diskutieren. Also ich würde das gerne ewig weiter diskutieren, weil es macht mich auch Spaß. Also der Mensch, der den Stream betreibt, der schläft ja. Also er schläft nicht, er hat einfach eine unendliche Ruhe und Vertrauen in seine technische Installation. Ach so, und er atmet nur laut. Nee, aber okay. Ja, und dann haben wir, also ich habe auch quasi das Punkte, ich habe Fair Use gewähren. Interessensausgleich ist ja, dass Kunden und Kulturgüter bewahren, habe ich auch irgendwie untergebracht. Aber ich schwer durch. Ja, also in den Vollfurt haben wir auf jeden Fall sehr gut pusht. Ja. Also wir brauchen Mitglieder, wer Bock hat. Und übrigens, ich kriege eine einzige Abmahnung bei dem maximalen Product Placement der E-Sports-Industrie heute in dieser Saison. Wir haben ja. Erwarte ich eigentlich großzügige Spenden? Ja, wir haben ja eigentlich keine Markenrechte verletzt. Also das ist ja. Nee, verletzt haben wir sie nicht, aber auf jeden Fall wurden sie öffentlich wirksam. Man muss über das reden, was da ist. Man kann ja nicht über die Schmiele kommen, sondern man muss. Na, bei öffentlich-rechtlich musst du das. Bei öffentlich-rechtlich wäre so eine Diskussion sehr interessant. Wir sind aber nicht öffentlich-rechtlich. Ja, wir hätten bei dem Spiel. Und von der Firma haben wir das Beste. Also Beep wäre gut gewesen. So. Ja, genau. Ja. Und dann muss man sich vorhin einfach mal benennen. Vor allem dann Beep mit Beep-Vergleich, um Beep zu zeigen. Oh, der Beep.
Jetzt drehen wir ab und jetzt. Jetzt sollten wir spätestens unsere Ritalin anschmeißen und die Kreide fressen. Und es ist schlimm. Tschüss. Ja. Tschüss. Mensch, mach Technik aus. Mach mal Technik aus. Schmiddi! Bewerfe ihn. Könnt ihr hier mal den Piratoraba-Mitarbeiter erwecken? Ja, ich glaube, ich gehe mal hin. Mach mal, bitte. Und wecke ihn sanft. Zärtlich. Zärtlich, auf jeden Fall. Dies war die chaotischste Sendung, in der ich über das Zeit haben durfte. Aber wir haben Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Ich habe das Beste rausgemacht. Ich hab Bruno versprochen, egal was passiert, ich ziehe das gnadenlos durch. The show must go on. Ich hätte auch jetzt eine 3-Stunden-Comedy-Show als Stand-Up machen können. Hättest du auch Schattenspiele machen können. Schaffen wir. Da fehlt mir die Schattenwand, ehrlich gesagt, Tür oder Lichtquelle. Obwohl, naja, der Umreichschrank ist nicht so die beste Idee gerade gewesen. Also noch läuft das wie viel. Ja. Warte, er wird wach. Ja, ich habe ihn ja auch zärtlich geweckt. Wie, du hast ein altes Sock ins Gesicht gelegt? Ich weiß nicht, was du unter zärtlich weckt verstehst. Der Server geht alleine aus. Wann geht er aus? Um 6? Der Server geht um 6 Uhr alleine aus. Ja, okay, das ist scheiße. Das wäre 40 Minuten. Ich möchte nicht schweigen, damit ich nicht. Please. Erlöse uns. Es ist jetzt. Please. Die Diskussion ist, glaube ich. Please. Please stop the service. Ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist auch der aller. Mach bitte. Ja. Große rote Knopf da. Ja, das habe ich gelernt, sie sollen nicht stoppen. Und der steht stopp. So wie bei. Wo war denn das? Ja, der steht stopp. 50, da ist der Knopf. Planet 51. Wo der Präsident auf den falschen Knopf drücken will, weil der linke ist für alle Atomwaffen und der rechte rote Knopf ist für einen guten Kaffee. Also, ich wollte einen guten Kaffee und haut voll drauf. Also, ups, okay, ich gehe mal in den Keller. Ja. Bis später. Okay. Hast du eine Statistik über die Benutzerzeit? Kommt. Achso, ich will die Kurve sehen, wie sie bald hier. Ich war schon die ganze Zeit und schwach anfing und stark nachließ. Ja, sie hatten 5. Ach komm, ich habe vorhin 10 gesagt. Habe ich meine 10 geschafft oder bin ich da untergeblieben? 10. Ja, ich meine, das ist ja schon auch nochmal, was wir gesagt haben, Urheberrecht und Software, auch mal der Leute mobilisiert. Du kannst ja sehen, heute sind zum Beispiel ist keine Presse da. Ne?